you Der letzte Bruderkampf. Chetanzapa und seine Freunde unternahmen den geplanten Scheinangriff auf das Teichlager des Captain Roach. Die Hufschläge polterten auf dem Grasboden, die Pfützen spritzten ihren Schmutz bis zum Bauche der Tiere und über die Beine der Reiter. Es war stockfinster, da die Regenwolken Mond und Sterne verdeckten, recht eine Nacht für Unternehmungen, die nicht durchschaut sein wollten. Auf verabredete Weise traf sich Chetanzapa hin und wieder mit Chef de Loup während des nächtlichen Scheinangriffs. Der Delaware machte dabei den Vorschlag, dass er die undurchdringliche Finsternis benutzen wolle, um sich in das feindliche Lager zu schleichen und dort vielleicht noch etwas zu erfahren. Chetanzapa stimmte zu, bat aber den Delaware nicht lange zu verweilen, da man bald gegen Norden aufbrechen und sich wieder zum Wanderzug begeben wolle. Bei dem jetzigen warmen Regen bestand Gefahr, dass das Eis des Gelbsteinstromes brach und den Reitern der Weg zu Tokaito durch den Eisgang abgeschnitten wurde. Während Chef de Loup seinen Vorschlag ausführte, ritt Chetan Sapa mit den anderen Gefährten weiter zum Lager. Dabei machte er auf einmal eine Beobachtung, die ihn Wunder nahm. Auf den Wiesen stand ein lediges Pferd und weidete. Obwohl Schwarzfalke auf seinem Ritt schon mehrmals an der stelle vorbeigekommen war hatte er dieses tier bis jetzt nicht bemerkt wie kam es dahin vielleicht war es ein entlaufenes pferd aus der koppel chetan Zapa wollte es mit sich nehmen man konnte nie zu viel pferde besitzen er ritt im schritt heran um das tier nicht zu verscheuchen das geräusch des rupfens am grase hörte auf das tier musste auf den Herankommenden aufmerksam geworden sein und den Kopf gehoben haben. Chetan Sapa wollte eben nach dem Zügel des fremden Pferdes greifen, als er vollständig überrumpelt wurde. Starke Fäuste packten sein linkes Bein und rissen ihn vom Schimmel herunter. Chetan Sapa stürzte. Als er wieder aufsprang, hörte er den Galopp zweier Pferde. Sein Schimmel und das fremde Pferd jagten in die Dunkelheit hinein. Schon konnte er sie nicht mehr sehen. Der Lakota suchte seine Flinte, die ihm beim Sturz entfallen war. Er fand sie nirgends mehr. Chetan Sapa stand allein auf weiter Flur in der lichtlosen Nacht. Er suchte noch einmal nach seiner Flinte, ohne Erfolg. Sie war fort. Schwarzfalke bebte vor Wut. Er wartete etwas. Wenn sich der elende Dieb nur noch einmal herangewagt hätte! Es war für ihn unmöglich zu wissen, wohin sein Gegner in Nacht und Nebel entschwunden war. Von da und dort, Hörte er aber wieder das dumpfe Galoppieren, das er in der Regung ganz vergessen hatte, und er erinnerte sich seiner Krieger. Der Pfiff Chef de Loops ertönte schon, das Zeichen, dass er von seinem Kundschaftergang ins Feindeslager zurück war. Man musste sich auf den Weg über den Gelbsteinstrom machen, ehe das Eis brach. Chetan gab das Rückzugssignal. Seine Krieger kamen zu ihm her. Habt ihr meinen Schimmel wieder eingefangen? fragte Chetan Deinen Schimmel? Ihr habt ihn also nicht wieder eingefangen. Chetan war froh, dass ihm die Dunkelheit die Minen seiner Freunde verbarg. Lass mich bei dir aufsetzen«, forderte er den Biber auf. Wir reiten über den Gelbsteinfluss zu Tokaito. Keiner verlieh seiner Verwunderung Worte. Unter Führung des Mustangs, der den Biber und seinen verbitterten Freund tragen musste, ging es nordwärts. Mensch und Tier trieften vor Nässe. Dazu waren sie verschwitzt und rochen beißend. Der Regen platschte herab, und der Wind brachte eine beunruhigend laue Luft aus dem Süden. Die Wiesen senkten sich allmählich. Endlich erreichte die kleine Truppe die Uferböschung des Gelbsteinstroms. Alle Reiter saßen ab, um die Tiere zu führen. Sie gelangten vom Ufer auf das zusammengeschobene Eis. Es war nicht gut vorwärtskommen darauf. Große Eisschollen hatten sich aufeinander getürmt, Sie waren zugefroren zu einem wilden Durcheinander von Spitzen, Kanten, Blöcken und Flächen. Das Regenwasser schwamm auf dem Eise umher. Chetanzapa war froh um jeden Mondstrahl, der die tückische Eislandschaft für kurze Augenblicke erhellte. Er ging allein voran. Der Biber hatte noch den Gaul am Zügel. Chef de Loup, der alte Rabe und dessen beiden Söhne folgten mit ihren Tieren. Die Eisdecke barg ein unheimliches Leben unter sich. Es donnerte und gurgelte unter den Füßen der nächtlichen Wanderer. Der Strom rührte sich. Wie knallende Schüsse klang es, wenn die Eisdecke zerriss. Die Pferde waren voll Angst. Mit Mühe zerrten die Männer sie vorwärts. Sie mussten die Tiere bändigen, während ihre eigenen Füße kaum Halt fanden. Rutschend und tastend kamen sie auf dem glatten Eis vorwärts. Immer wieder grollte der Strom unter den tauenden Massen. Es donnerte und pfiff. Plötzlich schwemmte eine Wasserwelle gegen Mensch und Tier. Es war, als ob alles schwankte. Die Eisdecke hob sich, die Gäule scheuten und stiegen. Mit Anstrengung hielten die Männer die Zügel. Chetan Sapa griff bei dem Gaul des Biber mit zu. Die Männer hatten zu spüren, dass sie fremde Beutepferde führten und nicht die eigenen Tiere, die mit ihren Herren vertraut sind und in der Prärie aufgewachsen waren. Der Hager und sein Freund stolperten zwischen Eisblöcken und gleitenden Pferdehufen. Hastig arbeiteten sie sich weiter und kamen in der Finsternis mit den verängstigten Pferden doch nur langsam voran. Die Mitte des Stromes schien endlich überschritten. Die Fluten unter der Eisdecke gurgelten gierig und versuchten immer wieder nach oben zu schießen. Auch Chitanzapa konnte sich eines unheimlichen Gefühls nicht erwehren, als wieder ein knallender Riss bis dicht vor seine Füße lief. Vorwärts, jetzt, vorwärts, ehe sie alle versanken und zwischen den Eisschollen erdrückt wurden. Er zerrte den zitternden Gaul des Biber mit Gewalt vorwärts. Das Pferd war irr vor Angst. Immer wieder rutschend, immer wieder stolpernd, immer wieder in die Knie brechend, kamen Menschen und Tiere vorwärts. Als Rettung und Leben erschien vor ihren Augen das tiefschwarze Nordufer. Nur hinaus aus der fahl schimmernden Hölle, die mit nassen Armen nach ihnen griff. Die Krieger wussten später nicht mehr, wie sie die letzten Meter geschafft hatten. Der Strom, hatte aufgebrüllt und mit einem gewaltigen Krachen waren Eisschollen zerdrückt worden. Die Fluten waren hervorgequollen, der Halt unter den Füßen war gewichen. Chetan war zurückgeblieben. Er hatte die anderen vorausgelassen und hatte noch bei dem Vater der Rabenbrüder, der als letzter kam, mit angepackt. Wie Betrunkene hatten Menschen und Tiere auf dem weichenden Eise gewankt. Der alte Rabe war im Wasser gewesen, keuchend hatte er sich an Schwarzfalkes Hand wieder hinaufgearbeitet. Dann standen die Männer auf dem Grasboden. Noch nie hatten sie diese gute feste Erde so bewusst gefühlt. Sie wich und wankte nicht, sie zischte und riss nicht. Stumm lag sie da und trug ihre geretteten Söhne. Die Männer führten die Pferde ein Stück an der Böschung aufwärts und warfen sich dann nieder. Ihre zitternden Tiere standen bei ihnen. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, hatte der Wind den Regen vertrieben. Der Himmel war so blau, als sei er reingewaschen worden. Chetan Sapa und die Seinen sonnten sich, ausgeschlafen in der das Licht spiegelnden Nässe eines Südhangs. Irgendwo im Grase versteckt lag Chef de Loup und hielt Wacht. Zu Füßen der Männer brüllte der Strom, das Eisgeschiebe war am Gange. Die aufgetürmten Blöcke knisterten und krachten, es dröhnte unter dem schimmernden weißlichen Trümmerfeld. Die Männer erinnerten sich mit wohligem Grausen daran, wie sie über dieses Eisgeschiebe gekommen waren. Jetzt konnte auf Tage hinaus kein lebendes Wesen mehr den Fluss überqueren. Man war in Sicherheit vor allen Verfolgern aus dem Süden. Chetanzapa lag in seinen durchnäßten Leggings lang gestreckt, bei dem Biber auf der Büffelhautdecke und hatte die Hände unter dem Kopf gekreuzt. Der kraushaarige Krieger und der Vater der Rabenbrüder hockten neben ihrem Anführer. Die beiden jungen Raben saßen zwischen den Pferden. Gut haben wir das gemacht, lobte der Biber alles in allem. Schwarzfalke sagte weder ja noch nein. Nachdem die Gefahren des Eisstroms überwunden waren, kehrten seine Gedanken mit Macht zu seinem letzten nächtlichen Abenteuer zurück. Er hatte den Auftrag des Häuptlings ohne Tadel ausgeführt und die Feinde von der Spur der Bärenbande abgehängt. Sollte er, der Sieger, jetzt ohne Flinte, als Zweisitzer auf des Biebers Gaul in Tokaitos Lager einreiten, sah so die ruhmvolle Rückkehr aus, von der er geträumt hatte? Hapeda und Chaske würden sich ans Lachen über ihren Vater und die Weiber ihre Witze machen. Was denkt ihr? fragte Schwarzfalke seine Freunde. Wer hat sich heute Nacht noch außer uns am Teiche herumgetrieben? Schonka und seine Freunde sind das nicht gewesen, gab Chef de Loup Bescheid. Sie waren alle im Lager und wollten die gefangenen Schwarzfüße töten. Einige haben sie getötet, aber andere sind ihnen entflohen. Ich glaube, dass der entkommene Häuptling und seine zwei oder drei Krieger sich angeschlichen hatten und die ihren befreiten. Dann wird ein entwischter Schwarzfuß deinen Schimmel und die Flinte gestohlen haben, meinte der Biber zu Chetanzapa, er will wohl seinem verlorenen Ruhm beim eigenen Stamme ein wenig damit aufhelfen, dass er Pferd und Flinte eines Dakota als Beute vorweist. Die Sixikau sind bissige Hunde, wie die Porny, und uns von jeher feind. Chetanzapa brütete vor sich hin und betrachtete dabei ohne Ziel das Eisgeschiebe auf dem Fluss. Die Eisblöcke hatten einen zersplitterten Stamm eingezwängt und zerbrachen ihn. Alte Spuren wurden von dem Eise abwärts getragen. Eine Büffelherde musste vor kurzem darüber gezogen sein. Schade, dass man ihr nicht begegnet war. Da. Auch einige Hufabdrücke in den Schneeresten, frische Spuren von unbeschlagenen Mustangs. Die Pferde waren gestolpert und gerutscht. Auch ein sehr zierlicher Mokassin, hatte sich auf Schneeresten abgezeichnet. Schwarzfalke war mit einem Ruck auf und am Ufer unten. Da, rief er seinen Gefährten zu, seht ihr das nicht? Das werden die entflohenen Schwarzfüße gewesen sein, mutmaßte der Biber seelenruhig. Keine schlechten Leute. Sie haben sich mit Weibern und Kindern heute Nacht, wie wir, über das Eis gewagt. Schwarzfalke starrte noch immer auf die mit dem Eise langsam abschwimmenden Fährten. Heute Nacht? sagte er dabei. Ich glaube erst am frühen Morgen. Sie haben weiter oben eine bessere Übergangsstelle gefunden als wir. Da, so seht doch. Sie haben ein beschlagenes Pferd bei sich gehabt. Das ist mein Schimmel. Sapa hatte sich aufgerichtet. Ich gehe flussaufwärts, erklärte er. Diese Diebe müssen noch ganz in der Nähe sein. Wir gehen mit. Sapa zögerte erst. So kommt, sagte er dann doch. Nur unsere beiden jungen Raben bleiben als Pferdewachen hier. Die Männer liefen quer über den Uferhang. Durch das Gras rieselten Bächlein von abfließenden Pfützen. Die Sonne schien den Menschen warm auf die Haut. Sapa führte ohne jede weitere Vorsichtsmaßnahme. Man hatte es mit roten Gegnern zu tun und nicht mit Wachuchin. Wer sich ihnen offen näherte, würde auch offen empfangen werden. Als sie kurze Zeit gegangen waren, krachte ein Warnungsschuss. Der Schütze lag auf einer der nordwestlich sich erhebenden Hügelkuppen, von denen aus man das Flusstal übersehen konnte. Der Knall hatte seinen Standort verraten. Die Dakota blieben stehen. Sapa hob die leere Hand als Zeichen, dass er hier und jetzt keinen Kampf beginnen wolle. Dann blieben die Dakota ruhig an ihrem Platze, um abzuwarten, was sich ereignen werde. Sie wurden überrascht. Auf der Höhe des Hangs, an dem sie entlanggeschritten waren, stand plötzlich ein Indianer. Vor dem Hintergrund des weiten, blauen Himmels stand er da, groß und stolz. Er war schlank und gerade gewachsen wie ein Speer, und es lag trotz seiner Jugend eine Würde über ihm. Auch er hatte die unbewaffnete Rechte erhoben. In der linken Hand trug er Chetanzapas Flinte. Schwarzfalke und seine Begleiter schritten langsam zu der Höhe hinauf, als sie angekommen waren, blieben sie in einem Abstand von etwa zehn Schritt vor dem fremden Manne stehen und betrachteten ihn. Dieser Schwarzfuß war das Erste, was ihnen aus den Gefilden der neuen Heimat, der sie zustrebten, entgegenkam. Die Dakota kannten die Sprache der Schwarzfüße nicht, und sie nahmen an, dass der Feind weder die Sprache der Dakota noch die der weißen Männer gelernt hatte. Man musste sich mit der üblichen Zeichensprache verständigen. Chetan Zapa deutete auf sich selbst und auf den mit verschlossenen Mienen wartenden Zixikau und drückte mit seiner Geste aus, dass hier eine Sache sei, die nur zwischen ihnen beiden ausgemacht werden könne. Der Fremde bedeutete kurz, dass er verstanden habe und einverstanden sei. Darauf nannte der Dakota seinen Namen: Schwarzfalke, Sohn des Sonnenregens, und sein Gegner antwortete mit einer herben Stimme und dem begleitenden Zeichen Donner vom Berge. Die Dakota waren gewohnt, Fremden gegenüber ihre Gefühle streng zu verbergen und einen Gleichmut zur Schau zu tragen, der sie in den Ruf gebracht hatte, nicht einmal lachen zu können. So blieben ihre bronzenen Gesichter auch jetzt unbewegt, so sehr sie auch der Name, den sie eben gehört hatten, beeindruckte. Donner vom Berge war jung, aber schon reich an Kriegsruhm. Sapa forderte seinen Gegner auf, ihm Pferd und Flinte zurückzugeben. Aber Donner vom Berge verneinte und hob den Tomahawk, um seinen Kampfwillen zu bekunden. Sapa erklärte sich zu dem vorgeschlagenen Zweikampf bereit. Der Fremde winkte den Dakota, ihm zu folgen und schritt ihnen voran. Er führte, ohne sich ein einziges Mal umzusehen, über den Höhenkamm ein kleines Stück flussaufwärts, und dann. Rechte Hand in die Prärie hinein. Es ertönte Hundegebell und eine Wiesenmulde tat sich auf, in der die Dakota die kleine Schar der entflohenen Schwarzfüße erblickten. Lager wurden üblicherweise am Wasser aufgeschlagen. Die Schwarzfüße hatten in der wasserlosen Mulde wohl nur Halt gemacht, als der Häuptling die Dakota sichtete und ihnen entgegentrat. Etwa zehn Personen saßen ohne Zelte oder Decken auf dem grasigen Boden. Einige waren verwundet. Zwei Pferde weideten, und Schwarzfalke sah den schönen Schimmel wieder. Der Anblick steigerte seinen Zorn. Er blieb mit seinen Begleitern in der Mitte der Wiesenmulde stehen. Die Frauen und Kinder der Schwarzfüße zogen sich stillschweigend zu einem größeren Kreis zurück. Sie waren alle gut gekleidet, in weiches, helles Leder mit sauber ausgeführter Steckerei. Ein Mädchen, Fiel dem Dakota auf, das einen toten Knaben trug. Als sie sich wieder niedersetzte und den Toten trauernd über ihren Schoß legte, blieb der Blick des Kriegers unbemerkt einen Atemzug lang auf ihr haften. Die Sagen, die über die Schwarzfüße erzählt wurden, hatten nicht gelogen. Sie besaßen mutige Krieger und schöne Frauen. Chetan Sapa wandte seine Aufmerksamkeit wieder seinem Gegner zu, der jetzt in Begleitung zweier Krieger vor ihn trat. Finster und mit Hass schauten die Sixi auf die Dakota. Die Schwarzfüße waren von Langmessern und von Dakota, von Shonka und seinen Lagerpolizisten überfallen worden, und es war nicht anzunehmen, dass sie etwas von den Feindseligkeiten der Dakota untereinander wussten. Für die Schwarzfüße gehörten Shonka und Chetan Sapa zu demselben feindlichen Stamm. Der Schwarzfußhäuptling legte alle seine Waffen ab, bis auf den Tomahawk, das Beil mit der Stahlschneide, wie es die weißen Männer für die Indianer herstellten, um Profit zu machen. Es war die Waffe, mit der Donner vom Berge kämpfen wollte. Auch Chittansapa gab darauf alle Waffen an seine Gefährten ab und behielt nur die bei den Dakota gebräuchliche Steinkeule. Sie bestand aus einem eiförmigen Stein, der an einem langen Griff aus einem doppelt genommenen starken Zweig befestigt war. Der Griff war elastisch. Der Schwarzfuß schritt einen Kreis in der Mulde ab und bedeutete mit dem Zeichen des Skalpierens, dass jeder, der diesen Kreis verlasse, besiegt und dem Gegner verfallen sei. Chetan Sapa bejahte. Er wollte nicht viel Zeit verlieren und den Kampf gleich beginnen. So trat er in den Kreis, in dem es entweder siegen, oder sterben hieß auch der schwarzfuß betrat ohne zögern das abgegrenzte kampffeld und stellte sich Sapa gegenüber alle anderen krieger hatten den ring schon verlassen da die sonne von osten leuchtete hatten sich die beiden kämpfer einander nordsüdlich gegenübergestellt und so die augen vor den blendenden strahlen geschützt sekundenlang rührte sich keiner außerhalb des kreises standen die freunde der kämpfer die drei Dakota und die beiden Schwarzfüße. Sie hatten sich je auf der Seite desjenigen gruppiert, dessen Sieg sie wünschten, und beobachteten sachverständig. Chetan Sapa aber dachte nicht mehr an den kraushaarigen Jugendgespielen mit dem treuen Herzen, und Donner vom Berge hatte wohl seine Krieger und jene Frauen und Kinder vergessen, für die er in einer bösen Lage der letzte Schutz war. Für die beiden, die in dem Ring standen, gab es von jetzt ab nichts mehr zu sehen als den Feind. Wer begann den Kampf? Warf er das Beil oder versuchte er den Hieb? Das war die einzige Frage. Kein Laut von menschlichen Lippen störte die gefahrenträchtige Stille. Nur das Dröhnen und helle Krachen des nicht mehr sichtbaren Eisstroms drang bis zum Kampfplatz. Der Schwarzfuß griff an. Er setzte alles auf eine Karte und warf den Tomahawk. Er hatte nicht weit ausgeholt und seinem Feinde nicht Zeit gegeben, die Art des Angriffes zu durchschauen, sondern schleuderte das Beil aus der herabhängenden Hand. Trotzdem hatte große Kraft in dem Wurf gelegen und die Waffe sauste mit Wucht auf die kurze Entfernung gegen die Mitte von Chetan Zapas Körper. Dem Dakota blieb kaum Zeit auszuweichen. Die Schneide des schwirrenden Tomahawks riss ihm das Leder der Leggings vom linken Bein und etwas Haut ab. Mit kaum gehemmter Wucht flog das Beil weiter und kam erst außerhalb des abgezeichneten Kreises zu Boden. Es war ein meisterlicher Täuschungswurf gewesen, aber er hatte keinen Erfolg gehabt und dem Schwarzfuß war die Waffe verloren. Donner vom Berge zuckte mit keiner Miene. Jetzt hob Chetan Sapa die Keule und warf sie fort. Er verzichtete, nach seinen indianischen Ehrbegriffen auf eine Waffe, die dem Gegner im Zweikampf nicht mehr zur Verfügung stand. Han, Han! erklang es mit aufrichtiger Bewunderung aus dem Kreise der zuschauenden Schwarzfüße. Die Gegner sprangen aufeinander zu und rangen. Chitanzapa bemerkte bald seinen Vorteil, da der in den Kämpfen am Teichlager durch Kolbenhiebe getroffene linke Arm seines Gegners den Dienst zu versagen begann. Der Dakauter versuchte, den anderen zu Fall zu bringen, aber noch hielt Donner vom Berge stand, und die schrillen Zurufe der zuschauenden Krieger feuerten die Kämpfenden an. Da spürte Schwarzfalke mit einem kalten Schauer, wie ihm selbst die Kräfte zu schwinden begannen. Blut sickerte aus seiner alten Brustwunde. Seine Arme gaben den anderen frei. Er taumelte zurück und fand sich auf den Knien im nassen Grase wieder. Der Schwindel verließ ihn. Er konnte wieder aus den Augen sehen. Er löste die leere Lederscheide seines Messers vom Gürtel, presste sie auf die Wunde und zerrte die Baststreifen wieder zurecht. Zuversichtlich hoffte er, dass die kräftezerstörende Blutung nun wieder aufhören werde. Er stand auf. Schwarzfalke wusste dabei sehr wohl, dass der Schwarzfuß die Zeit hätte ausnutzen können, um über ihn herzufallen. Aber auch der Sixikau war ein roter Mann. Ein Zweikampf zwischen roten Männern wurde nicht etwa wie ein Hahnenkampf geführt. Jetzt, als Schwarzfalke widerstand, griff der Sixikau an. Aber es gelang Chetan Sapa, die Rechte des Gegners zu fassen und zu verdrehen, und hart traf die Faust des Dakota den Schwarzfuß. Donner vom Berge stürzte und schlug dumpf ins Gras. Ohne sich zu rühren, blieb er auf dem Rücken liegen. Chetan Sapa bückte sich und berührte den Hilflosen zum Zeichen seines Sieges. Blau war der Himmel. Das immer noch tropfende Gras glänzte. Die Pferde und die Hunde, rochen nach verdampfender Nässe, und der Wind, der nach Norden umgeschlagen hatte, brachte frischen Atem. Chitansapa streckte die Hand fordernd aus und erhielt alle seine Waffen zurück, dazu die Waffen des Besiegten. Er ging zu dem prächtigen Schimmel und löste ihm die Fesseln zwischen den Vorderbeinen. Am Zügel führte er das tänzelnde Tier in die Mitte der Wiesenmulde. Er stieß einen schrillen Siegesruf aus, und seine Freunde stimmten in den Ruf ein. Chitanzapas Blick forschte in der Runde der Schwarzfüße und streifte dabei jenes Mädchen, das den toten Knaben im Schoß hielt. Sie schob den schlaffen Körper des Jungen, der nicht älter als Hapeda gewesen sein mochte, einer anderen Frau zu und stand auf. Ihre Füße gingen leicht, und die Halme, die sich willig unter ihren Sohlen gebeugt hatten, hoben sich wieder unverletzt in die Höhe. Schwarzfalke, der nicht gewohnt war, auf Weiber zu achten, wartete doch unbewusst, bis das Mädchen neben ihm stand. Ihre Trauer entledigte sie jeder Furcht. Sie sah den Feind an und ihre schmale Hand wies auf das Schlachtbeil des Besiegten, das der Sieger ohne Scheide quer durch den Gürtel gesteckt hatte. Mit zusammengezogenen Mienen suchte der Krieger in dem Antlitz dieses fremden Mädchens zu lesen. Was wollte sie? Sie stand jetzt ganz still wie ein Halm, wenn das Wehen des Windes verstummt ist. Chetan nahm die erbeutete Waffe aus dem Gürtel und reichte sie ihr. Das Mädchen kniete nieder, stützte die linke Hand mit zwei ausgestreckten Fingern auf den Grasboden und schlug mit Kraft zu. Ihr Blut spritzte auf. Sie erhob sich mit der verstümmelten Hand und reichte dem Dakota die Waffe zurück. Ruhig, wie sie gekommen war, ging sie zu den Ehren zurück. Chetanzapa wusste jetzt, wer sie war. Niemand anders konnte sie sein als Hito Panaki. Sie hatte ihre Trauer um den besiegten Bruder so gezeigt, wie es die Sitte ihres Stammes war. Da aber hatte er plötzlich einen harten Griff um sein Handgelenk, und als er auffuhr, um sich loszureißen, schaute er in die vor Hass glühenden Augen eines Schwarzfußkriegers. Das Ringen der beiden Männer war sofort im Gange. Chetan Sapa hatte den Vorgang erfasst. Der Schwarzfuß musste geglaubt haben, dass der Biber seinen wehrlosen Häuptling berühren, dass er den sogenannten Schlag, in der Grenzersprache Kuh genannt, ausführen wollte. Damit hatte es eine eigene Bewandtnis. Aus alten Vorstellungen heraus, deren Ursprung den Indianern selbst nicht mehr bekannt war, galt das Berühren eines Gefallenen als ein zweiter Sieg über ihn. Bei den Reiterkämpfen der Präriestämme untereinander machte jede Partei den Versuch, die gefallenen oder verwundeten Gegner noch einmal mit dem Speer zu schlagen. Die Freunde aber setzten alles ein, um den Toten vor Berührung zu schützen, und so wurde der Kampf von beiden Seiten immer erbitterter. Die roten Männer mordeten sich gegenseitig um einer sinnlosen, wirkungslosen Ruhmestat willen. Die Schwarzfüße mussten angenommen haben, dass der Biber den Kuh ausführen wolle und sie hatten ihn deshalb sofort angegriffen. Chetan Sapa konnte den Zixikau nicht zurufen, da sie seine Sprache nicht verstanden, und es war nicht zu erwarten, dass sie jetzt noch die Ruhe warten, um auf erklärende Zeichen zu achten. Ein neuer Kampf war unvermeidlich. Die Dakota waren in der Überzahl, und sie waren besser bewaffnet. Es gelang ihnen rasch zu viert, die drei noch kampffähigen Zixikau zu überwinden, zu entwaffnen und zu fesseln. Aber als sie die Gefangenen im Grase liegen sahen, begriffen sie erst, was sich im Kampfe ereignet hatte. Der Vater der Rabenbrüder lag mit klaffendem Schädel auf dem Gesicht. Das Beil eines Sixikau hatte ihn getroffen. Donner vom Berge aber war nicht mehr da. Er hatte die Gelegenheit zur Flucht benutzt, und weit entfernt war noch der Hufschlag seines grauen Hengstes zu hören. Chetanzapa sprang auf seinen Schimmel und jagte hinter dem Entflohenen her. Der alte Rabe war lange sein Kampfgefährte und Waffenbruder gewesen, und der Tod dieses Mannes erfüllte jetzt auch den Dakota mit bitterem Hass. Der Flüchtige schien sich nach Norden gewandt zu haben. Zu sehen war er in dem welligen Gelände kaum mehr. Nur selten einmal erblickte Chetan Zappa bei der Verfolgung wehen des schwarzes Haar oder die dunkle Mähne des grau gesprenkelten Hengstes. Dann feuerte er. Er hoffte, dass die beiden Rabenbrüder bei den Pferden seine Schüsse hörten und auf der Hut waren. Der Schwarzfuß besaß ein vorzügliches Tier, immer wieder foppte er den Verfolger. Zapa aber war wie dem Jäger zumute, dem das schon erlegt geglaubte Wild wieder entkommt. Er jagte, und er vergaß dabei die Zeit und seine Gefährten. Als er sich seiner selbst wieder bewusst wurde, hatte er seine letzte Munition vertan. Sein Schimmel lahmte, und als er zur Sonne hinaufsah, hatte sie sich längst auf die absteigende Bahn begeben, und strebte der abendlichen ruhe zu schwarzfalke hielt inmitten der endlosen eintönigen höhenzüge sein speichel war vertrocknet die zunge klebte ihm am gaumen stirn und hals waren ihm nass von schweiß so nass wie die flanken seines schimmels die bebend auf und ab gingen der verband um seine brust war wieder verrutscht er keuchte mit halbgeschlossenen augen hing er auf seinem pferd er hätte die Amsel erschlagen können, weil sie mit leichtem Atem ihr Abendlied sang. Gut, dass sie niemand so sah. Er riss sich zusammen und betrachtete die Galoppspur des Feindes. Zwischen dem Gras war feuchte Erde aufgeworfen. Es war sinnlos, dieser Spur noch weiter zu folgen. Der Schwarzfuß war entkommen. Schwarzfalke ritt zu dem morgendlichen Lagerplatz am Ufer, wo die beiden Rabenbrüder noch die Pferde bewachten. Chetan Sapa hatte ihnen zu sagen, dass ihr Vater gefallen war. Schweigend nahmen die Brüder die Nachricht auf. Sie ritten mit Schwarzfalke zusammen zu der Wiesenmulde, wo sich der Kampf abgespielt hatte, und fanden dort die anderen Gefährten und den Toten. Die Söhne nahmen ihn auf, denn ein Toter soll die Erde nicht mehr berühren. Sie gaben ihm alle seine Waffen, wickelten ihn in eine Decke und banden ihn auf sein Pferd. Im Halbkreis saßen die Frauen und Kinder der Schwarzfüße, stumm und dumpf ergeben. Schwarzfalke und Chef de Loup hielten Umschau über die Prärie. Es war nichts Verdächtiges zu bemerken. Darauf gab Chetanzapa bekannt, dass die Mulde trotz ihres Wassermangels als nächtlicher Rastplatz dienen werde. Der Fluss war nahe genug. Wer wollte, konnte sich den Wassersack dort füllen. Hierher kommt Donner vom Berge zurück, erklärte er seinen Gefährten. Wir haben seine Weiber und Kinder. Gräme dich nicht wegen dieses Schwarzfußes, meinte der Biber. Seine Hände sind beide lahm. Er hat keine Väter und keine Brüder in der Nähe. Die Aasgeier werden ihn fressen. Chetansapa sagte dazu nichts. Er legte sich an einen Wiesenhang und schaute in die beginnende Nacht. Auch die anderen sprachen nichts und wie die Dunkelheit, so lag die düstere und erbitterte Stimmung über dem kleinen Kreis. Der einzige, der noch für alle an die Bedürfnisse des Leibes dachte, war der Biber. Er hatte die Zeit, die Chetan Sapa mit seiner vergeblichen Verfolgungsjagd zugebracht hatte, dazu benutzt, um einige Präriehunde zu erlegen. Diese kleinen, dicken Nagetiere die in einem Netz von Gängen unterhalb der Erde wohnten, waren nicht leicht zu erwischen. Auch wenn sie herauskamen, um Nahrung zu suchen, blieben sie immer auf der Wacht und gab einer mit einem pfeifenden Laut das Warnungszeichen, so verschwanden sie alle sofort in ihren Löchern. Aber der Biber hatte einige überlistet. Er häutete seine Beute ab und holte sich eine pausbäckige Schwarzfußwitwe zur weiteren Bedienung. Sie musste trockenes Holz suchen, was sehr schwer zu finden war, Sie musste an vier gegabelten Stöcken eine Lederdecke ausspannen und darunter ein Feuer anzünden. Durch die Decke verteilte sich der Rauch und der Feuerschein war nicht weit zu sehen. Die Indianer benutzten gern die Vorsichtsmaßnahme des gedeckten Feuers, um vor Spähern sicher zu sein. Als die Fleischstücke angeröstet waren, verteilte sie der Biber. Die Besten erhielten die Rabenbrüder, dann kamen Chetansapa und Chef de Loup an die Reihe. Der Schlaue streckte die Füße zum Feuer und gab sich dem Genuß der wochenlang entbehrten Wärmequelle hin, während er als letzter aß. Hin und wieder äugte er zu seinem hageren Freund hinauf, aber er wußte schon, dass dieser nicht angesprochen sein wollte. Er hatte die Verantwortung als Führer der kleinen Schar und er fühlte sich schuldig am Tode eines der besten Männer aus der Bärenwande. jetan Sapa hatte den Kopf in die Hand gestützt und schaute in das Licht, und die Schatten der Mondnacht. Im Mondschein erblickte er einen Mann, der von fernher über die Prärie auf das Lager zukam. Als er den Kamm einer Höhe erreicht hatte, wurde er ganz sichtbar. Dann verschwand er wieder in der nächsten Einsenkung. Der Beobachter wusste schon, dass es ein Indianer war. Er zog seine Flinte zu sich heran. Der Mann im Mondlicht war in der Nähe ein gutes Ziel. Chetan Sapa erkannte ihn. Donner vom Berge kam. Er hatte nicht versucht, sich zu verbergen, deshalb ließ Chetan Sapa ihn kommen. Die Hunde waren aus dem Schlaf gefahren und jaulten. Sie hatten den Herrn gewittert. Durch die Schar der eng zusammenhockenden Frauen und Mädchen ging eine Bewegung, wie eine Welle, die ein plötzlicher Windstoß aufgerührt hat. Gleich darauf saßen sie wieder ruhig und scheinbar teilnahmslos, und nur das Flüstern, mit dem sie zu den erwachenden Kindern sprachen, verriet, dass sie nicht wieder eingeschlafen waren. Schwarzfalke rührte sich nicht von seinem Platze. Er blieb auch noch im Grase liegen, als Donner vom Berge den Rand der Wiesenmulde betrat. Der Feind hielt seinen Fuß an und schien zu warten. Cetanzapa ließ ihn warten und stehen. In der Nacht wirkte der fremde Häuptling noch größer. Das Jaulen der Hunde ebbte zu einem verklingenden Kläffen ab. Auch die Männer waren erwacht und schauten nach dem Fremden. Die Pferde waren unruhig geworden, sie hoben die Köpfe. Oben auf der Hügelkuppe sah Chetan Sapa den Flintenlauf, den der Wachhabende auf den Herankommenden gerichtet hielt. Der Schwarzfuß hielt lange stand. Als er sich überzeugt hatte, dass sein Feind es verschmähte, ihm entgegenzutreten, löste er sich von seinem Platz. Er ging um die Frauen und Kinder herum, ohne sie anzusehen, und kam bis zu seinen gefesselten Kriegern. Lasso umschnürt lagen die Körper im Grase zwischen der Feuerstelle und Chetanzapas Platz. Der Dakota hatte kaum den Kopf gerührt, aber seine Augen ließen sich keine Bewegung des Fremden entgehen. Donner vom Berge blieb stehen. Mit seinem rechten Arm an dem die verrenkte Hand hing, gab er den Seinen ein Zeichen. Chef de Loup hatte den Revolver bereit. Ein Knabe der Schwarzfüße stand auf und kam zu seinem Häuptling herbei. Der Häuptling bewegte die Lippen, der Knabe schaute an ihm hinauf und las die Worte ab. Schwarzfalke wusste nicht, warum er untätig zusah. Seine Glieder waren eingespannt in eine unbestimmte Erwartung. Der Schwarzfußknabe schien eine Anweisung erhalten zu haben. Er kroch unter die Decke, unter der der Rest des Feuers verglimmte, und holte ein Sträußchen von Zweigen, die er anblies, sodass sie rötlich aufglühten. Inzwischen hatte Donner vom Berge sich niedergelassen. Er hatte sich mit dem Rücken gegen die beiden Gefangenen gesetzt und das Gesicht Chetansapa zugewandt. Er legte das rechte Handgelenk über das linke, und blieb in dieser Stellung eines gefesselten, bis der Knabe kam und ihm die glühenden Zweige auf die nackte Schulter legte. Der Knabe ging zu den Frauen zurück, und der Sixikau blieb sitzen, als sei es nicht er selbst, der gebrannt werde. Er hatte den Männern, die seine Sprache nicht verstanden, damit gesagt, dass er sich gefangen gebe und den Tod eines Kriegers unter Martern sterben wolle. Leise begann er sein Sterbelied zu singen. Hiye, he o. Der Ruhm, tapfer gestorben zu sein, war der einzige, um den er noch zu kämpfen vermochte. Chetan Sapa sah ihn an. Als ein Knabe von acht Jahren hatte der Dakota schon am Zeltfeuer gesessen und sich brennende Späne auf die Hand gelegt, um das Ertragen von Schmerzen zu lernen. Er wusste, was Donner vom Berge aushalten wollte. Keine Miene zuckte in dem Gesicht des Mannes, dessen wütender Stolz jede Erschöpfung überwand. Chetanzapa erhob sich und ging an den Gefesselten und der Feuerstelle vorbei zu den Pferden. »Wir reiten zurück zu Tokaito«, sagte er seinen Gefährten. »Warum sollen wir noch länger bleiben? Der, auf den wir gewartet haben, ist gekommen.« wir werden die Schwarzfüße jetzt mit uns treiben. Er scheuchte die Weiber und Kinder auf, die sich gehorsam erhoben. Der Biber kam von der Hügelkuppe herunter und winkte der Schwarzfußwitwe. Sie löschte die Glut, nahm die Decke von der Feuerstelle ab und brachte sie zu dem Gaule des Biber. Die Raben hatten die Gefesselten gepackt und banden sie auf ihren Tieren fest. Den Pferden wurden die Beine freigegeben. Donner vom Berge hatte die Vorbereitungen zum Aufbruch gesehen. Er war aufgestanden und wartete, ob der Dakota ihn töten oder binden werde. Chetan Sapa aber war schon aufgesessen. Als er an seinem Gegner, den er besiegt und doch nicht besiegt hatte, vorbeiritt, winkte er ihm, dass er laufen solle. Und so ging der fremde Häuptling hinter den Weibern und Kindern. Seine große Gestalt ragte über sie auf. Schwarzfalke ritt im Schritt hinter seinem feinde seine gefolgsleute hielten sich rechts und links um die gefangenen schar zu übersehen und zu hüten an der hand des älteren raben ging das pferd das seinen toten herrn trug das mädchen sitopanaki hatte die leiche des knaben von der sie sich nicht trennen wollte über den rücken genommen und unter der last gebückt schritt sie den ehren voran die kleine Schar gelangte durch die Wiesen auf die Spur des Wanderzuges der Bärenbande, die im Mondschein deutlich sichtbar am Flusse aufwärts führte. Auch der große Regen hatte die Fährte nicht ganz verwischen können. Sapa folgte ihr mit seinen Freunden und den Gefangenen. Dass Tokaitor sich nach Westen gewandt hatte, war kein gutes Zeichen. Er schien es nicht für möglich zu halten, jetzt geradewegs nach Norden durchzubrechen. Der Marsch ging schweigsam durch die lange Nacht, bis zum frühen Morgen. Als bei Sonnenaufgang die Spuren einen ehemaligen Rastplatz der Vorausgewanderten am Flusse verrieten, befahl Chetan Sapa den ersten Halt. Die Ruhe dauerte nur wenige Stunden. In der ermüdenden Wärme des Frühlingstages brachen Menschen und Tiere wieder auf und zogen weiter am brausenden Flusse aufwärts. Die grasigen Hügel begrünten sich schon mit den Spitzen junger Halme. Und unter Regen und Sonne waren die ersten Blumen hervorgekommen. Noch immer roch es feucht, und die von drängenden Kräften erfüllte Luft atmete sich schwer. Chef de Loup hatte dem Mädchen, das den getöteten Knaben trug, eine der Militärdecken gegeben, die aus dem Lager an dem großen Pappelbaume stammten. Die Leiche wurde in die Decke eingeschlagen, und die pausbäckige und kräftige Witwe half der jungen Indianerin beim Tragen der Last. Ohne Pause liefen die Frauen und die Kinder Stunde um Stunde, wie sie es von jeher gewohnt waren, und die Dakota ritten gleichmütig im Schritt hinterher. Chetan Sapa wartete darauf, dass sein Gegner zusammenbrechen werde, aber der Gefangene spürte den prüfenden Blick des Feindes, und seine Knie wankten nicht. Zwischen Schwarzfalke und seinen Freunden war seit dem Aufbruch noch kaum ein Wort gesprochen worden. »Jetzt!« Endlich schien der Biber nicht mehr an sich halten zu können. Was willst du mit den vielen Weibern? forschte er. Und als Schwarzfalke ihm keine Antwort gab, setzte er hinzu Denke nicht, dass ich wieder ihre sieben Stück in mein Zelt nehme. Du kannst sie alle selber behalten. Warum hast du sie nicht gelassen, wo sie waren? Sollen sie alle verhungern? Sie haben keine Krieger mehr und keine Waffen. Der Biber betrachtete seinen Freund erstaunt von der Seite, »Ja, wenn du so denkst.« Schwarzfalke schaute trotzig geradeaus. Er hatte die Frage des Bibers kommen sehen und sich schon darüber geärgert, ehe sie ausgesprochen worden war. Von den Dakota hatte sich abwechselnd einer auf Kundschaft begeben. Als der ältere Rabe nach Mittag von einem solchen Ritte zurückkehrte, meldete er, dass er einen Späher Tokaitos getroffen habe und dass das Lager nur noch wenige Stunden entfernt sei. Gegen Abend näherte man sich dem Lagerplatz. Die Späher mussten das Nahen der Kriege, den Tod des alten Raben und die Beute an Gefangenen gemeldet haben. Von dem Siege Schwarzfalkes und seiner Männer über Roach und Schonka wusste man bei dem Wanderzuge längst, denn die Pferde und Maultiere der feindlichen Truppe waren dort einen Tag früher eingetroffen. Schon dröhnte die Erde unter den Hufen von Mustangs. Näher kam das Donnern. Und helle Knabenstimmen schrillten den Willkommensgruß durch das Hufgetrappel und zerrissen das dunkle Brausen des Flusses. He, jejei, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Die braunhäutigen Buben tauchten auf. Sie ritten Beutepferde. Bellend sprangen ein paar Wolfshunde zwischen den jugendlichen Reitern umher. Hochauf rissen die Jungen die Pferde. Sie warfen sie herum und umkreisten die Heimkehrer und die Gefangenen. In ihre Mitte brachten sie sie flussaufwärts zu der versteckten Senke. In der sich plötzlich der Blick auf die Zelte auftat. Da standen sie, die heimischen Tipi, Heimat der Heimatlosen. Auf den Lederwänden leuchteten die schützenden Zauberzeichen farbkräftig in der Abendsonne. Da der Tag warm gewesen war, hatten die Frauen und Töchter die ledernen Planen von den spannenden Pflöcken gelöst und sie aufgeschlagen. Schon sahen die zurückkehrenden Krieger die Decken und Felle. Die Schüsseln und Töpfe. Kurz vor dem Lager hielt Schwarzfalke den Hengst an. Sein Blick flog zu dem mit Donner, Vögeln und Schlangen bemalten Zauberzelt. Hawanchita kam hervor. Schwarzfalke und seine Männer sprangen ab und traten dem weißhaarigen Geheimnismann entgegen. Sie berichteten ihm mit kargen Worten, was geschehen war, und wiesen auf den toten Raben und die Gefangenen der tote wird durch einen toten gerecht sprach der alte zauberer grausam und er zog sein messer und stieß es dem einen der drei gefesselten schwarzfüße ins herz der getötete sank ins gras er gehört den rabenbrüdern sprach die unbarmherzige stimme hawanchitas weiter er und sein skalp und seine waffen sein Skalp und seine Waffen sollen den alten Raben in die ewigen Jagdgründe begleiten. Ihr werdet sie ihm mitgeben. Der Zauberer hatte den uralten blutigen Gesetzen der Sippenrache Genüge getan, die eine nie endende Feindschaft zwischen den indianischen Stämmen wachhielten. Chetan Sapa reichte den beiden Rabensöhnen schweigend die Waffen, die dem getöteten Schwarzfuß gehört hatten. Sie nahmen sie in Empfang und brachten ihren toten Vater, den von Havanchita getöteten Zixikau und die Waffen zu ihrem Zelt. Dumpf begannen die Klageweisen, um den gefallenen Raben zu erschallen, der gerecht, aber nicht mehr lebendig gemacht werden konnte. »Die Mustangs und die Maultiere des Roach und des Schonker gehören der Bärenbande, und der Rat wird sie auf die Zelte verteilen.« Entschied Hawanchita, der Älteste, weiter über die Beute. Die lebenden Schwarzfüße sind dein, Chitansapa mit allem, was sie besessen haben, und du magst damit tun, was dir beliebt. Ich werde die gefangenen Tokai-To zeigen, antwortete Schwarzfalke nur. Er schaute dabei zu dem Häuptlingszelt, das mit Fichtenstangen aus den Black Hills in alter Weise wieder aufgebaut war. Das Zelt war offen und leer, denn der Häuptling war noch gegen den Feind aus Norden unterwegs. Sobald Tokaito zurückkehrt, schloss Schwarzfalke. Er verteilte dann die Frauen und Kinder der Schwarzfüße auf die Zelte, in denen noch arbeitende Hände gebraucht wurden, und ließ den kampfunfähigen Donner vom Berge, sowie die beiden noch lebenden Gefesselten zunächst, in sein eigenes Tipi bringen. Die siegreichen Dakota sammelten sich um ihren Anführer. Er lud sie zur Abendmahlzeit zu Gaste. Das hatten sie erwartet. Chef de Loup, der noch kein eigenes Zelt besaß, begleitete Schwarzfalke gleich in dessen Behausung. Die Männer reinigten sich mit Fett. Chitansapa ließ sich von der besorgten mongchong Shah die verrutschten und wieder blutig gewordenen Verbände abnehmen und durch neue, gut gelegte Bastbinden ersetzen. Blitzwolke war im Tipi und half. Sie legte Bastmatten aus und stellte die Schüsseln darauf. Mongchong Shah teilte ein Büffelrippenstück. Ihre Schultern hatten sich aufgerichtet, und in der Freude über die Rückkehr ihres Gatten war sie jung und schön. Auch Hapeda und Chaske waren längst von der Weide zurück, wo nach dem Beutezug Chetanzapas wieder zahlreiche Pferde und Maultiere grasten. Von ihren bescheidenen Plätzen aus betrachteten sie die gefangenen Schwarzfüße und ließen sie nicht aus dem Auge. Die beiden Lasso-umschnürten Männer und Donner vom Berge befanden sich im Zelte. Jenes Mädchen aber und die Witwe, die das Bündel mit dem toten Knaben trugen, standen noch immer still vor dem Eingang. Mongchong-Sha ging jetzt hinaus, um ihnen zu helfen. Sie gab ihnen starke, gegabelte Stöcke, an denen sie die Decke befestigen konnten, in die der tote Knabe eingeschlagen war. So war er aufgebahrt, ohne die Erde zu berühren. Die Frau wunderte sich, dass auch die feindlichen Fremden Sitte und Brauch achteten und forderte sie freundlicher auf, das Zelt zu betreten. Auf einen Wink Mongchong Chas ließen sie sich nieder, weit ab von den gefesselten Männern und ihrem starr blickenden Häuptling. Chetan Sapas Gäste erschienen. Sie hatten sich draußen getroffen und kamen alle zusammen in einer Gruppe. Um sich bei den gastlichen Schüsseln niederzulassen. Auch Ohitika, der Nachbarshund, war ins Zelt hereingekommen. Er verschmähte jedoch zu aller Erstaunen den Knochen, den Chef de Loup ihm schenken wollte, und ging mit vorsichtigen Tritten bis zu Donner vom Berge hin. Der Häuptling hatte sich im Zelte des Feindes nicht gesetzt. Aufrecht stand er in der Nähe der Zeltwand. Der Hund beschnüffelte ihn und fing an, erwartungsvoll zu bellen. Die Männer beobachteten das Gehabe des Tieres. Als ob er ihn kennte, sagte der Biber verwundert. Ohitika hatte die Ohren gespitzt und sich von dem Gefangenen abgewandt. Gleich darauf schoss er aus dem Zelte hinaus und rannte mit wirbelnden Beinen und wippendem Rücken den Kopf weit vorgestreckt davon. Fast zur selben Zeit vernahmen die Männer aus der Ferne den Ruf mit dem heimkehrende Krieger von den Spähern begrüßt werden. Die Männer hatten keinen Zweifel, dass es tokaitor selbst war, der mit seinen Kriegern zurückkam. Chetanzapa stand auf. »Raucht weiter und streckt eure Beine aus, ehe ihr wieder reiten müsst,« forderte er seine Gäste auf. »Ich gehe hinüber zum Häuptling und werde ihm berichten und hören, was er befiehlt.« Schwarzfalke entfernte sich. Als er vor sein Zelt hinaustrat, war der Himmel noch Licht, aber der glühende Sonnenball verschwand eben hinter den westlichen Grashügeln und ließ die Mulde und die Zelte im Abendschatten. Aus dem Zauberzelte Hawanchitas kamen dunkle und unheimliche Töne. Der Alte sprach mit den Geistern. Das Tipi Tokaitos war wenige Schritte weiter aufgebaut. Seine Wände waren jetzt vollständig herabgelassen und gaben keinen Einblick in das Innere. Vor dem Eingang saß Ohitika und leckte sich mit der langen Zunge das schwarze Fell. Als der Krieger seine hagere Gestalt durch den Zeltschlitz hineinschob, kam er in Dämmer und Dunkel. Es sprang ihn das Gefühl an, dass er vielleicht nicht hätte eintreten sollen, aber nun war es zu spät zum Zögern. Er schloss die Lederwand hinter sich und blieb stehen, bis sich die Schatten für seine Augen zur Gestalt formten und er, Tokaito, erkennen konnte. Der Häuptling stand hinter der leeren Feuerstelle. Seine Haltung fiel Chetan Sapa auf. Er schien weder eben aufgestanden zu sein, noch sich niedersetzen zu wollen. Auch ließ seine der Feuerstelle zugewandte Stellung nicht darauf schließen, dass er im Zelt auf und abgehend einmal stehen geblieben sei. Der Häuptling hatte die Haltung eines Mannes, der mit einem Gegenüber sprach. Aber es war niemand im Zelte zu sehen, an den er das Wort gerichtet haben konnte. Weit hinten an der Zeltwand saßen stumm Winona und Anschida. Der kleine braune Bär lag neben dem Mädchen. Schwarzfalke fühlte sich von einem fremden und merkwürdigen Blick getroffen. Der Krieger hatte die Augen des Häuptlings ein einziges Mal in diesem Schillern gesehen. Damals war es gewesen als der Mörder Mato Torpes das Zelt des Sohnes betreten hatte. Jetzt leuchtete wieder das unheimliche Licht, aber es verlosch sofort, und Tokaito ging mit der gewohnten, alle Gefühle bedeckenden Höflichkeit dem Eintretenden entgegen. Er wollte ihn nötigen, auf den Deckenplatz zu nehmen, aber der Krieger bat, stehend und kurz berichten zu dürfen. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit und ohne Zwischenfrage hörte der Häuptling ebenfalls stehend zu. Als Chetan geendet hatte, trat eine Pause ein. Kein Wort fiel über Chetan großen Erfolg und auch kein Wort über die Fehler, die er gemacht hatte. Kein Wort über den Tod des alten Raben. Der Krieger fing an, im Zelte auf und ab zu gehen. War er entlassen? Das Schweigen Tokaitos bedrückte ihn. Hätte Tokaito gezürnt, es wäre Schwarzfalke lieber gewesen. »Wann brechen wir auf?« fragte er den Häuptling mit belegter Stimme. »Heute in der Nacht. Wir müssen die Zeit nutzen, in der die Feinde noch auf falscher Fährte suchen. Willst du diese drei gefangenen Schwarzfüße vorher noch sehen, oder befiehlst du, dass ich sie gleich töte?« »Mein Bruder hat diese Krieger gefangen.« er mag mit ihnen tun, was ihm beliebt. So hat auch Hawanchita entschieden. Sapa kräuselte die Lippen. Er hatte gehofft, dass ihm die Entscheidung abgenommen werde. Sie sind uns eine Last, sagte er kühl. Ich werde sie sogleich töten, wenn du es für recht hältst. Wir haben keine Zeit für Siegesfeste. Ihre Skalpe können wir uns nehmen, und unsere Verwandten, die Asinibäuen, werden uns freudig in ihren Jagdgründen empfangen wenn wir ihnen die Kopfhaut des Donner vom Berge bringen und sein Sterbelied gehört haben. Wir können uns dessen rühmen, schloss Schwarzfalke mit Trotz. Er war tapfer. Ja, hat Chitanzapa mir nicht noch mehr zu sagen? Der Hagere vermied es, den Häuptling anzusehen. Er schämte sich seiner neuen Gedanken wie ein Knabe. Es war in der Nacht, sagte er im Hin- und Herschreiten vor sich hin. Ich habe auf Donner vom Berge gewartet und nachgedacht, und meine Gedanken haben sich gedreht. Ich sah die Langmesser, die diese Schwarzfüße überfallen haben und die auch uns bedrohen. Ich habe ihn nicht gefesselt, und die Weiber und Kinder seines Stammes habe ich mitgenommen. Wenn du aber willst, dass ich sie alle töte, so werde ich es tun. Wenn ich sie aber nicht töten will, Chetanzapa schwieg. Wenn ich den Schwarzfuß aber nicht töten will. Wiederholte Tokaitor langsam. So ist Schwarzfalke bereit, dem Manne, mit dem er gekämpft hat, die Hand als Bruder zu geben? Ich bin es. Er ist nicht geringer als ich. Aber sollen wir dann bei den Schwarzfüßen leben und unsere Brüder, die Assiniboine, töten, jenseits des Minisose? Nein, das wollen wir nicht. Tokaitors Hand tötet keine roten Männer mehr außer jenen, die uns für zehn Dollar im Mond an unsere Feinde verraten. Ich will die Friedenspfeife hinübertragen von den Häuptlingen der Schwarzfüße zu den Häuptlingen der Assinibäune. Chetanzapa sah nach Tokaito, dessen Gestalt im Dunkel des feuerlosen Zeltes ins Ungewisse verschwamm. Du würdest es können, Tokaito. Sind deine Gedanken schon lange auf solchen Wegen gegangen? Ja, aber du bist der erste der männer, der mir dabei begegnet. Die freunde gaben sich die hand. Ihr dürft nicht sterben. Der südwind wehte die ganze nacht. Die kinder der prärie rochen das schmelzwasser aus den bergen und den trüben duft überfluteter wiesen. Als der mond verblichen war und die dämmerung heraufzog, legte sich der wind Totenstill stand die Luft über dem Land, und die Vögel sangen nicht. Am östlichen Horizont glühte der Sonnenball. Der Zug hielt, und Herr Wanchita hob vor aller Augen die heilige Pfeife in die Höhe. Verloren klangen seine Worte in die Morgenstille. Es waren dieselben Worte, die die Männer der Dakota bei jedem Sonnenaufgang sprachen: Und wir danken dir, heiliger Unbekannter, dass du uns geführt hast. Und wir bitten dich, dass du uns weiterführst und uns Nahrung gebest und Frieden. Die heilige Pfeife wurde gesenkt. Männer und Frauen waren zu einer kurzen Rast abgestiegen. Die Pferde, denen die Rippen durch das Winterfell schauten, begannen sofort zu weiden. Die Wassersäcke wurden herumgereicht, Frauen und Kinder nahmen einen Bissen Fleisch zwischen die Zähne, um langsam und lange daran zu kauen. Die Vorräte gingen zur Neige und bis zum Abend, würde es nichts mehr geben. Der Wanderzug hatte in dem Wiesentale gerastet wie eine lange Schlange, die sich in der Morgensonne wärmt. Jetzt geriet er wieder in Bewegung. Noch einmal erklang von der Kuppe der vorgelagerten Anhöhe das Signal des Spähers, dass der Weg frei sei. Dann bog Tokaito um den letzten Hügel, und der Blick über die Ebene tat sich auf. Die Krieger schlossen die Augen zu schmalen Schlitzen, denn sie spähten unausgesetzt der blendenden Sonne entgegen. Wenn Feinde kamen, so waren sie von Osten her zu erwarten. Die Kundschafter verschwanden im Laufschritt. Chef de Loup führte sie. Weiter und weiter ging es durch das stille Land. Tokaito lauschte und spähte. Um die Mittagszeit sah er in der Ferne etwas im Grase huschen, was auf den Zug zusteuerte. Es war Chef de Loup. Hapedar ritt schon herbei und brachte dem Zurückkehrenden seinen Checkhengst. Der Delaware stieg auf und ließ sein Pferd neben dem des Häuptlings gehen. Red Fox hat die List des Bibers jetzt durchschaut, sagte der Delaware dabei mit halber Stimme. Er ist mit den Millehanskas zu dem nächsten Fort zurückgeritten, aber als er dort feststellte, dass wir auch da nicht zu finden sind, begriff er, dass der Biber ihn durch die Aussage Tatokanos an der Nase herumgeführt hat. Er wollte die Millehanskas überreden, die Pferde sofort wieder zu wenden. Aber diese schalten und weigerten sich, länger umherzureiten. Sie blieben auf ihrem Fort. Auf dem Fort ist auch eine Handelsstation der Pelzkompanien. Viele Jäger hatten sich, wie immer, um diese Frühjahrszeit zusammengefunden. Sie brachten Winterpelze oder wollten sich Fallen für die Sommerarbeit holen. Red Fox erzählte ihnen, dass auf den Kopf Tokaitors ein Preis gesetzt sei und dass es auch gut sein würde, Tokaitor zu töten. Da er sonst rachedurstig umherschweifen und die Jäger bei ihrer Arbeit in Gefahr bringen könne. Viele Jäger haben sich entschlossen, mit Red Fox zu gehen, um uns zu verfolgen und auf deinen Skalp, Häuptling, Jagd zu machen. Auch einige rote Kundschafter machen mit. Red Fox ist mit ihnen südwestwärts wieder zu den Hügeln geritten. Dort habe ich sie belauscht. Der Delaware bemerkte den Wassersack, den ihm Hapeda hinhielt, und trank. Er war seit dem frühen Morgen gelaufen wie ein Pferd und hatte noch einen stundenlangen Dauerlauf vor sich. Tokaitor befahl, die Nacht und den folgenden Tag ohne Pause weiterzuwandern. Einige der jüngeren Knaben und Mädchen mussten in Fellsäcke gesteckt werden, da sie erschöpft von den Pferderücken sanken. Aber die Bärenknaben hielten aus. Der zweite Tag neigte sich. Die Verfolger hatten die Bärenbande noch nicht eingeholt. Das Mädchen Blitzwolke saß still und mit großen Augen auf ihrem Mustang und baumelte die Füße über die schräg am Pferdekörper herablaufenden Travoistangen. Durch die Luft, die wie gekocht schien, zog eine Kühle. Ein Brausen schwoll den Wandernden entgegen, und die Ahnung von einer großen Gefahr floss dem Kinde durch die Glieder. Das Brausen war wild und mächtig. Es kam vom großen Schlammwasser. Der von Westen nach Osten verlaufende Einschnitt des tiefen und breiten Stromtales war dem schweifenden Blick der Auswanderer nicht mehr verborgen. Die Formen der Talränder wurden deutlich. In der Gegend, in der der Wanderzug das Tal erreichen konnte, gaben sie einer Bucht nach Süden Raum. Diese hornartig geformte Bucht wurde von einer Hügelkuppe beherrscht, die nach Südwesten zu in eine langgestreckte Anhöhe auslief. Der Kamm dieser Anhöhe und die Kuppe waren von der vorausgesandten Streifschar schon besetzt, die schwarzen Schöpfe des Donner vom Berge und seiner Begleiter waren zwischen den Gräsern zu erkennen, der violett und grünlich leuchtende Himmel spannte sich über der warmen Erde, und die ersten Sterne blinkten über dem brausenden und dröhnenden Tale auf, das immer näher rückte, über dem fernen Felsgebirge lauerte gewittriges Gewölk, an der Südspitze der Talbucht, zu Füßen der Hügelkuppe, ließ der Häuptling halten. Der Zug staute sich kurze Zeit, bis die ersten Reiterinnen die Tiere den Hang der Bucht ein Stück hinableiteten und sich im Halbrund der abschüssigen Wiese verteilten. Sobald die Ankommenden den Schutz des Hanges gewonnen hatten, glitten alle von den Pferden. Mensch und Tier waren erschöpft nach einem mehr als vierzigstündigen Ritte. Die Travois wurden abgenommen und die Mustangs an der Ostseite der Bucht zur Herde zusammengetrieben. Auch Blitzwolke befreite ihr Tier von der Last und führte es zu den anderen. Sorgfältig legte sie ihm die Fesseln an die Vorderbeine und überließ es dann sich selbst zum Weiden und Saufen. Sie holte das unruhige Bärenkind aus der Rutsche und fütterte es. Und erst als sie alle ihre Pflichten erfüllt und auch die Travoistangen bei der Habe des Biber niedergelegt hatte, ließ sie sich ins Gras fallen. Sie war zum Sterben müde und sah mit glasigen Augen hinab in den Grund der Bucht, an deren abfallenden Hängen man sich niedergelassen hatte. Er war von schmutzigem, lehmgelbem Wasser vollständig überflutet. Nach Norden, dem Haupttal zu, verbreiterte sich die Bucht zu einem großen, offenen Mund, in den immer neue Wellen hereinfluteten. Blitzwolke schloss die Augenlider, nur ihr Ohr blieb wach und sie hörte den brausenden Wasserschwall aus dem großen Tal und die leisen Stimmen Winonas und Panakis neben sich. Erst als ihr eine kräftige Nässe auf die Stirn platschte, fuhr sie wieder auf. Die weiße Mondscheibe am Himmel hatte längst goldgelben Nachtglanz bekommen. Rings um das Kind war alles in Tätigkeit. Blitzwolke entdeckte die Bärenknaben, die ihr das Wasser ins Gesicht gespritzt hatten. Die Buben rannten mit Gelächter den Hang abwärts und sprangen zwischen das treibende Holz hinein in das eiskalte Wasser. Beide hatten das Messer zwischen den Zähnen. Sie tauchten unter und blieben vorläufig verschwunden. Blitzwolke ließ sich von Winona einen kleinen Rest Fleisch in den Mund schieben, kaute bedächtig und überwand ihre natürliche Erschöpfung. Die Bärenknaben waren prustend wieder aufgetaucht. Mit langen, starken Weidenzweigen, die sie unter Wasser abgeschnitten hatten, winkten sie den anderen jungen Hunden, die jetzt an der Reihe waren, zu tauchen und Zweige zu holen. Die Frauen hatten schon Büffelhäute zurechtgelegt. Das war das Material für den Bootsbau. Die Indianer, die in den Wäldern lebten, bauten die leichten Rindenkanus oder auch Einbäume, die eine mühselige Arbeit erforderten. Die Präriestämme hatten keine Boote, da die Flüsse und Bäche im Präriegebiet seicht, und leicht zu überschreiten waren. Die Frauen der Bärenbande waren von Tokaito und Chef de Loup, die beide die Gebräuche vieler roter Männer kannten, und von Herr Wanchita, der seine Kindheit noch in Wäldern an Strömen verlebt hatte, im Bootsbau unterrichtet worden. Einige Sioux-Stämme bauten schon seit sehr alter Zeit Boote aus Büffelhäuten und Weidenzweigen. Aus den Zweigen wurde das Gerippe hergestellt, über das man die Häute zog. Solche Boote hatten die Form eines großen, runden Kessels, mit flachem Boden und wurden mit kleinen Rudern fortbewegt. Auch in holzarmen Gegenden konnte man sie leicht und schnell bauen. Der Häuptling hatte Befehl gegeben, sich sofort an die Arbeit zu machen. Das kleine Mädchen wollte beim Bootsbau mittun. Sie wollte Winona helfen, aber die hatte ja jetzt ihre Sitopanaki. So ging das Kind hinüber zum mongchongcha Verstohlen sah sie nach der Häuptlingsschwester und wartete darauf, dass sie gerufen werde. Winona lächelte ihr freundlich zu und arbeitete mit dem Schwarzfußmädchen zusammen sehr ruhig und schnell. Es gab Blitzwolke einen Stich, dass das Boot der Häuptlingsschwestern zuerst fertig wurde. Situpanaki hatte alles gut gemacht, trotz ihrer verstümmelten Hand. Blitzwolke war dann wohl nie mehr nötig für Winonas Zelt. Nein, Situpanaki war auch älter als sie und schöner, und die Tochter eines sehr berühmten Häuptlings. Blitzwolke wusste selbst nicht, wie müde sie aussah und wie böse in ihrer kindlichen Eifersucht. Komm, leg dich schlafen, sagte Mongchong zu ihr. Wenn wir fahren, wecke ich dich. Blitzwolke schüttelte den Kopf. Sie war jeder weiteren Antwort enthoben, da sie sich halb umdrehen und nach dem Häuptling sehen konnte, der allein von der Anhöhe herabkam. Der Mond, der am Himmel stand, ließ ihn groß und fremd erscheinen. Tokaito war auf das Boot zugegangen, das Winona und Sitopanaki fertiggestellt hatten, und fasste es prüfend an. Blitzwolke kam erst jetzt zum Bewusstsein, dass Chetanzapa und der Speer Schwarzfels bei dem Häuptling standen. Tokaito richtete sich wieder auf, und das Kind hörte ihn sagen: Gut dann, ich versuche es sogleich mit deinen Söhnen. Blitzwolke sah sich nach den Bärenknaben um. Die beiden waren nirgends zu erblicken. Auf einmal tauchten ihre Köpfe wieder im Talgrund aus der undurchsichtigen Schmutzflut auf. Sie schoben sich schwimmend mit einiger Mühe durch das angespülte Holz. Als sie auf den Wiesenhang herauskamen, trieften ihre Haare, sie fröstelten und schüttelten sich wie nasse Hunde. Keiner von ihnen verriet, dass sie sich zu weit gewagt hatten und von einer zurückziehenden Welle fast in das Haupttal hinausgerissen worden waren. Aber sie niesten, husteten und spien noch immer Wasser. Während sie ihre Weidenzweige abgaben, bemerkten sie nicht gleich, dass der Häuptling sie ansah. Schnell, herrschte Blitzwolke sie flüsternd an, ihr sollt mit dem Häuptling über den Strom. Die Knaben fuhren zusammen und reckten sich. Tokaitor lächelte. Ja, sagte er, denn er schien die Worte, die nicht für ihn bestimmt gewesen waren, gehört zu haben und den Bären werdet ihr mitnehmen draußen in der prärie ist eine große zahl von feindlichen reitern erschienen unsere augen haben sie von der anhöhe gesehen wir sind zwischen zwei neue und größere gefahren geraten zwischen das wilde wasser und den roten fuchs und wir müssen mit beiden kämpfen awanchita rät uns das kind der großen bären und euch beide über den strom zu fahren damit die bärenbande weiterlebt auch wenn wir anderen sterben müssen ich werde also versuchen euch über den Strom zu bringen. Hau. Ihr wisst, wie wir unser neues Leben drüben einrichten müssen. Der Häuptling wandte sich wieder an Chetanzapa und Schwarzfels. Du befiehlst oben, sagte er zu Schwarzfalke und deutete mit einem Blick auf die Anhöhe. Ihr Sapa, der Schwarzfels, geht mit mir. Er schwimmt gut. Wenn ich kann, komme ich zurück. Chetanzapa trat noch einmal zu seinen Söhnen und legte einen Augenblick den Arm um die Knabenschultern. Keiner konnte wissen, ob und wann er den anderen wiedersah. Dann lief der Krieger, ohne sich umzudrehen, die Anhöhe hinauf. Happeda und Chaske sprangen zu ihrem braunfälligen, vierbeinigen Schützling, der nach der langen Reise der vergangenen Tage verärgert im Grase lag. Sie packten ihn, zappelnd und knurrend wehrte er sich und fuhr Chaske mit seinen gelben Krallen über das Gesicht, dass das Blut lief. Tocaytor nahm den Buben die ungefüge und widerspenstige Last ab. Das Bärenkind schien sich bei seinem großen Freunde wohl zu fühlen. Es klammerte sich mit den Tatzen an seinen Schultern fest und leckte ihm den Hals. Der Häuptling machte sich auf den Weg. Halb am Hange gegen die Prärie gedeckt, ging er am Westufer der Bucht hinaus zum Stromtal. Der junge Schwarzfels begleitete ihn und Ohitika drängte sich an seine Knie. Die Bärenknaben hoben zu zweit das leichte Boot auf, das Winona und Sitopanaki gefertigt hatten, und jeder nahm zwei der kurzen Ruder über die Schulter. Bogen und Pfeilköcher und das Messer in der Scheide an der Lederschnur hatten sie umgehängt. So liefen sie hinter dem Häuptlinge her. Blitzwolke stand zögernd bei Mongshongsha. Darf ich bis zum Strom? fragte sie. Winona kam heran und drückte Blitzwolke eine Schüssel mit Fleisch in die Hand. Lauf, sagte sie, und gib es ihnen mit ins Boot. Die Schüssel sollen sie behalten zum Schöpfen, wenn Wasser in das Boot kommt. Das Kind nickte. Es sprang den anderen quer über den Hang nach und holte sie bald ein. Kurz ehe die Bucht in das große Tal auslief, verhielt der Häuptling den Schritt. Die Knaben ließen das Boot zu Wasser und setzten sich hinein. Blitzwolke reichte ihnen die Schüssel mit dem Fleisch. Sie hielt das Boot mit einem Ruder fest, damit es nicht abschwamm, während der Häuptling das Bärenkind hineinsetzte. Voll Angst, aber widerstandslos, ließ sich das Tier in dem kesselartigen Gebilde unterbringen. Die Buben legten ihre Beine daneben zurecht und nahmen Bogen, Pfeil und Lasso der Männer in Empfang. Blitzwolke gab Hapeda das letzte Ruder, und die beiden Brüder stießen das Boot ab. Es flutete eben wieder eine breite Welle aus dem Haupttale herein. Sie hob das schwankende Gefährt und trug es vom Ufer ab, tiefer in die Bucht. Die Knaben begannen je mit einem Ruder zu rudern. Das zweite, das sich jeder mitgenommen hatte, diente als Reserve. Der Häuptling und der Kundschafter Schwarzfels waren nicht eingestiegen. Sie sprangen ins Wasser, um zu schwimmen. Ihre Füße wirbelten und ihre Arme griffen weit und kraftvoll aus, so sodass sich ihre Schultern immer wieder aus der lehmigen Flut hoben. Sie schossen auf das Boot zu und stießen es in Fahrt nach der offenen Mündung der Bucht. Die leichten Lederboote wurden schon auf friedlichen Strömen meist von Schwimmern gelenkt, wie viel mehr heute auf den über die Ufer getretenen mächtigen Fluten. Blitzwolke lief am Grashang mit. Als sie die Mündung der Bucht erreichte, setzte sie sich nieder und blickte mit stummem Entsetzen auf das Bild, das sich vor ihr geöffnet hatte. Eine unabsehbare Flut füllte das Stromtal mit ihren lehmigen Wassern, alle sanften Ufer, alle grünen Höhen, alle roterdigen Hügel, von denen das Kind hatte erzählen hören, waren verschwunden. Die Schlammwogen hoben losgerissene Eisstücke mit sich, diese Schollen fingen Holz und Rasenstücke, und die Inseln segelten dahin, bis ein Wirbel sie verschlang. Ganze Bäume, mit Krone und Wurzeln, trieben halb unter Wasser und verschwanden plötzlich. Der Strom hatte sie sich hoch oben an den Berghängen und in den Schluchten geholt, aus denen er kam. Jetzt, war des Spiels schon satt und begrub sie. Tierleichen, Antilopen, Schafe, ja ein Büffel kamen zur Oberfläche und tauchten wieder unter. Über den mordenden Wassern spannte sich der Sternenhimmel. Sehr fern und klein erhob sich das jenseitige Ufer. O oh, Minisose, du Schlammwasser, wie bist du schrecklich? Das Boot hatte die Bucht schon verlassen und wurde von den Wassern gehoben und mitgerissen. Blitzwolke sah die Schwimmer durch die Wogen stoßen, ihre schwarzen Schöpfe verschwanden und tauchten wieder auf. Das Boot gewann unter ihren Stößen eine schräge Richtung. Einem springenden Fische gleich schoss der Häuptling aus dem Wasser hervor und stieß das Fahrzeug weiter. Es kreiselte und tanzte, Blitzwolke konnte noch die Ruder der Knaben erkennen, aber sie schienen wenig auszurichten. Ein großer Baum, vom Lehmwasser fast verdeckt, schwamm gegen das Fahrzeug an, und es war, als ob er das Boot packe und weiterstoße. Der Baum schwamm vorbei, Gleich darauf steckte er das schmutzbehaarte Gestrüpp seiner Wurzeln in die Höhe und im nächsten Augenblick bezeichnete nur noch ein Drehen und Blasenwerfen der Lehmfluten, wo er hinabgerissen worden war. Das Wasser musste schon nahe dem Ufer tief sein. Wenige Meter oberhalb der Stelle waren Boot und Schwimmer an dem Wirbel vorübergeschwommen. Kleiner und kleiner wurde das Fahrzeug vor Blitzwolkens Augen. Es hatte starken Antrieb und verschwand hinter einer Talbiegung. Nun konnte Blitzwolke die Bärenknaben nicht mehr sehen. Nichts mehr war da als die öde, mondbeschienene Wasserwüste, und es brauste und dröhnte, daß ihr der Kopf bersten wollte. Langsam stand sie auf und ging mit gesenktem Kopf zu den Ehren zurück. Unterdessen kämpften die beiden Bärenknaben im Boot und die beiden schwimmenden Männer weiter mit den Fluten. Die Jungen aber stemmten die Füße gegen das weiche, warme Fell des Bärenkindes und ruderten so gut sie vermochten. Noch waren die Stöße des Häuptlings, der das Boot lenkte, kräftig, und der junge Schwarzfels half ihm. Die Buben achteten auf die Schwimmer, auf ihre Schultern und ihre Haarschöpfe, die das Wasser mit losgerissenen Gräsern behängt hatte. Den Häuptling und Schwarzfels wollten sie sehen, wie sie sich kraulend durch die Wogen rollten. Die Buben wollten wissen, dass sie nicht allein waren und wollten die Schwimmer nicht mit ihren Rudern stören, darum blickten sie immer auf die beiden Männer. Weit hinaus über die brausende Schmutzflut schauten sie nicht. Bei deren Anblick hätten sie verzagen müssen. Hapeda fühlte einmal etwas Heißes, Brennendes an der Schläfe. Mit einer unwillkürlichen Bewegung ließ er das Ruder ruhen und griff sich an den Kopf. Er blutete. Durch das Brausen des Wassers hörte er jetzt vom Südufer das Knallen vieler Schüsse. Red Fox und seine Jäger waren schon da. Der Dakota Junge zog seinen Freund Chaske tiefer ins Boot herunter und duckte sich selbst. Die Knaben kuschelten sich neben das verängstigte Bärenkind und hockten sich so tief, wie es das Rudern ihnen erlaubte. Sie sahen kaum mehr über den Bootsrand hinaus und faßten das Wasser gar nicht mehr ins Auge, sondern nur den nächtlichen Himmel und die Sterne als Richtzeichen. Habe da schwamm es vor dem Gesicht. Er fühlte sich auf einmal schwach und gleichgültig gegen das, was geschah. Seine Hand, die er an den Kopf presste, war schon ganz nass. An dem weichen Bären lag es sich eigentlich gut. Was denn Chaske sollte ihn in Ruhe lassen, aber er hatte nicht mehr Willenskraft, das auszusprechen. Das Boot schoss in eine Wassermulde hinab, bäumte sich auf, fast kippte es. Es stand über irgendeinem Gischt und Schaum, mit dem Boden kaum mehr im Wasser, dann torkelte es wieder hinab und eine schmutzige Flut ergoß sich herein in das Innere. Plötzlich erkannte Chaske, dass er sich in der Mitte des Stromes befand. Er tauchte das Ruder, es wurde ihm aus der Hand gerissen, als ob ein Stärkerer es gefasst habe. Schon war es auch verschwunden. Chaske sah das Antlitz des Häuptlings aus dem gelben Verderben des Lehmwassers auftauchen. Die Lippen des Schwimmers waren halb aufgerissen beim Atemholen. Er keuchte. Gleich spülte die Flut wieder über ihn hinweg. Das Boot bekam einen heftigen Ruck und stellte sich auf. Chaske wollte sich dagegen werfen, aber das nützte nichts. Das Boot blieb wo es war, den heranflutenden Wassern zugeneigt. Chaske richtete sich auf, denn es schien ihm, dass er festen Boden unter den Füßen habe. Er sah erstaunt um sich. Dabei entdeckte er vor seinem Boote die flache Kuppe eines Hügels, der ein wenig aus dem Wasser ragte. Das Gras auf der Hügelkuppe war vollkommen niedergedrückt und auf dem Boden festgeschwemmt. Hin und wieder ging der vorwitzigen Anhöhe ein schmutziger Gruß über das Haupt. So, also da war er aufgesessen. Dann hatte er wohl die Strommitte hinter sich. Denn die Hügel, an denen man aufsetzen konnte, die wuchsen nicht im Strombett, die saßen im Tale an den Flussufern, die jetzt überschwemmt waren. Was jetzt? Das musste Toka sagen. Wo war der Häuptling? Chaske befahl sich selbst nicht zu erschrecken. Er wollte sich ganz genau umsehen. Die Schwimmer waren oft unter den gefährlichen Fluten verschwunden und wieder aufgetaucht. In der Nähe allerdings war nichts zu bemerken, und in den Wirbeln und dem Toben der Strommitte auch nichts. Also musste Chaske warten. Der Knabe packte mit der Kraft des Willens sein Herz, als ob er es in der Hand habe und fest zusammendrücken könne, nur keinen Schlag zu viel. Noch befand er sich inmitten des unübersehbaren Stromes. Nichts als Wasser war um ihn herum, brüllende Wildnis, und darüber der gleichgültige höhnische Mond. Eine lebende Ziege schwamm vorbei auf einer Erdinsel. Dünn war sie. Chaske sah das aufgerissene Maul, die entsetzend starren Augen des Tieres. Er musste sich abwenden. Als er wieder aufblickte, war nichts mehr zu sehen. Ein Wirbel hatte alles geschluckt: Erde, Holz, Gras und Ziege. Nur ein paar Schaumblasen kreisten noch über dem Grab, in dem alles verschwunden war. Der Wind strich über das Tauwasser, das aus der Schneeschmelze der Berge kam. Im Westen, Stromaufwärts, blitzte das Auge eines Donnervogels mit zackigem Feuer aus dem Gewölk. Durch das Brausen des Wassers klang noch ein anderer, dumpfer Ton. Der Donnervogel hatte geschrien. Chaske kroch es kalt ins Herz, und ein Schauer rieselte ihm über den Rücken. Er konnte sein Boot nicht flott machen, er konnte nicht rudern, er kam nicht ans Ufer über diese Wasser. Er musste warten. Warten war ein schweres Wort, wenn man ganz allein war in dem öden Strom und ein Gewitter heraufzog. Der Knabe blickte ringsum. Tokaito! schrie er gellend. to Das Wasser und der Wind verschlangen seine Stimme. Es kam keine Antwort. Ringsum strömte und wogte es abwärts, abwärts. Es zog und zog. Chaske drückte die Fäuste vor die Augen. Wenn alle Hoffnung geschwunden war, wollte er in die Flut springen und sterben. Aber noch musste er warten. Noch lange musste er warten, bis er mager war wie die Ziege. Tokaito! Tokai... To! Tokai Ito! Auf einmal geschah das Wunder. Ein Schopf hob sich aus den Schlammwogen mit Gras und Schmutz behangen. Toka, Ito! Bis zu den Knien noch im Wasser wartete der Häuptling heran. Im Arm trug er Schwarzfels, der röchelte und schnappte. gemacht machte den Lasso bereit. Toka Ito winkte dem Knaben, dass er den Lasso haben wolle. Er befestigte das eine Ende an dem Körper des Geretteten, das andere knüpfte er sich selbst um die Brust. Er legte den Halb-Ohnmächtigen stillschweigend auf den Scheitel des Hügels, über den das Wasser nur hin und wieder fußhoch wegspülte, und unterstützte seinen wiederkehrenden Atem, bis sich der Jungmann schließlich taumelnd erhob und selbst Wasser spie. Er hielt sich an dem Häuptling fest. Der Wirbel hatte mich drunten. Ich habe nicht geglaubt, dass du mich noch holen würdest sagte er hustend und schnaufend nach einiger Zeit. Der Häuptling besah das Boot. Cherske blickte an ihm auf und es entging ihm nicht, dass auch Tokaitos Atem tief aus der Brust herauszog und das Blut in seiner Halsschlagader schnell hämmerte. Die Körper der beiden Schwimmer waren dunkel angelaufen nach dem langen Aufenthalt in dem Schmelzwasser. Sie fühlten sich selbst kalt an wie Eis. Ihre Haut hatte sich frostig zusammengezogen und war ganz rau geworden. Schwarzfels schlugen die Zähne schnatternd aufeinander. Aber Tokaito schien nicht an Rasten zu denken. Auf seinen Wink sprang der Knabe wieder an das Lederfahrzeug. Der Häuptling schob es fort, bis die Flut es fasste. Schon war er wieder schwimmend hinterher. Schwarzfels folgte ihm. Wieder tanzte das Boot über dem nassen Tod. Die Fahrt währte noch lange. Doch nach dem, was geschehen war, schien dem Knaben Ceske alles nur leicht und linde. Allmählich merkte er, wie es sanfter ging. Als er sich die Zeit nahm, umschau zu halten, war das hohe Ufer schon nahe. Ganz benommen erlebte er, dass eine kleine Bucht das Boot aufnahm. Es hob sich wieder wie auf dem Rücken eines bockenden Pferdes und glitt dann mit der flachen Welle ans Land. Czerske fühlte das Schaukeln, als es am Ufer anstieß. Die beiden Schwimmer standen schon am Grashang und hielten das Boot. Tokaitor winkte Tschaske herauszukommen. Steifbeinig gehorchte der Knabe. Der Häuptling holte noch den besinnungslosen Hapeda, den Bären, die Waffen und die Schüssel. Dann zog er das Boot herauf. Der Hang war sanft. Man brauchte nur wenige Schritte zu gehen und konnte schon lagern. Chaske saß im Gras. Er hatte einen Bissen Fleisch, weil der Häuptling es so wollte. Wenn er es recht hätte bedenken können, so hätte er sich gefreut, dass er jetzt den Minisose überwunden hatte. Aber seine Gedanken wirbelten noch wie die Wasser im Tale. Er konnte sich weder freuen noch fürchten. Er sah nur, dass Toka Etor wieder aufgestanden war. »Ich gehe stromaufwärts«, hörte der Knabe den Häuptling zu dem frierenden und zitternden Schwarzfels sagen. »Wir sind weit herabgetrieben. Sobald die Donnervögel aufhören zu schreien und der Regen, der kommen wird, vorbei ist, schwimme ich zurück.« Du bleibst hier bei den Knaben. Wandert zu den Waldbergen, die ihr im Norden seht. Bei diesen Waldbergen endet das Land, über das die Faust des großen Vaters in Washington gebietet, und ihr seid frei. Tokaito schnitt sich ein Stück Leder zurecht und ritzte mit dem Messer Linien darin ein. Er gab es Schwarzfels. Die Assiniboine werden euch freundlich grüßen, und dieses Leder, das mein Totem trägt, macht euch auch die Schwarzfüße zu Freunden. Tokaitor zögerte. Erst aber sollt ihr den weißen Mann mit Namen Adams bei den Waldbergen suchen. Hier. Tokaitor reichte einen Beutel. Gebt ihm dieses Gold und er wird euch Land kaufen, auf dem ihr frei leben könnt. Tokaitor brach ab. Er stand auf, wandte sich und ging. Cherske sah ihm mit heißen Augen nach. Zu der Zeit, als czaske nördlich des Minnesota erschöpft am Arme von Schwarzfels einschlief und Tokaitor den Rückweg antrat, hatte der Biber am Südufer des großen Wassers ein merkwürdiges Erlebnis. Der Krieger befand sich nicht auf der Anhöhe, auf der sich die meisten der Männer zur Abwehr feindlicher Angriffe eingenistet hatten. Er lag in einer gegen den Mondschein abgeschatteten Mulde des Uferhangs auf Vorposten. Mit schwerem Sorgen beobachtete er das heraufziehende Gewitter am Himmel und die sich wälzende Schlammflut im Tale. Mit dem Dröhnen des Stroms mischte sich das Prasseln des Regens. Sobald der Regen aufhörte und der runde Mond wieder über die weite Prärie leuchtete, hielt der Biber gespannt Umschau. Was? Aber nein. Das war wohl nicht möglich. Der Biber griff sich an den Kopf, um sich zu überzeugen, ob er wache oder träume. Einige Pferdelängen entfernt saß ein Mann im Grase. Der Bursche sah dem entkleideten General auf eine lächerliche Art ähnlich. Mit gekreuzten Beinen saß der Jüngling da, die Regentropfen kullerten von seinem geckenhaft gepflegten und gescheitelten Haar und seiner eingefetteten Haut herab. Mit einem maßlos blöden Blick schaute er in die vom Mond beschienene Landschaft. Hatte denn der Bursche Waffen bei sich? Flinte oder Bogen jedenfalls nicht, aber Messer und Beil schienen in den Scheiden zu stecken. Der Biber beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Leise schob er sich vor, um der Gestalt in den Rücken zu kommen. Er kroch auf allen Vieren, dicht an den Boden geschmiegt, und schob seine Flinte vor sich her. Der Biber hatte sein Ziel erreicht und lag so dicht hinter dem Jüngling, dass er ihn ohne weiteres mit der Hand anfassen konnte. Vielleicht gab es Feinde, die das alles von irgendwoher beobachteten und denen er sich verriet, wenn er jetzt etwas unternahm. Aber er konnte den eitlen Elch doch nicht einfach sitzen lassen. Vom Rücken des Jünglings gedeckt, richtete der Biber den Oberkörper in die Höhe, fasste mit der rechten fest um den Hals des Ahnungslosen und legte den Körper langsam um. Der Angegriffene setzte sich nicht zur so Wehr. Er strampelte nicht, griff auch nicht nach den Waffen, sondern legte sich, dem Zuge der Hand folgend, einfach ins Gras und schaute den Biber aufmerksam an. So etwas wie dich habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefunden, sagte der Biber, außer Fassung gebracht. Er ließ seinen Gefangenen los und legte sich einfach daneben. Was sitzt du denn hier wie ein Pflaumenstrauch, der im Regen wachsen will? Ich habe auf dich gewartet, antwortete der General vergnügt. Auf mich? gewartet? Ja, bestätigte Tatukano. »Du hast gesagt, dass ich kommen darf. Hast du mir meine Uniform aufgehoben?« Der Biber stöhnte leise. Es kam ihm plötzlich die Vorstellung, dass dieser Präriehund im Zylinder dem Häuptling Tokaito begegnen könne. »Weißt du«, sagte er, »du bist immer noch sehr dumm. Bei deiner Uniform sind wir noch nicht, noch lange nicht. Erst wirst du mir sagen, wie du hierher gekommen bist.« im Regen bin ich hierher gelaufen. Freddy Clark, der große Fuchs, hat mir genau beschrieben, wo ich mich hinsetzen muß. Er hat gesagt, du bist da und ich soll auf dich warten. Die Augen des Biber weiteten sich. Ja, er hat gesagt, du bist ein tapferer Krieger und es sei eine Ehre für mich, ein Mädchen aus deinem Zelte zu heiraten. Der Biber spie verächtlich aus, was in der Rückenlage nicht ganz einfach war. So. Und dann hat er dich hierher geschickt. Ja, er hat gesagt, ich kann bei euch bleiben. Das bestimmt Tokaito, ob du bei uns bleiben kannst, und nicht Red Fox, verstehst du? Der General wurde unruhig. Du hast es mir versprochen. Dem Biber begann leicht übel zu werden. Ja, sagte er vorsichtig, jenseits des Minisose sollst du zu uns kommen, im neuen Mond, wenn deine Eide für die Langmesser nicht mehr gelten. Was willst du jetzt bei uns? Geh und sieh dir das Tal an. Hast du Lust, da heute Nacht hinüber zu schwimmen? Nein, ich schwimme nicht hinüber. Das ist ein kluger Ausspruch von dir, du ehemaliger Besitzer einer Uniform. Ich kann dir nur sagen, dass selbst Hokkaido mit diesen Wasser noch zu kämpfen hatte. Oh, oh, er ist doch nicht schon hinüber? Natürlich ist er schon hinüber, den fangt er nicht mehr. Der General kaute leer und drehte die Augen rundum. Das ist doch feige, sagte er dann, als Erster hinüber und euch hier sitzen lassen. Der Biber schob sich nahe zu dem Gecken. Noch ein einziges solches Wort und es ist dein letztes! Tatukano schien gänzlich aus der Richtung gekommen zu sein. Wir dachten erst noch da. Dann hättest du mit ihm sprechen können. Ich werde noch oft und lange mit Tokaitor sprechen, wenn wir erst alle drüben sind. A aber ihr kommt nicht hinüber, wenn Freddy Clark es nicht will! Der Gag stotterte. Offenbar mußte er sich immer erst zurückerinnern, was ihm vorgesprochen worden war. Das werden wir ja sehen. Mit euren paar Flinten könnt ihr uns nicht erschrecken. Wir sind schon sehr viele, drohte der General. Farmer und Hirten sind noch gekommen, die vor den Wassern aus dem Tale fliehen mussten. Sie haben Angst, dass Tokay Tor ihre Weiber und Kinder tötet und ihre gefleckten Büffel stiehlt. Sie wissen, dass Tokaito nach Rache dürstet wie ein verwundeter Bär. Grund hätte er, du elende Kröte, das wissen Sie. Und darum fürchten Sie ihn. Ja, aber euch hassen Sie nicht. Der General sprach schneller, er schien ins Fahrwasser zu kommen. Ihr habt niemanden etwas getan und ihr könnt auf die Reservation zurück oder nach Kanada laufen, das ist Freddy Clark ganz gleich. Er ist ein sehr großer Krieger. Er will nichts als den Skalp Tokaito's. Über die Minen des Biber lief ein Zucken, das nichts Gutes verhieß. Der General hatte es nicht bemerkt. Er sprach frei weiter. Ja, so ist es. Ihr habt dem Langmesser Roach viele Mustangs gestohlen, aber das ist wieder gut gemacht, wenn er sie zurückgebt. Dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Ohne Tokaito? Ja. Der Biber hatte die Keule in der Hand. Da! Sieh dir das an! Du stirbst! Tatukano wollte aufspringen und fliehen, aber die Faust des Biber hielt ihn fest und der eitle Verräter musste sterben. Der Krieger zerrte den toten Gecken durchs Gras und warf ihn über die Böschung in die treibende Flut. Aufklatschend verschwand der Körper darin. Dann kroch der Biber wieder in seine Mulde und spähte wie zuvor nach den Feinden. Unterdessen stand Schwarzfalke am Westeck der Bucht und blickte auf das strömende Hochwasser hinaus. Ohitika heulte zum Himmel und hatte den Schwanz eingezogen. Er saß noch immer an dem Platz an dem die Bärenknaben ins Boot gestiegen waren. Früher als der Hund entdeckte Chetan Sapa einen zurückkehrenden Schwimmer. Jetzt hatte auch Ochitika etwas bemerkt. Er drehte sich um sich selbst in toller Freude, lief hinunter und schien entschlossen, sich in das Wasser zu wagen und zu seinem Herrn zu schwimmen. Erst als er sah, dass die Strömung ihn sofort abtrieb, kam er bellend und triefend wieder aufs Trockene. Tokaito fasste am Ufer Fuß und stieg heraus. Das Wasser lief an ihm herunter. Er griff mit der Hand nach dem Schmutz, der sich an sein Haar und seine Schultern gehängt hatte, und schleuderte ihn ab. Langsam gingen die beiden Männer dem Lager zu, und Schwarzfalke berichtete dem Häuptling von allem, was geschehen war. Am Ufer standen noch einzelne Knaben und Greise, darunter auch Herr Wanchita. Die Frauen und Kinder waren alle wach und schauten dem Zurückkehrenden entgegen. Auch Blitzwolke hatte sich aus ihrer Schlafdecke ausgewickelt und stand am Hang bei Winona und Sitopanaki. Der tolle Ohitika teilte ihr mit nassen Pfoten einen Teil seiner Freude mit. Ärgerlich jagte sie ihn fort, denn sie fürchtete, ein Wort von dem zu verlieren, was Chetan Sapa jetzt zu Mongchong Shah sagte. »Apeda und Cheske sind drüben am anderen Ufer«, sagte er. Mongchong Shah richtete sich auf wie ein Gras, wenn es nach der Dürre regnet. Blitzwolke hatte die Hände schnell vor das Gesicht geschlagen und sich umgedreht. Sie schämte sich, zu zeigen, wie sehr sie sich freute, und lief fort. Schwarzfalke hörte noch, wie das kleine Mädchen nach seiner Freundin Eidechse rief. Der musste sie mitteilen, was sie gehört hatte. Winona hatte in einer Schüssel Fleisch zurechtgemacht. Wenn Schwarzfalke sich nicht sehr irrte, war das ein Stück Bärentatze. In der Schneezeit war es frisch geblieben, dann hatte es einen leichten Geruch und vielleicht einige kleine Würmer angenommen. Es war ein letzter Leckerbissen aus den schönen Ruhetagen bei den Black Hills und dem Häuptlinge zu gönnen, ehe man sich ganz und gar mit Pferdefleisch zufrieden geben musste. Tokaito zögerte auch nicht zuzugreifen. Als er die Schüssel zurückgab, nahm Sitopanaki sie ihm ab. Chitanzapa sah das Schwarzfußmädchen bei diesem einfachen Dienst. In jeder Gebärde der fremden Häuptlingstochter lag viel Stolz und eine nicht verhohlene Demut. Ob Tokaitor gesehen hatte, dass sie eine besondere Blume der Prärie war? Der Häuptling war schon wieder aufgestanden. Er wollte seine Büchse aufgreifen, aber er erfuhr, dass Chef de Loup die letzten Patronen dafür verschossen hatte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er den Bogen und die Pfeile und machte sich mit Chetan Sapa auf den Weg nach der Anhöhe, um die Lage von oben zu überprüfen. Der Tag verstrich in beklemmender Stille. Nichts war da als das Lehmwasser und die grünenden Wiesen und der blaue Himmel. Die Mustangs grasten, die Weiber schwiegen und warteten. Als es dem Abend zuging, kam Winona zu Blitzwolke und gab ihr ein Päckchen Fleisch mit dem Auftrag, nach Einbruch der Dunkelheit vorsichtig am Ufer stromabwärts zu laufen und dem blauen Biber diesen Proviant zu bringen. Blitzwolke wartete, bis die Sonne verschwunden war und das Zwielicht der Dämmerung in die Nacht überging. Dann lief sie flink am Ufer, oberhalb des brausenden, an den Gräsern leckenden Stromes, abwärts zu dem Verstecke ihres Oheims. Der Biber hatte mit einem anderen Krieger zusammen seine Mulde zu einer Grube vertieft. Darin saß er jetzt allein, der zweite war wohl auf weitere Kundschaft unterwegs. Der Biber sah dem Kind freundlich entgegen und zog es in die Grube hinein. Was hast du gebracht? Alten Gaul? Blitzwolke hörte aus dem Scherze die Wehmut heraus und fühlte, dass ihrem Oheim das Essen ganz gleichgültig war. Der Biber wickelte das Päckchen aus und beroch den Inhalt. Dann wickelte er das Fleisch wieder ein, schob es in eine Ecke und deckte es mit Erde zu. Bis Chef de Loup kommt, sagte er. Blitzwolke hätte wieder gehen können. Aber da sie allein war mit dem Oheim, sah sie ihn flehend an. Vielleicht sagte er einmal ein Wort. Was weißt du denn eigentlich? Fragte der Oheim und spähte durch einen Ausguck, den er sich gemacht hatte über die Prärie. Das Grasland war wieder vom Mond beleuchtet. In dem Graben aber war es ganz dunkel. Dass die Wachuchchi nicht mehr schießen, weiß ich. Und dass Donner vom Berge bei ihnen war, um zu verhandeln. Und das Tokaito...« es ist Waffenstillstand. »Bis morgen Abend«, sprach der Biber in seinen Ausguck hinaus, »wenn wir bis dahin Toka nicht dem Red Fox ausgeliefert haben, schießen die Wachutchen wieder.« »Ihr verratet den Häuptling aber nicht«, sagte Blitzwolke fest und fast drohend. »Nein, wir verlassen ihn nicht.« Irgendetwas schwang in der Stimme des Bibers, das dem Kinde unheimlich war. »Lass mich doch auch hinaussehen«, bat sie. Der Oheim schob sie vor sich. Er hatte sich tief bücken müssen. Blitzwolke stellte sich auf die Zehen und spähte. Im Süden waren mehrere Gruppen von Pferden zu erkennen. Die Reiter waren abgestiegen und lagen wohl im Grase. Sehr viele sind es aber, sagte das kleine Mädchen. Waren sie uns immer so nahe? Pferde, die man in der Nacht als solche erkennen und auf die man also auch zielen konnte, schienen Blitzwolke nahe. Selbst wenn sie dem Auge nur winzig sichtbar wurden. Nein, sie waren uns nicht immer so nah. Aber seit die Waffen ruhen, sind die Kojoten sehr mutig geworden und uns näher gerückt. Blitzwolke machte ihrem Oheim wieder Platz. Dann wollen wir eben kämpfen. Und wenn wir nicht siegen können, wollen wir sterben. Ich bin nur ein kleines Mädchen, aber ich sage dir, dass ich gar keine Angst habe. Die Bärenknaben sind ja schon drüben. Der Biber drehte schnell den Kopf. Und sah das kleine Mädchen an. Es ist gut. Blitzwolke kletterte wieder aus der Grube hinaus und huschte zurück zum Lager. Auch diese Nacht ging vorüber. Als es hell wurde, dachte Blitzwolke daran, dass jetzt der Tag begann, an dem der Waffenstillstand ablief. Die Luft schien in leisem Fieber zu schwingen, als Tokai und Donner vom Berge sich um die Mittagszeit endlich zeigten. Die Häuptlinge trugen nur die ledernen Leggings, Brust und Rücken waren nackt und mit Rot, der Farbe des Blutes, bemalt. Die Blutfarbe bedeutete nicht, dass diese Männer töten oder sterben würden, das rote Blut war seit Urzeiten der Menschheit das Zeichen des kräftigen Lebens, das über den Tod siegen wollte. Im Kampf vor allem bedurften die Männer solcher Lebenskraft, und die symbolische rote Bemalung war daher bei vielen Stämmen Sitte, so dass die Indianer den Namen Rote oder Rothäute erhalten hatten. Als die Häuptlinge den alten Zaubermann erreichten, hatten sich Schwarzfalke, Chef de Loup und der Biber dort schon eingefunden. Torkaitos Stimme erklang ruhig und gedämpft. Ich habe euch rufen lassen, hörte Blitzwolke ihn sagen, damit ihr erfahrt, was ich beschlossen habe. Ihr habt gehört, dass die Waffen ruhen, bis die Sonne sinkt. Dann werden die Geheimniseisen der Huachutschin wieder zu sprechen beginnen. Es sei denn, dass Tokaito, der Sohn Meto sich an Red Fox ausgeliefert hat. Der Häuptling machte eine kurze Pause. Ich habe Fred Clark sagen lassen, fuhr er dann fort, dass ich bereit bin, mit ihm zu sprechen. Wenn auch er dazu bereit ist, so möge er mich das bis eine Stunde nach Mittag wissen lassen. Sein Bote ist da gewesen. Ihr habt ihn kommen und gehen sehen. Lieber gehen als kommen sehen, bemerkte Chetan Sapa. Der Häuptling überhörte das. Fred Clark wird zu dem Südfuß der Anhöhe reiten, sobald er mich kommen sieht. Ich will ihn anhören und ihm antworten. Ich breche jetzt auf. Ihr werdet mich begleiten. Die Worte des Häuptlings klangen, als ob er von einem ganz fernliegenden Ereignis spräche. Er endete in einem Ton, der keinen Widerspruch erwartete. Die Freunde gingen mit ihrem Häuptling zu den Pferden. Blitzwolke hatte sich wieder still an ihrem Platz gesetzt und schaute den Männern nach. Sie spürte, wie Unchida ihr über das Haar strich. Die Sonne schien von Süden und schickte ihre Strahlen den Augen der Reiter mit flimmerndem Lichte entgegen. Die langgestreckte Anhöhe zog schnell an den Reitern vorbei. Sie schien friedlich und unberührt, nur die Augen der Krieger, die die Art der Besetzung kannten, entdeckten die Kameraden an ihren verborgenen Plätzen. Südlich, in weiter Ferne, erspähte der Delaware bald die feindlichen Reiter. In ihrer Mitte entstand jetzt eine Bewegung. Drei Punkte lösten sich ab und kamen, vor dem Auge schnell anwachsend, den Dakota entgegen. Chef de Loup bemühte sich, an seinen Vorreitern vorbei, einen Ausblick auf die näherrückende feindliche Truppe zu behalten. Den großen Schlapphut des Führers auf der anderen Seite hatte er schon erkannt. Er saß auf einem Goldfuchs. Der Delaware erkannte auch dieses Tier, auf dem einst Major Smith gesessen hatte. Der Mörder wagte es wirklich. Er kam. Der Galopp der Mustangs fraß die letzte Entfernung zwischen den sich entgegenstrebenden Reitern. Die Pferde wurden jäh zurückgerissen und standen. Die beiden Führer hatten die Richtung auf das genaueste berechnet und hielten sich unmittelbar gegenüber. Hinter ihnen hielten ihre Begleiter. Es herrschte Stille. Das Brausen des Stromes klang fern, eine Biene summte ahnungslos um Blüten. Alle hörten sie, denn keiner sprach, und noch hatte keiner den anderen gegrüßt. Wie auf Verabredung lenkten die Begleiter der beiden großen Feinde, in demselben Augenblick ihre Pferde nach rechts und links vor, um ihre Anführer zu flankieren. Da sich Schwarzfalke und Donner vom Berge nach links wandten, trieben Chef de Loup und der schlaue Biber ihre Tiere zur rechten Tokaitos vor. Der Delaware konnte jetzt die Gegner ungehindert betrachten. In der Mitte Red Fox mit dem Schlapphut, rechts von ihm Schonker, den also Hass und Scham doch noch über den eisführenden Yellowstone River getrieben hatten, links einen hageren, großgewachsenen Präriejäger. Der Delaware kannte diesen Jäger aus der Zeit, in der er den weißen Männern an der kanadischen Grenze als Kundschafter gedient hatte. Sein Spitzname war Charlemagne. Die vielen Kerben an seinem abgegriffenen Büchsenschaft erzählten, zu wessen Gunsten seine Zusammenstöße mit Schwarzfüßen, Steinkochern und sieben Ratsfeuern ausgegangen waren. Noch immer war kein Wort gesprochen worden. Chef de Loup schaute auf Tokaito. Die Haltung des Häuptlings drückte eine Ruhe aus, von der man ebenso wohl erwarten konnte, dass sie Stunden wie Tage überdauern werde. Selbst sein Blut schien dem wachen Schlafe nachgegeben zu haben und nicht mehr mit seinem Schlag durch die Adern an Hals und Schläfen zu treiben. Die Hände hielten ohne Anstrengung die Büchse quer über dem Pferderücken. An den Handgelenken waren noch die Male der Kette zu erkennen, die diese lange getragen hatten. Minuten verflossen. Der Delaware wusste, dass die gärende Ungeduld des weißen Mannes auf der anderen Seite die Stille zerreißen musste. Red Fox sprang ab. Das Aufplumpsen seiner schweren Stiefel war das erste Geräusch, das sich zwischen den beiden Gruppen hören ließ. Er riss den Hut vom Kopfe, dass sein mächtiger Schädel mit dem brandroten Haar sichtbar wurde, und trat mit drei Schritten auf den Dakota-Häuptling zu. Tokaito blieb zu Pferd und sah auf seinen Feind herab. Seine Rechte spannte sich um den Zügel, denn der falbe Hengst hatte nach dem Herankommenden geschnappt, und das Tier lauerte mit zurückgelegten Ohren auf die nächste Gelegenheit, einen Verhaßten mit seinem Gebiss zu packen. Red Fox! lachte heiser und gezwungen. Seine Lippen wichen über die gelben Zähne zurück. Verdammt, sagte er, der männige Teufel kennt mich noch. Wir haben uns nicht vertragen. Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Das war einmal. Er schloss die Lippen und senkte die Lider halb, um sich kein ungeprüftes Wort und keinen nackten Blick entkommen zu lassen. Hey, rief er dann überlaut in die Stille hinein. Du bist da, Harry, das ist gut. Das habe ich erwartet. Du weißt, wie es steht? Nein. Tokaetos Stimme klang fremd und ein wenig spöttisch. Nein, hat dein Bast umwickelter Bote, der Sprecher deutete auf den Schwarzfuß, hat er dir nicht zu berichten gewagt? So werde ich dir sagen, was hier gespielt wird. Red Fox sprach immer noch laut, fast schreiend. Ihr wollt über den Missouri ziehen. Du bist nicht blind. Du hast ihn gesehen. Das ganze Tal ist ein Strom. Vor zehn Tagen wird das Wasser nicht klein. Zehn Tage sind lang. Sie genügen mir. Wir haben Kugeln, ihr habt keine. Das Pack von Weibern und Kindern hindert euch. Es ist klar. Es ist alles ganz klar. Ihr seid nur noch ein Haufen Leichen, wenn ich es will. Ich will es aber nicht. Ich will nur dich. Also komm, mein Freund. Heute sind wir quitt und es wird ein Ende zwischen uns. Tokaito antwortete nicht. Noch immer nicht entschlossen? Dem Yankee lief der Speichel um die Zähne zusammen wie einem Hunde. Noch immer nicht! Na, ich kann es dir nicht verdenken, wenn deine Entschlüsse etwas langsam werden, mein Bester. Hast du ein wenig Angst? Der Häuptling schwieg. Mit deinem Schweigen kommst du auch nicht weiter. Zwar macht es sich gut und würdevoll, wie du überhaupt ein würdiger Häuptling bist. <laughs> nicht von schlechten Eltern. Das weiß ich ja. Auch Top, dein Alter, hatte so etwas an sich. Wenn er nüchtern war, nichts für ungut. Wenn ich dich sehe, denke ich immer an die alten Zeiten. Sie waren trotz allem die Besseren. Wir könnten manchmal davon sprechen, drunten auf der Reservation, wenn du mit mir kommst. Verstehst du? Der Häuptling blieb stumm. Na, ich werde dir das erklären. Red Fox öffnete seinen Lederrock. Chef de Loup sah dabei die Hände, diese starken, knochigen Klauen. Sie öffneten den Rock und fanden in der linken Brusttasche einen Brief. Ihr, sagte die Stimme, nimm das und lies. Tokaito rührte sich nicht. Seine Hand hielt immer noch den straffen Zügel. Was? Du willst nicht? Red Fox steckte den Brief wieder ein und schloss seinen Rock langsam und sorgfältig, als ob er ein Festungstor verschließe. Vielleicht wirst du mich darum bitten, ihn lesen zu dürfen, wenn es zu spät ist. Als die Finger mit den starken Nägeln den letzten Knopf zugeknöpft hatten, stach aus den Augen des Feindes ein grünlicher Schein. Hund, brüllte er auf und seine Stirn färbte sich plötzlich von auffallendem Blut. Hast du gar nichts gehört von dem, was ich deinem glattgekämmten Spießgesellen aufgetragen habe, dir zu sagen? Du kannst kommen, wohllöblicher tokaitor und Oberhäuptling werden auf der Reservation! An dem Tag, an dem ich dich bringe, bin ich Agent. Wir machen das Geschäft zusammen. Sage nicht wieder Nein, ich rate es dir. Du hast schon einmal Nein zu mir gesagt. Du hast es gebüßt. Versuche es nicht zum zweiten Mal. Gegen mich sperrt sich niemand, ungestraft. Das Ungeheuer lachte kurz und hässlich. Da, sieh dir meine Stute an, kennst du sie? Sie hat deinem Gönner gehört, deinem Freund mit den weißen Haaren. Auch er wollte gegen mich kämpfen. Ha! Er ist tot. In der Erde ist es kühl, da liegt er. Alle Wasser gehen wild, vielleicht haben sie ihn wieder ausgegraben. Da schützt kein Kreuz und kein Säbel. Der Yankee lachte noch einmal. Firlefanz! Aus Tokaetors Mund kam keine Antwort. Es schien nicht einmal sicher, dass er zugehört hatte. Der Delaware starrte nach der Stute, die hinter Red Fox stand. Dieses Tier, das dem Major gehört hatte, war ein schönes, ein ausgesucht edles Tier mit lebhaften Augen. Aber die Weichen waren mit Blut bespritzt, und Chef de Loup sah mit aufgrollendem Zorn die schweren Sporen des jetzigen Reiters. Hund, dachte er, Mörder. Er brachte den Blick nicht los von dem Tier, dem er oft Futter gegeben hatte. Die Stute hob den Kopf und spitzte die Ohren. Kannte auch sie noch den Kundschafter? Der Feind schwang sich auf sein Pferd. Er drückte dem Tier die Sporen in die Weichen, dass es stieg. Mit der linken führte er den Zügel, die rechte knüllte den großen Lederhut. Ein Windstoß fuhr auf und wehte durch die unbedeckten Flammenhaare. »Hundsfott!« schrie die Stimme in aufschäumender Wut zu Tokaytor hinüber. »Warum bist du gekommen?« bin ich eine Maus, mit der du spielen kannst? Du stinkende Rothaut! Was reitest du hierher und stiehlst mir die Zeit, wenn du nicht reden willst? Red Fox ließ sein Tier wieder herunter. Vielleicht war irgendetwas in den Zügen des Häuptlings vor sich gegangen, was die Krieger nicht beobachtet hatten, was aber die Aufmerksamkeit des Feindes hervorrief. Das Scheusal rückte noch einmal näher. Harry? Ihr könnt mich haben. Der Reiter auf der Fuchsstute stieß einen halb pfeifenden Laut aus. Harry! Er stülpte den Schlapphut auf den Schädel mit einer verblüfften Gebärde. So komm! In sechs Tagen! Wenn meine Krieger und ihre Weiber und Kinder den Strom überschritten haben! Ich warte bei dieser Anhöhe auf dich! In Waffen! How! Red Fox starrte den Häuptling an. Bist du verrückt? Meinst du, ich will mit dir kämpfen? Du wirst mit mir kämpfen. Mit mir und meinen Kriegern? Oder mit mir allein? Wähle. Red Fox versuchte zu lachen, aber es kam nur ein bellender Laut zwischen seinen Zähnen hervor. Willst du mir Vorschriften machen, mein Junge? Ich habe gesprochen. Warum? Ja. Wie du willst. Du Koyote, so komme in Waffen. Ich nehme an. Ich nehme an. In sechs Tagen, ich werde da sein. Red Fox lachte. Sein Lachen hatte wieder Ton. Er lachte laut und gellend. Hey, mein Junge, ich nehme an! Du hast keine Patronen mehr in der Tasche, dein Messerchen und deine Pfeile fürchte ich nicht. Komme nur, ich komme auch. »Ich komme auch allein.« »Dein Skalp gehört mir.« »Es gilt?« »Ja.« »Top! Mein Harry!« Red Fox richtete sich auf und schwenkte den Hut in siegesgewissem Hohne. Er riss die Stute herum und jagte in die weite südliche Prärie zurück. Tokaito hielt noch immer regungslos an seinem Platz. Auch er schien den Entschwindenden nachgeschaut zu haben. »Erst jetzt!« wandte er den Falben, und seine schwarzen Augen gingen mit einem langen Blick zu seinen Freunden. Ihr habt alles gehört, sprach er. Ja, antwortete Sapa, und wir werden jetzt mit dir beraten, was wir zu tun haben. Die Brauen des Häuptlings zogen sich zusammen. Es ist nichts zu beraten. Ihr zieht hinüber über den Strom mit unseren Zelten. Ja. Wir lassen dich hier allein, um dich dann von jenen zahlreichen Wachochin dort schlachten zu lassen, die alle auf den Preis für deinen Skalp warten. Glaubst du, Schwarzfalke setzt sich bei den Waldbergen auf das Büffelfell und sieht zu, wie die weißen Männer dich töten, wie ein Rudel Wölfe, das einen Büffel überfällt? Du willst tun, was deinem Namen Ehre macht. Uns aber bringst du in Schande. Ich verlasse dich nicht, das magst du wissen. Ich löse mein Wort ein, du wirst mich nicht hindern erwiderte der Häuptling. Ich habe euch und eure Zelte aufgerufen, über das Schlammwasser zu ziehen in ein fremdes Land. Ich habe euch geführt, und ihr werdet hingelangen, samt euren Frauen und Kindern. Das will ich. Die Blicke Tokaitos und Chetansapas hatten sich gefangen. Du wirst mir auf die heilige Pfeife schwören, Schwarzfalke, Sohn des Sonnenregens, dass du die unseren hinüberführst und nicht zurückkehrst. Wenn du aber gesonnen bist, wider mich und meine Worte zu handeln, so sage es. Dann werde ich mich selbst töten. Ich bin der Sohn eines Verräters, das hast du mir am Weißen Flusse gesagt. Mein Leben gilt nichts, aber ihr dürft nicht sterben. Und wer gibt uns Nachricht, was mit dir geschieht? Donner vom Berge, der Sixikau, kann diesseits des Stromes auf Wacht bleiben, um euch Nachricht zu bringen, was mit mir geschieht. Chetan atmete schwer. Du zwingst mich, Häuptling. Ich schwöre dir, dass ich unsere Zelte hinüberführen werde. Die Männer senkten den Blick. Es wird geschehen, was die geheimnisvolle Kraft will, schloss der Häuptling. An dem Mute Chetan hat noch kein Krieger zu zweifeln gewagt. Er gab dem falben Hengst den Kopf frei. Und das Tier begann zurückzulaufen zum großen Schlammwasser. Als die Männer in das Lager heimkehrten, ließen sie ihre Mustangs bei der Herde und gingen mit Tokay Tor zusammen zu Hawanchita. Winona brachte ihm die Schwurpfeife. Die Pfeife brannte Chef de Loup in den Händen, als er sie als letzter geraucht hatte und Winona zur Verwahrung zurückgab. Er wandte sich, um Tokay Tor zu folgen, der den Greis wieder sich selbst überließ. Und den Hang hinaufschritt. Mit gebeugtem Nacken ging der Delaware hinter dem Häuptling her. Der Hang war ihm noch nie so steil und die gleißende Mittagssonne noch nie so unerträglich erschienen. Er hatte in der Hitze des Kampfes Tokaetors letzte Patronen verschossen, als dieser über den Strom schwamm, und durch seine Schuld musste sich der Häuptling bei dem bevorstehenden Zweikampf mit Pfeilen den Kugeln des Red Fox stellen. Als es nach vielen Stunden Abend wurde, ging Eidechse hinüber zu ihrer Mutter und Blitzwolke rückte in Winonas Nähe. Die Häuptlingsschwester nahm das Kind zu sich in die Schlafdecke. Da war es warm für Blitzwolke mitten in der kalten Nacht und sie schlief tief und fest. Am Morgen rechnete sie, dass von sechs Nächten eine Nacht vergangen war und dass sie nun in der fünften fahren werde. Blitzwolke hätte gerne einmal mit Situpanaki gesprochen und sich wieder von dem lande drüben erzählen lassen aber die fremde häuptlingstochter war still und traurig und verstand die sprache der dakota nicht blitzwolke sah manchmal hinüber zu diesem mädchen das sie noch vor wenigen tagen in kindlicher eifersucht auf winonas freundschaft gehasst hatte sie liebte die fremde jetzt und sie betrachtete sie immer häufiger doch nur heimlich so dass das schwarzfußmädchen es nicht bemerken konnte Situpanaki war sehr schön und traurig wie der Tod. Vielleicht liebte sie den Häuptling. Einmal, als es schon Nacht war, und es war die letzte Nacht vor der Fahrt über den Strom, vernahm Blitzwolke im Traum einen feinen Ton, als ob der Wind über den Gräsern sänge. Es klang wie ein unbekanntes Lied, und das Lied war so zauberisch und sanft, dass das kleine Mädchen nicht erwachen, sondern nur auf das Singen lauschen wollte. Sie lauschte und träumte weiter. Sie träumte von dem Dakota-Mädchen, das mit dem Kanu hinausgerudert war auf den See, um ihren Geliebten zu suchen. Aber sie fand nur den Köcher seiner Pfeile, der auf dem spiegelnden See schwamm, und da ließ sie den Kahn und starb in dem See. Als Blitzwolke des Morgens früher als sonst die Augen aufschlug, schimmerte nur ein erstes Dämmern am Himmel. An dem der Mond und die Sterne verblassten. Das Wasser rauschte im Tal. Noch niemand war wach, auch die Hunde lagen noch zusammengerollt und hatten die Schnauzen im Fell versteckt. Nur eine schmale Gestalt hatte sich aufgerichtet, sie kniete im Gras und band ihre langen und schweren Haare. Da löste sich zwischen Nacht und Dämmer auch drunten am Ausgang der Bucht ein Schatten und kam langsam näher. Die Kniende schien zu erschrecken, sie beugte sich tiefer und verbarg ihr Gesicht. Der Schatten des Mannes ging ohne Laut an ihr vorbei. Er glitt, hangaufwärts zur Höhe, geschmeidig wie der Berglöwe, der bald zum Sprunge ansetzen wird. Blitzwolke schloss noch einmal die Lieder und wartete geduldig, bis sie geweckt wurde. Es brauchte niemand zu wissen, dass sie nicht mehr geschlafen hatte. Auch der letzte Tag verlief in Stille und ohne Geschäftigkeit. Als die ersten Sterne der sechsten Nacht aufblinkten, erhob sich und Schieder von ihrem Platze. Das war das Zeichen, dass alle sich bereit machten. Es wurde kein Wort gesprochen. Die Frauen und Mädchen, die dazu bestimmt waren, nahmen die leichten Boote auf und entfernten sich zuerst in einer langen Reihe zum Tal hin abwärts. Die übrigen holten mit den Kindern zusammen die Pferde. Die Hunde rannten umher und bellten, denn draußen auf der Prairie und drunten im Flusstale hatten einige Kojoten frech gekläfft. Blitzwolke und Eidechse wussten, dass jene Koyoten die Späher des Stammes waren, die sich ihre Zeichen gaben. Die kleinen Mädchen holten die beiden Dragonergäule und kletterten ohne fremde Hilfe auf die großen Pferde. Ihre Kinderhände führten den Zügel sicher, folgsam gingen die Pferde in der langen Kette buchtabwärts. Auf dem Grunde des Haupttales stand das Wasser noch tief. Die Frauen, die vorausgegangen waren, hatten die Boote schon auf die langsam abfließende Flut gesetzt, Sie luden jetzt das Gepäck ein und ruderten damit zwischen den Hügeln hindurch. Die Reiterinnen blieben noch zu Pferde. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Füßen. Die Hunde verstummten und begannen zu schwimmen. Ein reißendes Strömen und das Schillern des fließenden Wassers kündigten den Beginn des eigentlichen Strombettes an. Blitzwolke und Eidechse erkannten in der Dunkelheit eine Gruppe von Kriegern zu Pferd, darunter Chetan Sapa auf seinem Beuteschimmel. Die Krieger hielten an dem überfluteten Stromufer. Die andere Hälfte der Mannschaft befand sich noch oben am Rande der Prärie, bei der Anhöhe in gefechtsbereiter Linie. Vom Feinde war nichts zu sehen. Blitzwolke und Eidechse waren am Ende des Zuges geritten. Winona kehrte mit ihrem Lederfahrzeug über den Strom zurück, um die beiden Mädchen zu holen. Als das Boot Winonas mit den Kindern jenseits des Strombettes wieder das fast stehende Schwemmwasser erreichte, und nun ohne Mühe zwischen den aufsteigenden Hügeln durchgesteuert werden konnte, begann das Herz Blitzwolkes heftig und hörbar zu schlagen. Sie hatte noch einmal zurückgesehen zu dem verlassenen Hochufer im Süden. Dort wandten die gefechtsbereiten Reiter nun auch ihre Pferde und ritten den anderen nach ins Tal hinab, dem Strome zu. Ein einziger aber war zurückgeblieben. Er war nur ein schwarzer Schatten, in der schwarzen Nacht. Tokaito Kampf mit dem Zauberbüffel Schwarzfels und die Bärenknaben hatten sich am Nordufer des Schlammwassers auf die große Fußwanderung zu den Waldbergen begeben, wo sie Adams, den weißen Freund der Bärenbande, treffen wollten. Unterwegs beobachteten sie Dragoner, diese hatten offenbar den Auftrag, die Bärenbande abzufangen, falls es ihr gelang, den Strom zu überqueren. Hapeda ersann eine List. Er lief zu den lagernden Dragonern und gab vor, sich als einziger gerettet zu haben, als die Boote der Bärenbande vom Hochwasser verschlungen worden seien. Die Dragoner glaubten ihm und betrachteten ihren Auftrag mit dem vermeintlichen Untergang der Bärenbande als erledigt. Den Knaben Hapeda wollten sie zu dem nächsten Vor mitnehmen, um ihn als Kundschafter auszubilden. Aber der Junge entfloh des Nachts. Mit Schwarzfels und Chaske zusammen spürte er Adams auf. Bei ihm befanden sich Thomas, Theo und Kath. Die vereinte kleine Gruppe nahm Verbindung zu einigen vom Hochwasser vertriebenen Farmern auf, die ihr Vieh für das Gold, das Schwarzfels und die Bärenknaben von Tokaito erhalten hatten, sehr gern verkauften. Mit langen Hirtenpeitschen trieben Adams, seine beiden Cowboys und die Indianer, begleitet von Cath, die Rinderherde über die Grenze. Müde und glücklich gelangten sie eines Abends zu dem Fuße der Waldberge, wo sie auf die Bärenbande warten sollten. Man saß beieinander am Lagerfeuer. Ja, sagte auf einmal Thomas, nun seid ihr reiche Leute, ihr jungen Indianer. Jetzt könnt ihr den anderen eine Nase drehen. Zunächst gab keiner eine Antwort. Dann erwiderte Hapeda: Ihr auch, Thomas und Theo? Willst du dich über uns lustig machen, du kleiner Bärensohn? Nein, ich will meinen großen weißen Bruder Thomas nicht necken. Warum glaubt er das? Weil mein Bruder Theo und ich arme Teufel sind. Ich weiß nicht, antwortete Hapeda langsam und wie in scharfem Nachdenken: Ich weiß nicht, ob gefleckte Büffel besitzen reich sein heißt. Gefleckte Büffel besitzen Thomas und Theo jetzt auch. Wo denn? Thomas schaute in der Nacht ringsum. da zuckte hilflos die Achseln. Ich verstehe dich nicht. Hier weiden doch unsere Büffel. Unsere? Deine oder eure? Ich weiß es ja auch nicht, wie ihr das untereinander haltet. Eigentlich gehören sie ja Tokaito, wenn der noch lebend über den Strom kommt. Und wenn nicht, wer ist sein Erbe? Er hat großes Vertrauen zu euch gehabt, dass er euch einfach sein Gold in den Beutel gesteckt hat. Es geht mich ja auch nichts an, aber schließlich muss ich wissen, wer uns den Lohn zahlt. Von der Luft können wir armen Schlucker nicht leben. Ihr esst doch mit uns. Ihr seid doch unsere Brüder. Es kann doch nicht jeder einfach essen. Warum nicht? fragte habida erstaunt. <laughs> ihr seid aber ulkig, ihr kleinen Roten. Weil. Nicht jedem einfach das Vieh gehört. Das Vieh gehört uns allen zusammen. Tokaito und der Bärenbande und unseren weißen Brüdern Thomas, Theo und Adams und unserer weißen Schwester Kath. Du bist ein Kind. Warum redest du wie ein Kind? sagte Theo gerührt und ungläubig. Wenn das mal gut geht, murmelte Thomas. Warum soll es nicht gut gehen? rief Hapeda stolz. Thomas und Theo brachten lange kein Wort mehr heraus. Na, dann kommt mal, sagte Thomas schließlich. Dann will ich euch jetzt mal das Melken lehren. Das wird euch wohl schwerer fallen als das Viehtreiben, ihr kleinen roten Tausendsasser! Einen einzigen Melkkübel hatten die Hirten mitbekommen. Das Vieh wurde nicht um der Milch willen gezüchtet, sondern nur auf Fleisch. Gemolken wurde nur für die Nahrung der Hirten selbst. Interessiert schauten Hapeda und Chaske zu, wie Thomas die Milch aus dem Euter einer schwanzschlagenden Kuh zog. Aber sie hielten sich die Nase zu und als Thomas ihnen lachend zu trinken gab, spielen sie das ungewohnte Getränk schnell wieder aus. Das mögt ihr nicht. Na hört mal, wo bleibt denn eure indianische Selbstbeherrschung? Chaske und Hapeda rissen sich zusammen und schluckten krampfhaft. Sie fanden, dass Milch abscheulich roch und ebenso scheußlich schmeckte. Aber sie wirkten sie hinunter. Heimlich schlichen sie sich dann beiseite und erbrachen sich. Das neue Leben war doch nicht so einfach. Aber sie wollten tapfer bleiben. Als die Jungen sich in ihre Decken wickelten, um zu schlafen, bis die Zeit ihrer Nachtwache kam, sprach Theo sie noch einmal an. Ich kann damit nicht fertig werden, sagte er. Soll auch Adams ganz gewiss mit euch Farmer sein? Ja. Theo fuhr sich über die Augen. »Herr Adams soll wieder Farmer sein. Da habt ihr den besten Mann, den ihr finden konntet, ihr Bärensöhne?« Die Jungen sanken in Schlaf. Wenn nur Tokai Tor am Leben blieb, damit sie ihm eines Tages alles berichten konnten. Die Nacht verlief friedlich und ruhig. Am sonnigen Morgen wurde das Vieh langsam zu den Waldbergen weitergetrieben. Hier ließen sich die neuen Viehzüchter mit ihrer großen Herde nieder. Es war hier alles noch herrenloses Land. Sie konnten lagern und mit ihrem Vieh umherziehen, wie es ihnen beliebte. Den ersten Standort wählten sie an einem kleinen, klaren Bach, der aus dem Walde kam und sich durch die Wiesen schlängelte. Von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde warteten die Bärenknaben und Ihassapa jetzt auf die ihren. Endlich war es soweit. Der Jubelruf Chaskes schallte hell. Alle schwangen sich auf, und jagten wie der Wind über die Prärie, dem Wanderzuge der Bärenbande entgegen. Sie sahen Krieger, die vor dem Zuge auf ihren Mustangs umherschwärmten. Chetan Sapa, der Vater, auf dem Beuteschimmel führte. Chef de Loup war dabei mit seinem Schecken und Chapa auf seinem braunen. Hinter der kleinen Kriegerschar schritt Hawanchita zu Fuß an der Spitze des Zuges. Er trug nach alter Sitte den langen Speer in der Hand. Sein Rücken war steif und sein Nacken starr, aber seine dürren Beine gingen noch wie von selbst in wiegendem Gang, dem sie seit einem Jahrhundert über die Wiesen und durch die Wälder gewandert waren. Nach ihm folgte Pferd um Pferd mit den Frauen und Kindern und mit den Lasten. Was gab es Herrlicheres als die Gewissheit, dass die Bärenbande ihren langen, verlustreichen Zug glücklich beendet hatte und in den freien Prärien zu freiem Tun angelangt war? Die Bärenknaben und Ihasapa ritten zu den Iren. Der ganze Zug kam zum Stehen. Ihasapa berichtete. Chetan Sapa tat einen sichtbaren Atemzug. Ihr habt schnell gehandelt, erwiderte er. Unsere Männer werden sagen, dass die gefleckten Büffel stinken. Das tun sie auch, und von ihrer Milch muss man sich erbrechen, bestätigte Chaske. Aber sollen wir uns darum vor diesen seltsamen Büffeln fürchten? Führt uns hin! Wir werden uns das ansehen, entschied Chetan Sapa. Dann ritt er zu Hawanchita und sagte ihm einige Worte, die die Knaben und Schwarzfels nicht verstehen konnten, denn Chetansapa sprach sehr leise. Aber die Art, in der Hawanchita sich aufrichtete und starr nach den Knaben schaute, verhieß nichts Gutes. Die Jungen und Ihasapa erschraken. Hatte Tokaito mit Hawanchita noch nicht über seinen Plan gesprochen? Und wo war Tokaito? Sapa hatte nichts von ihm erwähnt. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Ichasapa und die beiden Jungen ritten voran, um den Weg zu weisen. Sie ritten jetzt langsam im Tempo der Travois, die die Lastpferde hinter sich herzogen und hielten sich dabei zum Biber. Sapa hatte keine Zeit für sie, er musste als Führer auf den ganzen Zug achten. Chef de Loup aber sah abgehärmt, wahrhaftig finster und unzugänglich aus und die Jungen trauten sich nicht zu ihm heran. Auch der Biber zeigte nicht so frohe Minen, wie die Jungen sie bei dem Wiedersehen erwartet hatten. »Wo ist Tokaito?« fragte Hapeda den Bieber mit klopfendem Herzen. Der Krieger wies zu Missouri zurück. »Dort«, antwortete er mit gepresster Stimme, »er ist zurückgeblieben, um mit Red Fox zu kämpfen. Dafür hatten unsere Zelte freien Abzug.« »Und?« Hapeda brachte kein weiteres Wort heraus. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt. Und Donner vom Berge, der Schwarzfuß, ist drüben geblieben, um den Kampf zu beobachten und uns Nachricht zu bringen, ob auch der Biber selbst stockte. Wir müssen nun warten, schloss er dann. Wir ziehen bis zu den Waldbergen und dort warten wir. Ja, die Knaben stießen keine Jubelrufe mehr aus. Tokaito war nicht gekommen. Sie bissen die Zähne zusammen. Umso tapferer mussten sie jetzt für seinen Willen eintreten. Der Zug gelangte zu dem Bache und der Rinderherde, die sich auf der Ostseite des Wassers befand. Hawanchita hatte Halt gemacht und schaute, auf seinen Speer gestützt, lange nach den gefleckten Büffeln. Dann wendete er den Fuß und leitete den Wanderzug über den seichten Bach hinüber auf das Westufer. Sapa ritt im Schritt nebenher. Die Bärenknaben waren zurückgeblieben. Sie hatten sich zu der Viehherde und zu Adams begeben, denn sie spürten mit tiefer Erregung, dass jetzt schon eine Entscheidung fallen musste. Der Wanderzug ließ sich am Westufer nieder. Hawanchita ging umher und bestimmte die Plätze der Zelte. Chetansapa hielt noch auf seinem Schimmel und sah zu. Er beteiligte sich nicht an Hawanchitas Anordnungen, wie das sonst üblich gewesen war. Neben Chetan hielten Chef de Loup und Chapa. Die Frauen luden ab. Nur Winona und Mongchong Shah ließen ihre Travois noch unberührt. Chetan winkte dem Späher Schwarzfels und brachte ihn zu dem alten Zauberer. Die Knaben konnten die Szene mit ansehen, aber sie verstanden auch jetzt nicht alles, was gesprochen wurde. Nur, dass ein Zwist im Gange war, das begriffen sie aus den Gesten. Sapa ließ Schwarzfels noch einmal berichten und erklärte, dass die Bärenbande bei der Rinderherde lagern solle. Hawanchita aber befahl wiederum, sich von den gefleckten Büffeln fernzuhalten. Die Männer gehorchten Hawanchita, und die Zelte wurden am jenseitigen Ufer aufgeschlagen. Es dunkelte. Der Wald wurde zu einem tiefschwarzen Schatten. Das satte Vieh lag wiederkräunt im Grase. Leise murmelte der Bach, der zu einer Scheidelinie geworden war. Sein Wasser schillerte um moosbewachsene Steine, die wie Zwergenhäupter aus den Wellen schauten. Hapeda und Chaske saßen am Ufer und berieten. »Wir müssen Tokaito ein Zeichen geben,« sagte Chaske. »Er muss erfahren, dass wir hier sind. Es muss ein Zeichen sein, das bis zum Minisose zu sehen ist.« »Hau,« stimmte Hapeda zu, und die Knaben liefen über den Bach zu ihrem Vater. Chetan hatte sich noch nicht in sein Tipi begeben. Er stand mit dem schlauen Biber und einem älteren Manne, der die Adlerfeder im Schopfe trug, vor dem Zauberzelt, das mit Donnervögeln und Schlangen bemalt war. Aus dem Zelte, in dem sich Hawanchita befand, kamen dunkle, unheimliche Töne. Der Alte sprach mit den Geistern. »Wir müssen Tokaito ein Zeichen geben,« sagte Hapeda. Chetan Sapa horchte auf. »Ja?« das müssen wir. Tokai Tor befindet sich im Ring der Feinde. Er muss wissen, dass wir über die Grenze gegangen sind und dass er seinen Feinden entfliehen und zu uns eilen soll, wenn. Chetan Sapa brach ab. Niemand wollte von der Möglichkeit sprechen, dass der Häuptling von den Feinden getötet worden sei. Holt Holz, viel Holz, befahl Chetan Hapeda und Chaske riefen alle Jungen vom Bunde der jungen Hunde und sie riefen auch Blitzwolke und ihre Freundin Eidechse und die anderen kleinen Mädchen. Alle mussten Holz herbeischleppen und zerkleinern. Die Krieger hielten es nicht, unter ihrer Würde zu helfen. Für Tokaito ein Zeichen, das war die Losung, die alle vereinte. Unbeachtet wurde das Bachufer überschritten, übersprungen, keiner mehr dachte daran, sich vom anderen fernzuhalten. Im Wald krachten die Beilhiebe, dürre Äste wurden herbeigeschleppt. Adams, Thomas und Theo beteiligten sich auch an der Arbeit, als sie gehört hatten, worum es sich handelte. Adams mit seiner großen Zimmereraxt schaffte am meisten. Einen Haufen Scheite schichtete er auf. Als es allen genug Holz erschien, entzündete Chetan Sapa den Scheiterhaufen und die Flammen loten schon bald, angefacht vom leisen Nachtwind. Es war ein mächtiges Feuer, ein Freudenfeuer der Geretteten, ein Ruf für den Häuptling. Die Flammen leckten gelb und rot in die nächtliche Dunkelheit hinein. Der Wind blies, das Vieh rührte sich. Im Bache spiegelte sich die flackernde Helligkeit. Hapeda und Chaske standen mit ihren Freunden vom Bunde der jungen Hunde zusammen und schauten in die Nacht südwärts zum Minisose hin. Sie dachten an Tokaito und sie hofften, dass der Häuptling in dieser Stunde auch an die Seinen denken konnte. Alle waren versammelt, die Krieger, die Frauen, die Kinder – es fehlte nur Hawanchita. Dumpf und unheimlich klangen aus seinem Zelte am jenseitigen Ufer immer noch die Töne, durch die er mit den Geistern sprach. Keiner hörte darauf, solange das Holz gesammelt wurde und solange das Feuer hell für Tokaitor flammte. Aber als die Flammen sanken und die nächtlichen Schatten sich auch über den glühenden Aschehaufen legten, da begann einer nach dem anderen zu lauschen. Die Schultern duckten sich. Und die Knaben und Mädchen hielten ängstlich die Hand vor den Mund. Scheue und verächtliche Blicke flogen dabei zu den gefleckten Büffeln. Einer nach dem anderen ging wieder über den plätschernden, seichten Bach auf der Westseite. Die Bärenknaben mit Ihasapa und den Weißen waren abermals allein geblieben. Ganz allein? Nein, nicht ganz allein. Einige Pferde waren auch jetzt noch nicht abgeladen und diese setzten sich in Bewegung und wurden über den Bach an das Ostufer geführt. Shah, Winona, Honigblüte und Blitzwolke brachten die zu den Zelten Chetansapas des Biber und Tokaitos gehörigen Planen, Stangen und Habseligkeiten mit den Lasttieren herüber zu den Bärenknaben und Adams. Die Jungen atmeten auf. Die Männer und Frauen, die zu ihnen kamen, waren große und starke Verbündete. Chetan Zappa selbst und der schlaue Biber begrüßten den weißen Bruder Adams, auch Thomas und Theo. Langsam kam Chef de Loup hinter ihnen her. Die bärenknaben glaubten, dass es dem Manne, der seit seinem vierzehnten Jahre als Kundschafter ein unstetes Leben führte, wohl besonders schwer fallen mochte, als Farmer und Viehzüchter ansässig zu werden. Aber es zeigte sich. Dass sein Zögern einen anderen Grund hatte, den die Bärenknaben nicht ahnen konnten. Als Chef de Loup den Bach überschritten hatte, geschah etwas Unerwartetes und Erschreckendes. Es öffnete sich drüben das Zauberzelt und Hawanchita stürmte hervor. Obwohl die Männer und Knaben den Zauberer bei seinen Geistertänzen kannten, glaubten sie ihn heute wieder wie das erste Mal zu sehen. So wild und drohend tanzte seine mit vielen Zauberzeichen verhangene Gestalt durch die Finsternis herab. Von dem Menschen selbst war nichts mehr zu erkennen als die Schatten der Füße. Ein Bärenfell mit Bärenschädel hing über Kopf und Schultern, Schlangenhäute, Federn, Puppen waren daran befestigt und wirbelten und klapperten in dem Tanz, der mit heftigen Bewegungen und dumpfen, unverständlichen Tönen das Menschliche überhaupt fast vergessen ließ und eine unheimliche Angst vor Unbekanntem, Tierischem und Geisterhaften hervorrief. Im Kreise tanzte der Zauberer und rief Unheil. Unheil, hatten ihm die Geister im Zelte verkündet. Unheil drohte den Bärensöhnen. Tief erschrockenes Schweigen war rings um ihn. In der Asche des Scheiterhaufens verglommen die letzten Funken und die Finsternis war wieder vollständig. Das Vieh erhob sich unruhig, aufgeschreckt durch die Kehltöne des Zauberers, die hin und wieder von einem gellenden Schrei unterbrochen wurden. Immer näher kam der Geistertänzer dem Wache. Chef de Loup war am Ostufer wie angewurzelt stehen geblieben. Er stand noch beim Bache, allein, einige Meter entfernt von der Gruppe Chetan bei der sich der Biber und die Bärenknaben mit Iha befanden. Es schien, als ob der Zauberer es auf den Delawaren abgesehen hatte. Immer wieder zeigte die lange Zauberstange, die der Tänzer in der Hand hielt, auf Chef de Loup, bis der Tanzende schließlich unmittelbar am Wasser Halt machte und nur noch durch das seichte Wasser, von dem Krieger getrennt, ihn heulend mit seinem Namen anrief. Chef de Loup rührte sich nicht. Auch der Zauberer mit der ausgestreckten, drohenden Stange blieb regungslos. Nur der Wind schaukelte die Schlangenhäute, die Federbündel und die Puppen. Wie unter einem Bann tat der Delaware drei Schritte und befand sich nun mit den Füßen am Uferrand. Das Wasser spülte an seine Mokassins. Am anderen Ufer stand der Zaubertänzer. Die Bärenknaben starrten auf die Szene. Plötzlich stieß der Zauberer einen gellenden Schrei aus und riss die Bärenhaut herab, sodass man sein ausgemergeltes Gesicht und die in der Nacht glänzenden, schlohweißen Haare sehen konnte. Er hielt die gespreizten Hände in die Höhe, als ob er eine große Gefahr abwehren wolle. Tokaito wird sterben, schrie er. In dieser Stunde. Ein leiser, viellautiger Wehlaut ging durch die Nacht. Sterben um deinetwillen, Delaware. Die Bärenknaben spürten, wie ihnen das Herz stockte und die Brust sich ihnen zusammenzog. Chef de Loup stand regungslos wie ein Verurteilter. Sprich, Delaware. heulte der Zauberer, wer hat die kugeln aus tokaitos büchse verschossen wer hat ihn gezwungen sich mit pfeilen vor die flinte des red fox zu stellen es folgte ein augenblick vollständiger unheilvoller stille und regungslosigkeit dann senkten sich die schultern des delawaren und langsam legte er alle seine waffen ab er legte sie alle ins gras messer beil revolver und Flinte. Die Bärenknaben schauten flehend zu ihrem Vater Chetanzapa auf, sie baten mit dem Blick um ein Wort. Er hat es getan, flüsterte an Chetanzapas Stelle der Biber. Die Jungen schauten zu Boden. Chef de Loup hatte seine Waffen auf der Wiese abgelegt und ging. Er ging allein. Niemand sprach ein Wort zu ihm und keiner sprach mehr ein Wort über ihn. Langsam schritt der Laware, in den Wald hinein. Der Zauberer am Bache hatte die Stange gesenkt. Er nahm die Bärenhaut wieder über Kopf und Schultern und verbarg damit sein Gesicht. Dann begann er von neuem zu tanzen. Anders tanzte er jetzt, nicht mehr aufgerichtet und drohend, nein, schleichend, mit der Stange am Boden suchend. Die Schlangenhäute, die Federbündel und die Puppen schleiften durch das Gras. Er tanzte erst im Kreise, dann tanzte er weiter. Er verließ das Lager am Waldrand und rannte in die Wiesen hinein, und die Männer, Frauen und Kinder folgten ihm, scheu, erregt, in ängstlichem Abstand. Tokaito musste sterben. Die Geister hatten gesprochen. Wie schwarz war die Nacht. Der Zauberer stieß wieder dumpfe und heulende Töne aus. Er rannte kreuz und quer, selbst wie ein huschender Nachtgeist. Seine Stange fuhr durch die Luft, er hielt sie jetzt hoch und die Zauberzeichen klapperten wieder. Mit der Zauberstange gebot er den nachfolgenden Männern, Frauen und Kindern Halt. Alle Füße stockten. Jeder blieb stehen, wo er sich gerade befand. Keiner wusste, was der Zaubermann jetzt vorhatte. Als dunkler Schatten tanzte er in seiner wirren Verkleidung über die nächtlichen Wiesen weiter, immer weiter. Als er endlich innehielt, sich bückte und dann wieder aufrichtete, fuhren die Männer, Frauen und Kinder erschrocken zurück vor dem, was sie in der Entfernung sahen. Ein Büffelschädel glühte in der Wiese auf, als ob er brenne. Mit einem grünlichen, unbekannten, gefahrdrohenden Licht glühte er in der Finsternis. Schreiend rannten die kleinsten Kinder schon davon zu den Zelten zurück. Der schwarze Schatten des Zauberers begann, um den glühenden Schädel zu tanzen, der dadurch bald verborgen, bald wieder sichtbar wurde. Hapeda und Chaske. Hatten sich eine Hand gefasst wie damals in der Bärenhöhle. Der kalte Schweiß brach ihnen wieder aus. Als Hapeda eine unbeabsichtigte Bewegung mit der anderen Hand machte, faßte er einen dünnen Arm. Blitzwolke stand neben ihm, zitternd, schlotternd, mit klappernden Zähnen. Jetzt wird es wieder furchtbar, presste sie leise hervor. Der Schädel wird kommen. Einer der vordersten Jungmänner hatte einen lauten Angstschrei ausgestoßen und rannte wie verfolgtes Wild zum Walde zurück. Büffel sollen wir jagen! Wilde Büffel! schrie der Zauberer plötzlich und warf seine Zauberstange wie einen Speer gegen Chapa. Die Stange bohrte sich mit der Spitze in den Wiesenboden, unmittelbar zu Füßen des Kriegers, der sich nicht von der Stelle bewegt hatte. Tötet die gefleckten Stinktiere, Männer der Dakota! Wer die weiße Zaubermilch der Watschutschin trinkt und ihre gefleckten Tiere hütet, der soll sterben. Der Geist des wilden Büffels wird kommen und ihn töten. Wehe! Viele folgten dem jungen Mann, der geflohen war. Sie liefen gleich ihm ein großes Stück zurück, um sich vor dem wilden Büffel in Sicherheit zu bringen. Hapeda war die Kehle wie zugeschnürt. Mit der einen Hand umklammerte er die rechte Chaskes, mit der anderen drückte er Blitzwolkes mageren Kinderarm zusammen. Er wusste nur das eine, er musste standhalten, und die gefleckten Büffel durften nicht getötet werden. Er, der Knabe, musste dem mächtigen Zauberer und Ältesten widerstehen. Alle waren hinter die Kinder zurückgewichen, sogar Chitanzapa und Biber. Nur Winona fürchtete sich nicht. Sie hatte Blitzwolke an der Hand gefasst und blieb. Über dem glühenden Schädel in der Wiese stiegen grüne und rote Feuer auf, zischend stiegen sie zum Nachthimmel, und ein Regen von Feuer kam wieder herab auf die Wiese. Hapeda vernahm hinter sich laute Angst und Warnschreie, laute Schreie Töte die gefleckten Büffel, damit das Unheil sich verzieht. Er begriff, dass etwas geschehen musste, was den Zauber brach, sonst war alles verloren. Vielleicht hätte sein Mut versagt, wenn nicht, woinona bei ihm gewesen wäre. Aber auf die Schwester Tokaitos vertraute er. Stirb wie die Geister es wollen, schrie der Zauberer, und er riss seinen Zauberstab mit der Steinspitze aus dem Wiesenboden, wo er noch steckte, und hob ihn unter dem Feuerregen drohend gegen Winona. Der Zauberspeer schien zu flammen. Es ist nicht wahr, schrie Happeda mit lauter Stimme auf. Es ist nicht wahr. Du lügst mit deinen Geistern. Ein neuer Feuerregen kam herab. Hapeda schloss die Augen, aber er wich nicht und er spürte, wie auch Chaske und Blitzwolke neben ihm aushielten. Langsam öffnete Hapeda die Augen wieder. Es war nichts zu sehen als schwarze Nacht, der Sternenhimmel und weite Wiesen. Der glühende Schädel, der Feuerregen und der tanzende Zauberer waren verschwunden. Vorsichtig, noch benommen drehte Hapeda den Kopf zu Chaske, der unverändert neben ihm stand, und zu Blitzwolke und Winona auf der anderen Seite. Gleich Hapeda waren diese alle noch am Leben. Allmählich öffnete Hapeda die Hand, mit der er Blitzwolkes Arm umklammert hatte, und das Mädchen rührte sich auch ein wenig. Ein Krieger kam heran. Hapeda erkannte seinen Vater. Er legte die Hand auf Hapedas Kopf. Nur einen Augenblick, wie damals, als die Knaben mit dem Boot über den Strom fahren sollten. Dann ging er weiter. Im Grase lag ein menschlicher Körper. Es war der gestürzte Zauberer. Chetan Zapa aber rührte ihn nicht an, sondern schien etwas anderes zu suchen. Die kleine Gruppe der Kinder löste sich aus ihrer Starre und schaute hierhin und dahin. Sie erblickte die geflüchteten Männer und Frauen und Kinder der Bärenbande, die jetzt langsam zu dem Schauplatz des unheimlichen Zaubertanzes zurückkehrten und leise miteinander sprachen. »Sie leben noch«, war das Wort, das ich am meisten hören ließ. Hapeda, der den Zauberer der Lüge beschuldigt hatte, Winona, die von dem flammenden Zauber und dem Feuerregen bedroht gewesen war, lebten noch. Das machte allen tiefen, unauslöschlichen Eindruck. Niemand rührte die gefleckten Büffel an. Der Schädel liegt dort im Gras, sagte Chitanzapa, als er zu Winona und den Kindern zurückkam. Er glimmt noch ein wenig grün. Chitanzapa hatte allerlei Gegenstände auf der Wiese aufgesammelt, ausgebranntes Zeug, das allen rätselhaft erschien. Damit ging er zu Adams, der am Waldrand saß, und zeigte ihm die Sachen. Die Knaben und Winona waren mitgekommen. Ist ein schönes Feuerwerk gewesen, was der Alte euch vorgemacht hat, sagte der Weiße. »Wo er nur die Feuerwerkskörper her hatte? Hat er euch schon öfters einen solchen Feuerregen gezeigt?« »Nein«, sagte Chetan Der Biber war auch noch herbeigekommen und ließ sich von Adams alles noch einmal erklären. Dann hat Chef de Loup... Er zögerte weiter zu sprechen. »Sprich«, forderte Chetan kurz und erregt. »Chef de Loup hegte einen furchtbaren Verdacht gegen Herr Wanchita«, sagte der Biber. Er hat ihn einmal ausgesprochen, aber ich habe ihn damals abgewiesen, weil er mir zu unglaublich erschien. Chef de Loup fürchtete, dass Hawanchita ein doppeltes Spiel treibt. Er war unser ältester und Friedenshäuptling. Er war ein Feind der Wachchuchin. Aber er war auch ein Geheimnismann, der uns erschrecken wollte. Chef de Loup hat im Zelte Tokaitos am Bärenbach aus dem Munde des Red Fox gehört, dass dieser dem Hawanchita Feuerregen zu geben gedachte. Um ihn für sich gegen Tokaito zu gewinnen. Damals ist daraus nichts geworden. Aber ihr wisst alle, dass Hawanchita uns nicht half in jener Ratsversammlung auf der Reservation, als Shonka uns zwang, Tokaito aus unseren Zelten zu verbannen. Hawanchita ist mit uns über den Minisose gezogen, das ist wahr. Dennoch will er unser neues Leben hier zerstören. Ich glaube, dass er Chef de Loup fürchtete. So wie er auch immer Tokaito im Grunde gefürchtet hat, weil diese bei den Wachuchin gewesen sind und nicht mehr alle Geheimnisse Hawanchitas glauben. Den Chef de Loup hat Hawanchita jetzt aus unserer Mitte vertrieben. Er hat seine Schuld sehr klug benutzt. Vielleicht hat er auf der Reservation durch Shonka von Red Fox den Feuerregen erhalten. Chetanzapa schwieg einige Zeit nach diesen Worten. Er hat uns zum letzten Male betrogen, sagte er dann düster. Auf der Wiese rührte sich etwas. Der gestürzte Zauberer hatte sich erhoben und ging langsam, schwankend umher. Das Erstaunlichste dabei erschien den Knaben, dass der erschöpfte Zauberer auf der Ostseite des Baches lief, auf der Seite, auf der sich die Herde befand. Sie erinnerten sich jetzt, dass er im tollen Tanz den Bach einmal überquert hatte, wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch jetzt schien er nicht darauf zu achten. Er ging gebückt, unsicher, wie ein Betrunkener, durch die ihm verhaßte Herde der gefleckten Büffel hindurch, und keiner wusste, was sein Ziel sein konnte. Er ging nicht in Richtung seines Zauberzeltes, in dem er sonst nach seinen Tänzen zu verschwinden pflegte, die Gruppe bei Adams folgte ihm gespannt mit den Blicken. Auf dem Ostufer des Baches befand sich auch die Aschenstätte, der Rest des Scheiterhaufens, dessen Feuer als Zeichen für Toka Etor geleuchtet hatte. Dort blieb Hamanchita stehen. Chetanzapa ging auf ihn zu. In der tiefen Stille der Nacht war jedes Wort, das gesprochen wurde, verständlich. Du hast uns betrogen, sagte Chetan rauh. Red Fox gab dir den Feuerregen. Die Knaben sahen, wie der alte seine Vermummung abwarf und nun mit seiner dürren Gestalt als Schatten neben der Asche stand. Er sank immer mehr in sich zusammen, nicht ein einziges Wort kam über seine Lippen. Chetan aber war unerbittlich. Er setzte die Signalpfeife an die Lippen und rief das Dorf zusammen. Alle eilten herbei, im großen Kreise standen sie um die Asche. Auch die Knaben und Winona fanden sich ein. Ihr habt alle den Feuerregen gesehen, sagte sapper laut. Es ist ein Geheimnis der Wachuchin, solchen Regen zu machen. Adams kennt es auch. Awanchita aber hat dieses Feuer von Red Fox auf der reservation erhalten er hat uns jetzt damit betrogen herr Wanchita schwieg auch die männer frauen und kinder der bärenbande schwiegen sie schwiegen in entsetzen über den verrat eines mannes an den sie geglaubt hatten sucht holz für mich sagte der alte endlich die männer und frauen gingen und errichteten einen neuen scheiterhaufen ohne ein weiteres Wort erstieg Hawanschita ihn, verhüllte sein Gesicht mit der Decke und erwartete so den Rauch und die Flammen, die rings um ihn aufzüngelten. Kein Klagegesang erschallte um ihn. Er hatte sich selbst gerichtet und schweigend warteten alle, bis die Flammen wieder erloschen. Der Zauberer war Asche geworden. Als es wieder Morgen wurde und die Sonne mit ihrem hellgoldenen Licht über Himmel und Erde leuchtete, ging jeder an seine Arbeit. Die großen Feinde In der Nacht, in der die Bärenbande den Missouri überschritten hatte, war Tokaito am Südufer des Stromes zurückgeblieben. Er hatte sich zu jener Stunde als Standplatz eine nach allen Seiten sichtbare Stelle gewählt. Über der Bucht in der die Bärenbande so lange gelagert hatte, auf der Kuppe am Beginn des Hügelrückens, der sich südwestlich in die Prärie hinausschob. Wie die Feinde ihn, so konnte er die Feinde von hier aus in dem offenen Gelände in allen ihren Bewegungen beobachten. Die Kuppe hatte oben auf ihrem Scheitel eine flache Einsenkung, als ob ein Riese ihr mit seinem Daumen den Schädel eingedrückt habe. Diese Einsenkung war lehmig, feucht. Und graslos. Büffel hatten sich hier nach der Schneeschmelze gewälzt und die Spur ihres Lehmbades zurückgelassen. Der Häuptling kannte diese Mulde sehr genau. Sie war von Menschenhänden künstlich vertieft. Ihre Ränder waren mit Blumen und kräftigen Gräsern bewachsen. Der Mond war kurz nach Mitternacht aufgegangen und stand mit dreiviertel Scheibe am Himmel. Licht und Schatten schieden sich haarscharf. Der ganze Westhang des Hügelrückens und die gegen Norden gelegenen Uferhänge des Stromtales und der Bucht lagen in tiefem Dunkel. Der abziehende Wanderzug aber jenseits des großen Tales wurde von der milden Helligkeit des Mondes beleuchtet. Tokaito hatte ihnen allen seinen Bewegungen verfolgen können, bis er seinen Blicken ganz entschwand. Der Häuptling machte seine Pfeife los, stopfte sie und brachte sie zum Brennen. Nach seiner Berechnung hatte er vor dem Kampfe noch ausreichend Zeit zum Rauchen. Der sechste Tag, von dem er zu Fred Clark gesprochen hatte, brach eben an, wenn man nach der Zeitrechnung der weißen Männer ging, die einen Tag in der Mitte der Nacht anfangen ließen. Fred Clark hatte bei Tokaitos Worten wahrscheinlich an den indianischen Tag der Prärie gedacht, der sich mit der Sonne erhob. Aber das war sein Fehler gewesen. Er konnte sich nicht beklagen, wenn der Dakota in der Abrede mit einem Wachutchin auch wie ein Wachutchin rechnete. Tokaito war von der ersten Stunde des Tages an allein bei der Anhöhe. Er hatte Wort gehalten. Auch Fred Clark und seine Gesellen schienen Wort zu halten, weil ihr Vorteil dabei groß war. Niemand machte Miene, den Wanderzug anzugreifen. Tokaito aß den Rauch seiner Pfeife. Die lange Reihe der Reiter südlich der Anhöhe kam im Schritt näher. In einer gewissen Entfernung vor der Anhöhe, deren höchste Erhebung Tokaito innehatte, teilte sie sich. Die Flügel rechts und links lösten sich ab und bildeten östlich und westlich der langgestreckten Anhöhe zwei weit auseinandergezogene Reihen bis zum Hochufer des Stromtals. Aus der Linie im Süden ritten fünf Reiter gegen die Anhöhe vor. Sie ritten im Galopp. Einer hinter dem anderen, ihre Schatten flogen mit ihnen und die Hufe tönten dumpf auf dem Grasland. Der vorderste der Reiter war zwei Pferdelängen voraus. Auch Tokaitos scharfes und nachtgewohntes Auge konnte noch kaum Einzelheiten erkennen. Aber er wusste doch, wer dieser Reiter war. Der Dakota klopfte die Pfeife aus und befestigte sie an ihrer ledernen Schnur. Red Fox kam. Als er und seine vier Mann den Fuß des Hügels erreichten, entschwanden sie dem Gesichtskreis des Häuptlings. Die Augen Tokaetos aber ließen jenen Strich nicht los, an dem der Feind wieder auftauchen musste, wenn er die Anhöhe erklomm. Wenn Fred Clark gewann zu Pferd die Anhöhe. Die Krempe seines Hutes erschien zugleich mit den Pferdeohren über dem Rand des Hügelrückens. Seine mächtige, breitschultrige Gestalt hob sich Zoll um Zoll in das Bild herein. Der Häuptling glaubte zu sehen, wie er mit der Rechten die Reitpeitsche hob und damit zuschlug. Das empfindliche Pferd sprang erschrocken vor und galoppierte über den Höhenrücken. Der Reiter hatte die Peitsche wieder an den Gürtel gehängt und den Zügel fahren lassen, um die Büchse an die Waffe zu heben. Er beugte sich zurück und hob den Lauf zum Himmel. Der Schuss krachte laut. Es war ein feindlicher Gruß. Der Dakota hatte seine Büchse nicht bei sich. Seine Patronen waren ja verschossen in den Stunden, in denen er das Boot mit den Bärenknaben über den Strom gebracht hatte. Das war nun die erste Entscheidung in dem kommenden Kampfe, ob es Tokay Tor gelang, den Feind in die Reichweite irgendeiner seiner Waffen zu bekommen, ehe ihn selbst die Kugel traf. Der Häuptling hatte seinen sagenumwobenen beinernen Bogen, und den Köcher mit einem dicken Bündel Pfeile bei sich. Er konnte bei seiner vollständigen Vertrautheit mit der Waffe, mit seinen scharfen Augen und seinen ruhigen Händen selbst bei Mondschein ein gutes Ziel auf große Entfernung treffen. Aber die Büchse des Red Fox trug weiter. Ob sie auch weiter traf? Der Dakota kannte die Fähigkeiten seines Gegners sehr genau aus der Zeit, in der er mit ihm zusammengeritten war, und er unterschätzte sie nicht. Red Fox war im Galopp über den Hügelrücken herangekommen. Kurz, ehe er in die Nähe eines Pfeilschusses gelangte, bremste er sein Tier mit einem herausfordernden Schrei. Der Dakota antwortete ihm nicht. Weit zurück hinter Red Fox erschienen die vier Reiter, die er erst am Fuße der Anhöhe zurückgelassen hatte. Sie waren jetzt auch mit ihren Tieren auf das südliche Ende der Anhöhe heraufgekommen, stiegen ab, Brachten ihre Pferde dazu, sich hinzulegen und verstauten sich im Schutze der Tierkörper. Sie hatten das Ende des Hügelrückens inne und konnten die Prärie rings mit ihren Kugeln bestreichen. Von allen Helfershelfern des Roten Fuchses waren sie für den Dakota am gefährlichsten. Tokaito wartete. Fred Clark nahm die Büchse an die Wange. Er drückte ab, der Schuss knallte und Tokaito hörte das Geschoss pfeifen. Die zweite Kugel folgte, die dritte, vierte und fünfte. Fred Clark besaß einen Mehrlader. Er knallte in schneller Folge und allmählich schoss er sich ein. Haarscharf pfiffen jetzt die Geschosse um das lebende Ziel. Red Fox war ein vorzüglicher Schütze und in der ganzen Prairie dafür bekannt, dass er nicht leicht sein Ziel verfehlte. Seine Reiter stießen anspornende und spottende Schreie aus. Red Fox zielte nur auf den Dakota. Das Pferd zu töten hatte er kein Interesse. Der Häuptling aber rührte sich nicht. Mann und Pferd blieben am Platze wie eine Zielscheibe. Der Falbe hatte den Kopf tief gesenkt, als wolle er grasen. Tokaito nahm den runden Schild aus siebenfacher Büffelnackenhaut zur Hand, hielt ihn schräg und brachte damit die aus weiter Entfernung auf ihn abgeschossenen Kugeln zum Abgleiten. Es war ein traditionelles Meisterstück indianischer Kampftechnik, auf das die roten Männer sehr stolz waren. Aber Red Fox kannte es nicht, und er begriff nicht, warum er den Gegner nicht traf. Der unbewegliche Tokaito wurde ihm unheimlich. Es war nicht jedermanns Sache, auf Reiter zu schießen, die bei den abergläubischen Jägern als kugelfest und verwunschen galten. Red Fox schoss weiter, aber er zielte jetzt schlechter. Seine Hand wurde unruhig. Eine halbe Armlänge gingen die Kugeln vorbei. Der Dakota nahm den stark Hengst hoch. Der Kriegsruf schrillte zwischen das Krachen der Schüsse. Wie ein unvermittelt aufspringender Sturm jagte der Hengst voran. Sein Galopp veränderte die Lage in Sekunden und verlangte ebenso rasche Entschlüsse des feindlichen Reiters. Ein, zwei Herzschläge lang hatte Fred Clark dem Heranbrausenden seine Kugeln noch aufrecht im Sattelsitzen entgegengesandt. Dann musste er schon damit rechnen, dass der Dakota ihn mit seinen Pfeilen erreichen konnte. Tokaito beobachtete, wie Red Fox sich an die Seite seines Tieres hinunterließ und die Fuchsstute hart am schattigen Westhang der Anhöhe entlang trieb. Er benutzte das Pferd als Deckung. Über den Sattel hinweg schoss er weiter. Die Entfernung zwischen den Kämpfenden schwand im Nu. Der Häuptling ließ die Pfeile im Köcher ruhen und nahm die Streitaxt in die Faust. Auch er hatte sich zur Seite seines Mustangs hinuntergelassen und hing fast unter dem Bauche zwischen den galoppierenden Beinen. Er hätte auch in dieser Lage den Bogen spannen und das Pferd des anderen töten können. Dann aber suchte der Feind hinter dem Tierkörper sein Versteck und schoss aus der Deckung mit der Büchse. In einer solchen Stellung war einem guten Schützen schwer beizukommen. Der Kampf musste sich hinziehen, und die Gesellen des Red Fox bekamen dann wahrscheinlich Lust anzugreifen. Tokaito hatte darum einen anderen Plan. Er wollte den Gegner zum Angriff reizen, ihm die Büchse nehmen, wenn er ihn nah genug hatte, und den Kampf so schnell wie möglich beenden. Das war nur durch tollkühnes Vorgehen möglich. Sobald Tokaito Red Fox nah genug war, schleuderte er die Axt über den Rücken des Pferdes hinweg mit großer Kraft. Es war nicht ein von weißen Männern hergestellter Tomahawk, sondern eine hölzerne Streitaxt mit einer Steinspitze. Wirbelnd flog die Waffe. Holz splitterte krachend, und das Geräusch mischte sich mit dem Knallen eines Schusses. Die Axt war Red Fox in den Büchsenschaft gefahren. Tokaito erkannte das noch. Er sah es, während sein eigener Mustang stürzte und er selbst sich nur durch Abspringen davor retten konnte, unter dem Tier begraben zu werden. Der Hengst wälzte sich. Er musste getroffen sein, sodass er nicht wieder auf die Beine kam. Tokaito hatte sich ins Gras geworfen. Sein Blick glitt hinüber zum Feind. Er wartete, was Fred Clark tun werde. Der heftige Aufprall des Axtwurfs hatte diesen nicht zum Sturze gebracht. Er hing noch an seinem aufrecht stehenden Pferde. Nur die Büchse mit dem zersplitterten Schaft lag am Boden. Mit einem lästerlichen Fluch verzichtete Red Fox auf die unbrauchbar gewordene Waffe und trieb sein Pferd schnell den dunklen Westhang schräg hinab zur Ebene. Nachdem er seine weittragende Schusswaffe verloren hatte, war es sein erstes Bestreben, aus dem Bereich von Tokaitos Pfeilen zu entkommen und die flachen Wiesen zu gewinnen, auf denen die Stute ihre ganze Schnelligkeit entwickeln konnte. Der Vorteil, der ihm blieb, war dieses Pferd. Dem Dakota war das seine genommen. Der Falbe Hengst hatte noch einmal versucht, aufzukommen, aber er stolperte und brach wieder ein. Fred Clark ritt unterdessen davon. Er ritt wie ein Indianer. Sorgfältiger noch als vorher hatte er sich hinter dem Körper seines Tieres versteckt. Nur die dicke Ledersohle eines schweren Reiterstiefels schaute über den Pferderücken hinaus. Tokaito versandte einige Täuschungspfeile, deren Knochenspitzen in der Stiefelsohle stecken blieben. Dadurch wurde der Weiße davon abgehalten, nach dem Indianer Ausschau zu halten und dabei seinen Kopf als Ziel zu zeigen. Der Dakota war unbeobachtet. Er benutzte den Augenblick, sprang auf und jagte hinter dem davonreitenden her, tief geduckt, mit weichen, kaum hörbaren Sprüngen und vom Schatten des Hügelhanges geschützt. Er war Red Fox schon nahe gekommen, als dieser den Fuß der Anhöhe und damit die ebene Prairie erreichte, auf der er nun die Schnelligkeit seines Tieres auszunutzen begann. Der Dakota wusste von sich, dass er auf eine kurze Strecke den Wettlauf mit einem Mustang aufnahm, aber nur über eine kurze Strecke. Er musste den Feind bald einholen. Mit einem einzigen gewagten Sprung nahm er das letzte Stück des Hanges und gelangte ebenfalls auf das flache Land. Es zeigte sich, dass Red Fox seinen nacheilenden Verfolger in diesem Augenblick bemerkt hatte. Sein Lasso entwickelte sich in der Luft. Die weite Schlinge senkte sich über dem jungen Häuptling. Tocaetor wich nicht aus und warf sich nicht nieder. Er tat nichts, was dem Feind neuen Vorsprung verschafft hätte. Die Schlinge kam herunter. Der Häuptling sprang geradezu in sie hinein. Mit starkem Griff fasste er den Riemen außerhalb der Schlinge, sodass sie sich nicht zuziehen konnte. Der Ruck erfolgte. Fred Clark hatte sich wieder in den Sattel geschwungen und richtete seine Aufmerksamkeit auf das Pferd, das auf das Durchstehen eines Lassowurfes zwar dressiert, aber seit langem nicht mehr daran geübt war. Tokaito ließ sich fallen, als sei er umgerissen worden. Der Feind trieb sein Tier zum Galopp an und laut brüllend im Triumph. Zerrte er das vermeintliche Opfer am Lasso hinter sich her, um es zu Tode zu schleifen. Dabei wandte er dem Indianer, den er in der Schlinge eingeschnürt glaubte, wieder den Rücken. Der Dakota schnellte sich auf. Er kam auf die Füße, sprang aus der Schlinge heraus und eilte in langen Sätzen hinter dem Reiter her, während er den Lasso bei sich einzog. Die beiden Kämpfenden gelangten in ihrer schnellen Bewegung aus dem Schatten der Anhöhe hinaus auf das mondbeschienene Gelände. Red Fox hatte noch keinen Verdacht gefasst, da der Lasso gespannt geblieben war. Er hieb auf sein Pferd ein, um es zu immer schnellerem Galopp anzutreiben. Die Gefährten des Red Fox aber konnten beobachten, was geschah. Sie schrien auf. Mit aufgeregten Armbewegungen versuchten sie Fred Clark zu warnen, und einige schossen auf den Dakota. Aber dieser war schon durch das Pferd seines Feindes gedeckt, und die Kugeln trafen nicht. Red Fox hielt den Lärm, der bei seinen Freunden entstand, im ersten Augenblick für Siegerfreude, dann wurde er misstrauisch und blickte sich um. Eine Pferdelänge hinter sich sah er den Indianer. Sein Gebrüll verstummte und die Peitsche fiel ihm aus der Hand. Er riss den Revolver heraus, wandte sich im Sattel und zielte mit gestrecktem Arm auf den Indianer. Als er abzog, war Tokaito im Sprung. Die Kugel streifte den Dakota fast ohne dass er es fühlte und hielt ihn nicht mehr auf. Wie ein anspringender Wolf mit einem einzigen Satz war der Häuptling hinter dem Feinde auf dem Pferd. Seine Rechte drückte die Hand am Revolver zusammen, so sodass die Finger sich von der Waffe lösen mussten. Mit der linken hob er das Dolchmesser. Red Fox wollte sich noch vom Pferde fallen lassen und dadurch den Rücken wieder frei bekommen. Aber der Augenblick, in dem er die Füße aus den Steigbügeln nehmen musste, machte sein Vorhaben zunichte. Die Klinge fuhr ihm in den Rücken. Sein riesiger Körper wankte und der Kopf mit dem breitkämpigen Hute sank in den Nacken. Für Tokaito blieb keine Zeit, Gefühle des Sieges auszukosten, denn er befand sich im Ring der Feinde. Um die Skalpjäger zu täuschen, umfing er den toten Feind mit den Armen, als ob er noch mit ihm ringe. Er drängte sich auf dem bockenden Pferd an dem Getöteten im Sattel vorbei und setzte sich vor ihn. Er ließ beide Beine nach derselben Seite gleiten und hängte sich quer über den Rücken des Pferdes, als sei er selbst eine Leiche oder schwer verletzt. Mit der linken griff er in den hängenden Zügel, um das angsterfüllte Tier in seine Gewalt zu bekommen. Mit der rechten hatte er den zusammensinkenden Feind, dessen Füße sich noch in den Bügeln befanden, gepackt und hielt ihn im Sattel fest. Auf einige Entfernung hin mußte es im Mondlicht scheinen, als ob nicht Tokai to den roten Fuchs, sondern Red Fox, obgleich verwundet, den Tokai besiegt habe. Ein Freudengeschrei von Prärie und Anhöhe bestätigte, dass die Täuschung gelungen war. Die Reiter, die die westliche Sperrkette bildeten, verließen ihre Posten und begannen strahlenförmig zu dem vermeintlichen Sieger Red Fox heranzugaloppieren. etor aber hatte mit der Fuchsstute wieder ein besseres Pferd unter sich als sie alle. Er beobachtete auch, wie die Reiter ihren Galopp verlangsamten und offenbar darauf warteten, dass ihr im Sattel wankender, halb zusammengesunkener Anführer irgendein Zeichen gebe. Inzwischen lief die Fuchsstute mit der doppelten Last wieder den Hang aufwärts. Auf dem Kamm des Hügels sah der Dakota schon zwei waffenschwingende und triumphbrüllende Gestalten herbeispringen. Es waren zwei der Posten, die Red Fox auf der Südspitze aufgestellt hatte. Ein bärtiger Weißer war es und ein Indianer. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die beiden die List des Häuptlings durchschauten. Voran war der indianische Polizist mit seinen leichten Mokassins und den laufgeübten Beinen. Ein Ruck ging plötzlich durch seine Gestalt. In diesem Augenblick erkannte tokaito ihn. Shonka! Der Häuptling befand sich noch am Hang, im Schatten. Er ließ Red Fox und den Zügel fahren, glitt vom Pferd, riss den Bogen von der Schulter und zwei Pfeile aus dem Köcher. Die Sehne surrte, die Pfeile schwebten durch das Halbdunkel der Mondnacht. Die beiden Läufer stockten im Lauf, sie warfen die Arme in die Luft und sanken ins Gras. Tokaito sprang hinzu und eignete sich im Umsehen die Schusswaffen der Besiegten und ihre Patronentaschen an. Dann holte er sich rasch die Fuchsstute wieder, die schon fluchtbereit umhergeäugt hatte. Er packte ihr Red Fox wieder auf und zog sie ein paar Schritte weiter zu der Stelle, an der seine Streitaxt und die Büchse des Red Fox mit dem zersplitterten Kolben lagen. Diese Waffen nahm er an sich. Sein Ziel war jetzt die Kuppe, auf der er zu Beginn des Kampfes gehalten hatte. Unten galoppierten die Reiter, aber als sie auf den endlich erkannten Sieger das Feuer eröffneten, hatte Tokaetor es nicht mehr weit bis zu der schützenden Mulde. Er hängte sich unter den Bauch seines Tieres, während die Kugeln schon über die Anhöhe wegpfiffen. Gewann die Stute mit schnellen Galoppsprüngen unverletzt die Kuppe über der Bucht. All diese Vorgänge hatten sich sehr schnell abgespielt, und in dieser Schnelligkeit lag das Geheimnis des Erfolges. Tokaetor war vom Pferd geglitten. Und hatte sich in der lehmigen Einsenkung niedergeworfen. Mit Überredungskunst und einiger Gewalt brachte er die Stute dazu, sich ebenfalls niederzulegen. Er knüpfte den Lasso auf, der Red Fox auf ihrem Rücken festgehalten hatte, und legte den Toten auf den Nordrand der Mulde. Dann spähte der Dakota hinunter. Er hatte Pfeil und Bogen schussbereit. Aber das warnende Beispiel der beiden gefallenen Läufer schien die anderen zunächst abzuschrecken. Wenn sich einer keck vorwagte, um von seinem schnellen Mustang die Flinte gegen die Anhöhe abzufeuern, so riß er sein Pferd auch rasch wieder herum und suchte die sichere Entfernung. Der Häuptling lag in der Lehmmulde und hielt weiter Ausschau. Sein Versteck war gut und sein Rundblick selbst bei Mondschein ausgezeichnet. Er hatte eine für einen sicheren Schützen unübertrefflich günstige Stellung inne. Der größte Fehler der Feinde war gewesen, dass sie die Kuppe nicht besetzt hatten, solange Toka Eton mit Red Fox kämpfte. Aber sie hatten alle zu sicher auf den Sieg des Roten Fuchses vertraut. Jetzt mochten sie sehen, wie sie in dem offenen Gelände an den Indianer herankamen. Solange sie sich nicht entschlossen, abzusteigen und in großer Zahl von ringsher anzuschleichen, drohte ihm kaum eine Gefahr. Sein Köcher fasste hundert Pfeile, dazu kamen die erbeuteten Feuerwaffen und ausreichende Munition. Er hatte ein Pferd bei sich, das er schlachten konnte, um sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Auch zwei Wassersäcke und Proviant lagen vorsorglich bereit. Die kommenden Nachtstunden waren vom Mondschein erhellt. Toka nahm an, dass die Jäger sich nicht so schnell zu einem Angriff auf ihn entschließen würden. Sie hatten das Schießen ganz eingestellt. Der Indianer beobachtete, wie sie sich zu Gruppen sammelten ihre anführer red fox und shonka waren gefallen wahrscheinlich berieten sie was in der neuen lage zu unternehmen sei tokaitos besondere aufmerksamkeit galt dem abhang der zur bucht hinunterführte das war die einzige seite an der es für die feinde etwas deckung gab im buchtgrund hatte sich das schwemmholz gehäuft und hier wuchsen weiden und einiges anderes gesträuch hinter dem man sich verstecken konnte tokaitos suchendes auge nahm eine Bewegung wahr. Ein Jäger kam vorsichtig hinter einem Weidengesträuch vor und schob sich im Grase aufwärts. Er büßte sein Unternehmen. Der Pfeil des Indianers traf den Überraschten im Nacken. Der Getroffene streckte sich und blieb ohne Laut liegen. Der Dakota hatte jetzt Muße und richtete sich möglichst zweckmäßig in dem Büffelbade auf der Kuppe ein. Er prüfte sorgfältig die erbeuteten Flinten, und zählte die Patronen und Kugeln dann legte er sich alles zur hand so er mit möglichst geringem zeitverlust schüsse abgeben konnte es blieb ringsumher ruhig und auch aus der bucht wagte sich vorläufig niemand heran gleichmäßig rauschte das wasser tief unten im großen tal der mond war gewandert und schaute von südwesten herüber eine kuppel funkelnder sterne stand über dem land der Wind strich leise dahin und nahm den Geruch der Verwesung und den feuchten Dunst mit, der von dem Überschwemmungsgelände aufstieg. Tokaito konnte von seiner Höhe tief hinuntersehen und das Schillern des Wassers erkennen. Drüben am Nordufer lag die Prairie ganz einsam. Der Wanderzug und die ihm nachfolgenden Kundschafter waren längst in der Ferne entschwunden. Der Indianer lag beobachtend in seiner Mulde. Von der Prärie her ertönten indianische Rhythmen durch die Nacht. Tokaitor lauschte ihnen. Es war ein Gesang in der Sprache der Dakota, ein eintöniger, stolzer, nicht endender Gesang. Der Häuptling kannte die Stimme. Mata torpes Mutter und Shida war diesseits des Stromes zurückgeblieben und sang für den Sohn ihres Sohnes, der sich im Ring der Feinde befand. Tokaito erkannte den Schatten ihrer hoch aufgerichteten Gestalt. Keiner der Weißen störte sie. Die weißen Männer gaben vor, die Frauen hoch zu achten, und sie schalten, dass Indianer ihre Frauen wie Sklavinnen arbeiten ließen. Aber die weißen Männer spotteten auch oft über alte Frauen oder redeten schlecht von den Jungen. Das taten rote Krieger nicht. Wenn das Jägerleben auch mit sich gebracht hatte, dass der Mann mit Pfeil und Bogen unterwegs war und die Frau die Arbeit im Zelte tun musste, wenn auch die Frauen im Zelte im Hintergrund sitzen und schweigen mussten, so hatten die roten Männer doch nie vergessen, dass auch in Frauen ein kluger Geist und Mut wohnen konnte. Sie hatten das Alter immer geachtet, gleich ob es ihnen im Mann oder in der Frau erschien. Tokaito bewunderte den Mut und schied das, die unbekümmert um die Feinde das Lied vom Leben Tokaitos und der Bärenbande sang. Sie wurde nicht müde. Aufrecht stand sie die Nacht hindurch und gleichmäßig erklang ihre Stimme durch die Dunkelheit. Auch den rohen Gesellen des Red Fox zwang sie Achtung ab. Stunde um Stunde verging. Der Mond wanderte weiter und die Sterne wurden blasser. Es war bitterkalt vor Beginn der Morgendämmerung. Eine Eule schwebte lautlos vorbei. In den Fängen trug sie eine erhaschte Beute. Tokaito öffnete die Gürteltasche des toten Red Fox und entnahm ihr den Skalp Matatorpes mit den grauschwarzen Haaren. Er strich die Haare langsam um seine Hand und verbarg sie bei sich. Das Messer, das seinen Vater ermordet hatte, nahm er ebenfalls es war kein breites skalpmesser sondern ein dolch der häuptling blieb wieder auf wache liegen drunten bei den feinden rührte sich nichts die sterne schwanden und die grauen schleier der morgendämmerung lösten sich in nichts auf das sonnenlicht siegte der dakota ließ sich von den morgendlichen strahlen anwärmen er spähte hinunter in die bucht und entdeckte zwei posten die sich wieder eingeschlichen hatten Sie hatten sehr sorgfältig Deckung genommen. Nur ein Stück braunen Lederstiefels konnte Tokaito an der einen Stelle sehen, und das war kaum zu unterscheiden von dem nassen Holz, aus dem es herausragte. Der zweite Posten verriet sich durch den Flintenlauf, dessen Mündung in einem Weidengebüsch auffiel. Der Indianer schob den Lauf des Schießeisens, das er zur Hand hatte, über den Rand der Mulde. Sein Schuss krachte in die Morgenstille hinein. Die Vögel flatterten erschrocken auf und suchten das Weite. Der Flintenlauf im Weidengebüsch, der getroffen war, verschwand. Und der unsichtbare Schütze fluchte vernehmlich. Der zweite Posten schoss herauf. Die Kugel pfiff vorbei. Tokaito antwortete. Der braune Stiefel zuckte und suchte sich besser unter dem Holz zu decken. Der Dakota ließ sofort eine zweite Kugel folgen. Ein leises Stöhnen und mehrere schlecht gezielte Schüsse kamen als Erwiderung aus dem Versteck in der Bucht. Auch diese beiden Jäger, die verhältnismäßig noch die beste Deckung hatten, waren dem Dakota gegenüber im Nachteil. Er konnte auch sie aus der Höhe stets leichter beobachten, als sie ihn. Die beiden verhielten sich von jetzt ab vollkommen ruhig. Unter Tage konnten sie ihren dem Feinde bekannten Platz nicht verlassen, ohne seinen Kugeln zum Opfer zu fallen, und es durfte sich auch niemand zu ihnen heranwagen, um ihnen zu helfen. Ihre Lage war nicht rosig. Der Häuptling wartete. Es wurde Mittag. Seine Gegner zeigten keine Lust, sich bei Tage weiter mit einem Scharfschützen einzulassen, der die beste Stellung des ganzen Geländes innehatte. Der Häuptling aber verwirklichte seinen Plan. Er hielt die Feinde hin. Tokaeth empfand kein persönliches Triumphgefühl dabei, aber er war befriedigt, dass es den weißen Skalpjägern und den indianischen Verrätern so schwer fiel, einen roten Hund zu killen. Der Häuptling hatte sich umgewandt und spähte über die endlose, in den Himmel hineinschwimmende Prärie gegen Süden zu. Der dunkle Strich, den die Fährte des Wanderzuges vor vielen Tagen durch das Gras gezogen hatte, war für Tokaito auch jetzt noch zu sehen. Die Spur kam aus der dunstigen Ferne, sie kam vom Pferdebach und von den schwarzen Hügeln und von den Ufern des Gelbsteinstromes bis zum Schlammwasser. Sie kam aus dem unübersehbaren Land, das den Männern der Dakota gehört hatte. Dann ging sie über den Strom in die Fremde. Tokaito kannte das neue Land. Noch eine Nacht und wieder einen Tag und noch eine Nacht dann konnten die emsigen pferde und die holpernden rutschen an der grenze sein und hinüberwandern in die freien prärien und den schützenden wald bis zu jener stunde wollte der häuptling noch aushalten und alle feinde auf sich ziehen dann mußte er ihnen entkommen von der bucht herauf klang wieder das stöhnen des postens dem tokaetos beide kugeln ins bein gedrungen waren das holz unter dem er versteckt lag Bewegte sich. Tokaitor sah, wie der Mann das nasse Geäst fortschleuderte. Die Schmerzen nahmen ihm die ruhige Überlegung. Der Dakota legte an und gab ihm den Gnadenschuss. Als die Strahlen der Spätmittagssonne schräg über den Hügelkamm fielen, beobachtete der Häuptling, wie sein verwundeter Mustang aufzukommen suchte. Es fiel dem Tier schwer, aber endlich stand es doch zitternd auf den Beinen und begann zu der Kuppe, und seinem Herrn hinzuhumpeln. Die Belagerer schossen nicht auf das Pferd. Sie mussten sehen, dass es kaum vorwärts kam und dass sie mit einem wohlgezielten Schuss seinem Besitzer nur einen Fleischvorrat verschafften. Der Hengst kam zur Mulde heran. Er beschnupperte die Stute, schien mit ihrer Anwesenheit einverstanden und rupfte sich einige Gräser ab. Tokaito öffnete einen Wassersack und gab dem Tier zu saufen. Von der Prärie her pfiffen aus sehr weiter Entfernung etliche Kugeln und landeten wirkungslos im Gras- und Erdreich. Tokaito verschloss den Wassersack und ließ seine Flinte antworten. Sofort zogen sich die Feinde zurück. Der Häuptling lächelte vor sich hin. Er dachte an den heftigen Kampf, den einerseits die Furcht und andererseits die Hoffnung auf den kostbaren Skalp im Herzen seiner Gegner ausfochten. Wenn sie gewusst hätten, dass in der Mulde oben ein Beutel mit Gold lag, wären sie wohl noch eifriger gewesen. Vielleicht ahnten die weißen Männer auch diesen Besitz des Indianers. Die Geschichte Matter Torpes ging um, und auf allen Grenzstationen war bekannt, dass Harry oder Tokaito immer gut und nie anders als mit klingender Münze bezahlt hatte. Der Häuptling beobachtete unaufhörlich mit gespannter Aufmerksamkeit die ganze Runde. Es rührte sich nichts mehr. Die Jäger drunten kämpften nicht für ihr Volk und dessen neuen Weg wie der Dakota. Sie kämpften um einen Preis, den keiner dem anderen gönnte und für den sie so wenig wie möglich riskieren wollten. Zudem wuchsen ihre Chancen allein durch das Warten, denn die Schlaflosigkeit musste den Dakota allmählich erschöpfen. Es konnte sein, dass sie so lange warteten, bis die Bärenbande das freie Land schon gewonnen hatte. Tokaito lugte wieder in die Bucht hinunter und stellte fest, dass der Posten ohne Schusswaffe verschwunden war. Der Jäger hatte sich heimlich zurückgezogen. Die Sonne war schon sanft geworden wie eine weise Alte, die Strahlen spielten flach über das saftig grüne Grasland, und ihr flimmerndes Gold begann sich zu röten. Der Dakota hatte seine drei Adlerfedern abgelegt, er pflückte sich Gräser und machte sich mit Hilfe der Schlangenhaut, die seine Haare hielt, eine Graskrone. Ein Kopfschuss in dem Augenblick, in dem er den Kopf heben musste, um zu zielen, war die größte Gefahr für ihn, und er musste Haar und Stirn möglichst unsichtbar machen. Wenn er hinunterspähte, konnte er erkennen, dass die meisten der feindlichen Reiter abgesessen waren. Es war schon zu dunkel, um diejenigen noch mit dem Auge festhalten zu können, die sich im Gras verborgen hielten. Aber Tokayitor vertraute darauf, dass er sie rechtzeitig entdeckte, wenn sie sich rührten. Das Jaulen der Wölfe hatte aufgehört, sie schlichen schon lautlos nach Beute umher, aber sie mussten auch die Menschen wittern, vor denen sie Furcht hatten und die sie nur angriffen, wenn der Hunger sie quälte. Die ganze Nacht klang das Lied und durch die Finsternis. Es war ein Lied des roten Mannes, ein Lied der Tapferkeit. Wieder wurde es Tag. Tokaito wachte in nicht nachlassender Aufmerksamkeit. Er war zu Jagd und Kampf erzogen, und die fortwährende Beobachtung des Geländes und aller Vorgänge war ihm, wie jedem Krieger der Dakota, in Fleisch und Blut übergegangen. Er hätte sich zwingen müssen, sie zu unterlassen. In den Jahren, in denen er vom Knaben zum Mann wurde, war er als Begleiter des geächteten Vaters umhergeschweift, und er konnte sagen, dass er sich allein mit einer Flinte und seinem Mustang wohlfühlte. Eines ging ihn allerdings hart an. Das war der elende Zustand seines Hengstes. Die Sonne stieg ihre Bahn wieder abwärts gegen Westen zu, sie versank und die Finsternis breitete sich über das Land. Am Nordrand der Mulde lag noch der Körper des toten Red Fox. Tokaitor war als Kind gelehrt worden, dass der Geist eines Feindes über den Tod hinaus hasst. Die Squaws mussten zu nächtlicher Stunde im Feuerschein um die erbeuteten Kopfhäute tanzen, um die feindlichen Geister zu beschwören und zur Ruhe zu bringen. Der Knabe Herka hatte diesen Tanz oft gesehen, wenn die Bärenbande die Skalblocken der Pawnee in ihre Zelte brachte. Die weißen Männer lachten, ob solchen Brauch, oder sie entsetzten sich darüber. Tops Sohn erfuhr das. Er tötete viele Männer und sah viele Tote. Er betrachtete sie nicht anders als einen Stamm, den die Axt gefällt hat er nahm sich ihre skalpe, die nie beschworen wurden und nie seine ruhe störten. aber mit red fox war es für tokaito etwas anderes. lange und furchtbar hatten die beiden männer sich gehasst und für den dakota war red fox die verkörperung der bösen macht der Wachu-Chin geworden, die die roten männer betrog, mordete und vertrieb. die feindschaft des red fox Schien dem Indianer noch wie Nebel in den Gräsern zu lauern. Sie schwebte in der Finsternis, und sie kläffte aus dem Tale, wenn ein Kojote schrie. Noch immer stand die Macht der Wachuchin zwischen Tokaito und der Bärenwande. Aus dem Buchtgrund fiel ein Schuss. Der Dakota fühlte einen heftigen Schlag gegen den Kopf, und es flimmerte ihm vor den Augen. Dann wurde es schwarz um ihn. Mit Aufbietung seines ganzen Willens rutschte er ein Stück tiefer in die Mulde hinein. Seine Hand tastete an einer Flinte, und er drückte ab, ohne jedoch feststellen zu können, wohin er schoss. Drunten sollten sie nicht wissen, dass er einen Augenblick kampfunfähig war, sonst war er verloren, und sein Skalp kam in die Hände der Feinde. Der Schuss des Dakota wurde sofort beantwortet, ohne dass ihn diese zweite Kugel traf. Der Verwundete griff nach den Bastbinden, die mechanische Bewegung seiner Hand Fand die Stelle, an der sie verwahrt waren, und er versuchte die Binden um die Kopfwunde zu legen. Seine Hand war gleich nass von Blut, aber es gelang ihm, den Bast fest um den Kopf zu wickeln. Dann sanken seine Arme herunter, und er blieb liegen. Von drunten schossen sie nicht mehr. Krochen Sie schon herauf? Tokaetor war sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hatte. Ein Stück seines Kopfes musste für ein feindliches Auge in dem hellen Mondschein sichtbar geworden sein. Das Knallen des Schusses hatte ihm noch die Vorstellung vermittelt, wo der Gegner steckte. Hinter der obersten Weide in der Bucht. Er hatte ihn schon da vermutet, aber seine Gedanken waren einen Augenblick abgewichen. Aus der Bucht krachte wieder ein Schuss. Ohne von einem klaren Gedanken geleitet zu sein, griffen die Hände des Häuptlings nach der Flinte. Die Bewegung fiel ihm leichter und vor seinen Augen ging ein heller Schimmer auf, in dem die Gegenstände noch umherschwankten. Er fand den Kolben und den Abzug und es gelang ihm zu schießen. Der Knall dicht an seinem Ohr weckte ihn völlig und er erkannte wieder die Landschaft im Rund. Er sah auch ein, dass er einen ganz irren Schuss abgegeben haben musste, denn aus der Bucht ertönte lautes Lachen. Der Häuptling riss sich zusammen. An dem toten Red Fox vorbei, Schoss er zum zweiten Mal. Da lachte drunten keiner mehr. Etwas Raus, Feuchtes kam ihm auf den Rücken. Der Falbe leckte seinen Herrn. Ja, geh. tokaito sprach leise und gut zu dem Getreuen. Das Tier schien zu verstehen. Es stieg an der Stute vorbei, wieder aus der Mulde hinaus. Der Häuptling band sich die Baststreifen fester um den Kopf. Es war ein Streifschuss, den er erhalten hatte, und die größte Gefahr, die erste Betäubung, war schon vorüber. Laut und kräftig, aufmunternd und warnend erklang Onchidas Lied von der Prärie her: Hüte dich vor deinen Feinden, Tokaito, Sohn Matotopes. Kehre heim zu deinen Zelten. Fern und in Sicherheit sind deine Zelte. Kehre heim und lasse die Wogen des großen gelben Schlammes zwischen dir und deinen Feinden. In nördlicher Ferne glaubte Tokaito einen glimmenden Punkt wahrzunehmen. Der undeutliche Schein war sehr weit. War es ein Feuer? Das Zeichen der Bärenbande, dass sie die rettende Grenze überschritten und die Waldberge erreicht hatten? Dann war sie schnell gewandert. Chetansapa, Sapa, der Sohn des Sonnenregens, Mochte sie zu dem Gewaltmarsch angetrieben haben. Das war gut so. Nun konnte, nun musste Tokaito fliehen und seinen Feinden zu entkommen suchen. Aber rings rührte es sich in der Finsternis. Tokaito hatte das Ohr am Boden. Er konnte nichts hören. Doch seine spähenden Augen entdeckten Schatten lediger Pferde, die sich in Gruppen von dem Kreis der Belagerer entfernten. Die langsame und geordnete Bewegung ließ darauf schließen, dass sie fortgeführt wurden. Wohin? Das war nicht ohne weiteres festzustellen. Sie verschwanden bald in der Dunkelheit. Ihre Reiter lagen in weitem Ring versteckt im Grase, und sie schienen den Ring allmählich enger zu ziehen. Wenn man die Tiere alle fortgebracht hatte, mussten die Reiter einen Plan haben, den sie zu Fuß ausführen wollten. Noch war alles, was vorging, Fern und schwer fassbar. Es kroch am Boden ohne Laut. Fast war es, als ob nur das Gras und die Erde sich selber verschöben. Dann rückte es näher und wurde deutlicher. Ein Schattenstrich heran, schwankte ein Halm. Tief in der Bucht beugte sich ein Weidenzweig ohne Wind. Der Falbe hatte den Kopf gehoben und witterte unruhig. Sie kamen. Es war kein Zweifel mehr. Von ringsher schlichen sie heran, gleich zu Beginn der Nacht. Es kroch von überall her in der Bucht und auf dem Hügelrücken und drunten in der Prärie. Vielleicht mussten einige der heranschleichenden Feinde das Leben lassen, die anderen aber konnten heraufstürmen und dem Dakota den Skalp abziehen, das hofften sie. Tokaito nahm der Fuchsstute die Fesseln ab und griff nach Bogen und Pfeilen. Die Zielweite war in der Finsternis so gering, dass der Bogen genügte. Tokaito konnte in der Minute 20 Pfeile versenden. Der Häuptling lauschte und spähte angespannt. Noch war kein Schuss gefallen. Sie wollten ihn eng einzingeln, ehe sie ihm ihre Gegenwart verrieten. Nur Schatten waren es zwischen Gräsern, aber Tokaito erkannte sie. Ein schriller Pfiff ertönte aus der Bucht herauf. Vielleicht war es das Signal, dass die Feinde ohne längeres Zögern vorgehen wollten. Gestalten lösten sich vom Boden ab. Sie sprangen vor und duckten sich wieder. Flinten krachten auf. Schwer tappende Reiterstiefel und leichte indianische Mokassins sprangen auf dem weichen Boden hangaufwärts, über die Prärie heran und über den langgestreckten Höhenrücken näher. Fremdartige Kriegsrufe ertönten. Die Nacht hatte ein gefährliches Leben bekommen. Tokaitor versandte einige Pfeile gegen die Feinde, die ihm über den Hügelrücken näher kamen. Er wusste, dass er nicht alle abwehren konnte, und danach richtete er seine Taktik ein. Die ersten Revolver knatterten schon. Es konnte nicht mehr lange währen, bis sie den Dakota im Schussfeld hatten. Tokaitor schoss weiter, aber nur vereinzelte Pfeile, deren stockende Folge die Angreifer eher sicher machten, als abschrecken konnte. Die Fuchsstute wurde von einer feindlichen Kugel gestreift, Angstvoll sprang sie auf und jagte den Hang ostwärts hinunter. Die Bewegung des Tieres schien die Angreifer einen Augenblick zu verwirren. Vielleicht fürchteten sie einen Fluchtversuch des Dakota. Hing er irgendwo an dem fliehenden Pferde? Tokaito bemerkte, wie sich Gestalten erhoben und das Tier fassen oder mit dem Lasso fangen wollten. Andere schossen. Geschrei wallte auf. Der Dakota sah sich etwas entlastet. Er schoss wieder gegen die Angreifer auf dem Hügelrücken. Einen der vordersten hatte Tokaitos Pfeil erreicht, aber die drohenden Schatten ringsum wurden jetzt schnell größer, und schon erreichten sie die Kuppe. Sie waren da. Der Häuptling hatte sich an einem alten gestürzten Stamm verkrochen. Da er nicht mehr schoss, mochten seine Gegner annehmen, dass er selbst getroffen sei. Sehen konnte ihn keiner der Angreifer, ehe er die Mulde betrat. Der Häuptling lag lang ausgestreckt, halb unter dem Baumstamm, der ihm den Rücken deckte. Er hörte das Gebrüll heller und dunkler Stimmen, mit dem immer mehr Feinde rings die letzten Meter heranstürmten. Den Falben sah er verschwinden. Der Hengst schien unbehelligt abzutrotten. Am Rand der Mulde standen die ersten Schatten: breite Hüte und lange Zöpfe, Bärte und schmale Gesichter. Heisere Schreie rangen sich aus weit geöffneten Lippen. Kolben sausten durch die Luft ohne genaues Ziel und schlugen dumpf auf. Flinten- und Revolverschüsse krachten und knatterten ununterbrochen. Tokaeto begann abzuziehen. Die Kugellager seiner Revolver drehten sich, und aus den kurzen Rohren knatterte es. Hilflos torkelten die getroffenen Angreifer in die Mulde hinein und stürzten. Der Häuptling hörte auf zu schießen und schob sich vom Stamme weg zwischen die Gefallenen hinein. Er legte sich so, dass einer der toten Indianer ihn fast ganz verdeckte. Seine Graskrone hatte er abgerissen und den hellen Knochenbogen weggeschoben, damit er nicht so leicht erkannt werden konnte. Die Menge der Skalpjäger ringsum drängte schon nach. Es erschienen wieder lebende Schatten und bildeten eine dunkle, zusammenhängende Masse. Während die Nachkommenden noch schrien, verstummten die Vorderen. Vier oder fünf bückten sich und suchten bei den Toten. Mit Flüchen nahmen die anderen die herrenlos gewordenen Waffen an sich. Die vordersten Angreifer, die mit Suchen und Beutemachen beschäftigt waren, wiesen ihre nachdrängenden Gefährten mit Fußtritten und Ellenbogenstößen zurück. Aus der Ferne hörte man den Hufschlag der fliehenden Stute und ihrer Verfolger. Der Falbe war verschwunden. Wer ihn hat, soll es sagen? schrie plötzlich einer im Zorn durch die Dunkelheit. Er soll es sagen, der Lump, der den Skype gestohlen hat? »Ruhig«, befahl eine andere Stimme, »alles zurück, aus dem Büffelbad hinaus. Was trampelt ihr herum wie eine Ochsenerde? Zwei Herren, die mit mir die Toten durchsuchen.« Torquay sah den Sprecher nur als Schatten, einen großen Mann mit einem schmalen Kopf und einer kühnen Nase. Der Bart war ihm spitz gewachsen. Der Häuptling befand sich noch nicht im Griffbereich dieses Befehlshabers, aber er sorgte schon vorsichtig dafür, dass der Messergriff mit dem Vogelkopf nicht gleich zu fühlen war. Der Mann mit dem Spitzbart erinnerte sich vielleicht an diese Waffe, denn er hatte Tokaito bei der Unterredung mit Red Fox gesehen. Da jetzt eine geordnete Suche bei den Toten stattfinden sollte, rechnete der Dakota mit einer schnellen Entwicklung und Entscheidung seiner Lage. Er verlor die Ruhe nicht und war entschlossen, das zu tun, was gegenüber dem Verhalten seiner Feinde jeweils Erfolg versprechen konnte. Einer bückte sich, und der Häuptling erkannte seinen Bogen. Der in die Höhe gehoben wurde. Dann nehmen wir uns noch irgendeinen schwarzen Skalp dazu, schlug der Finder vor, dann stimmt's! Der Sprecher schien seinen Vorschlag gleich ausführen zu wollen. Tokaitor spürte den Griff in seinen Haaren. Bist du ganz tot, mein roter Bruder? wurde er menschenfreundlich gefragt. Nein, antwortete der Häuptling, als sei er einer der indianischen Kundschafter im Dienste der Weißen, der beim Angriff verwundet worden war. Mein weißer Bruder mag meine Haare sogleich loslassen, oder ich durchsteche ihm die Hand. Tokai tor ist nicht mehr hier. Er ist entflohen. Sacre nom. drehte wieder seinen Spitzbart. Sacre Vielleicht war er wirklich nicht ganz mausetot. Schleicht sich in die Bucht hinunter ins Gesträuch. Sitzt zwischen den Weiden. Sieht uns da oben stehen und schießt die Kanei. Eine Flinte krachte vom Buchthang her. Charlemagne stürzte. Er war tödlich getroffen. Einen Augenblick war es still nach dem Schuss, der aus nächster Nähe abgegeben war. Die Menge der Skalpjäger war wie erstarrt. Aber nach der kurzen Stille brandete ein ohrenbetäubender Lärm auf. Die Jäger glaubten, dass der entflohene Toka etor geschossen habe. Im Umsehen rannten und sprangen sie den Buchthang hinab, um den Schützen zu fassen. Aus ihren Rufen war zu entnehmen, dass sie einen fliehenden Indianer sahen und verfolgten. Wie eine ausbrechende Büffelherde tobten sie den Hang hinab. Flüche und Schreie übertönten das leise Rauschen des Wassers. Einige bückten sich und schienen die Waffen Gefallener auch unterwegs noch mitzunehmen. Andere stolperten und fielen über die Gefährten oder sprangen über sie hinweg. Zweige knackten, die Pfützen klatschten im Buchtgrund. Die Menge auf der Kuppe hatte sich schon ganz aufgelöst. Die letzten rannten rechts und links die Hänge in die Prärie hinab, um unbehindert vorwärts zu kommen. Je weiter sich die Jagd hinzog, desto mehr machte sich der Unterschied in der Schnelligkeit der Füße bemerkbar. Die Skalpjäger zerstreuten sich auf der Verfolgung, und endlich waren sie alle in der Finsternis und den Bodennebeln des Stromtales verschwunden. Der Dakota war oben geblieben und horchte von der still und einsam gewordenen Anhöhe den Davoneilenden nach. Vielleicht wäre es klug gewesen, mit der Menge der eigenen Verfolger den Hang hinunter in das Tal zu laufen und dort ihren Augen zu entschwinden. Aber seine Füße fühlten sich jetzt schlapp an, wie eine aufgehängte Büffelhaut, und die Umrisse der Kuppe verschwammen ihm vor den Augen. Der Verband war ihm halb abgerissen und das Blut lief von seinem Kopf. So blieb er, um die Baststreifen wieder in Ordnung zu bringen. Runden im Tal hatte das Krachen der Flintenschüsse inzwischen ganz aufgehört. Fernes Hufgetrampel drang durch das Rauschen des Stromes zur Höhe herauf. Wenn Tokaito recht hörte, so galoppierte eine große Reiterschar stromabwärts. Die Skalpjäger waren bis zu ihren Pferden gelaufen, die sie am Abend im Tal versteckt hatten. Sie waren aufgesessen und ritten fort. Was suchten sie stromabwärts? Noch immer den Unbekannten, der im entscheidenden Augenblick geschossen, und die Verfolger anstelle von Tokaito auf sich gezogen hatte? Der Häuptling suchte nach den Flinten, die er in Gebrauch gehabt hatte, nach den Revolvern und nach seinem Bogen. Er fand nichts mehr. Die Waffen hatten die Jäger mitgenommen. Er war ein Mann ohne Pferd und ohne Schusswaffe. Vom Tale zog der feuchte Duft des Wassers herauf. Der Verwundete hatte Durst und wollte trinken. Seine Wassersäcke waren ausgelaufen. Er verließ das Büffelbad und kroch hinunter, so vorsichtig, als ob ein Feind da sei, der ihn beobachten wolle. Der Geruch des Wassers zog ihn immer stärker an, und der Instinkt beschleunigte seine Bewegungen. Als er die erste Nässe spürte, suchte sein Mund gierig danach und ertrank den Schlamm in langen Zügen. Um seinen Kopf kam zwischen den Schmerzen wieder das schwankende Gefühl, die Wunde setzte ihm mehr zu, als er erst hatte glauben wollen. Er schob sich zwischen die Weiden und blieb bei der Pfütze liegen. Von seinem Versteck konnte er hinaufsehen bis zu der Kuppe. Unten im Tal rauschte der Fluss ohne Unterlass. Der Dakota fühlte das Wasser und die nasse Erde. Der Wind strich auskühlend über ihn hinweg. Er trank noch einmal. Dann kämpfte er nicht mehr gegen die Macht der Müdigkeit. Seine Augen schlossen sich und er schlief zwischen den Weiden ein. Als sein Bewusstsein wieder zu arbeiten begann, glaubte er einen hellen Schimmer wahrzunehmen und zwang die Augenlider in die Höhe. Er sah, dass der Mond aufgegangen war, und im Zwange der Gewohnheit versuchte er sofort den Platz zu beurteilen, an dem er lag. Er befand sich im Schatten, zwischen Gebüsch und Schwemmholz. Es war kein übles Versteck das er sich vor einigen Stunden gewählt hatte. Der Dakota schob sich aus dem Weidengesträuch hinaus und kroch am Hang aufwärts, über den früheren Lagerplatz der Weiber und Kinder der Hügelkuppe zu. Er kam auf die Anhöhe zu dem Büffelbad, das zwei Tage und drei Nächte sein Aufenthalt gewesen war. Still und leer lag rings das Land. Bald würden die Geier und Wölfe ihr Mahl halten, und keine Spur konnte dann mehr von dem erzählen, was geschehen war. Tokaito sah neben sich in der Mulde die Büchse des Red Fox mit dem zersplitterten Kolben liegen und nahm sie auf. Den Schaft konnte er daheim im Zelt ersetzen. Der Häuptling hielt weiter Ausschau. Von seinem Falben und der Fuchsstute ließ sich auch jetzt nirgends etwas erblicken. Aber Tokaito wartete noch auf etwas anderes. Auf einen anderen. Ob der Schütze, der aus der Bucht auf Charlemagne geschossen hatte, den Skalpjägern zum Opfer gefallen war? Oder ob er ihnen entkommen konnte? Wenn er noch lebte, würde er sich wohl zeigen. Tokaitor wusste, wer dieser Schütze war: sein Blutsbruder Donner vom Berge, der Sixikau. Er hatte die Aufgabe gehabt, den Kampf Tokaitors zu beobachten und der Bärenbande Nachricht zu geben. Als der Himmel hell zu werden begann, tauchte aus dem Grase auf dem Hügelrücken die Gestalt eines Indianers auf. Offen schritt er auf die Kuppe zu. Er war groß und gerade gewachsen wie ein Speer, und der Morgenwind spielte um ihn. Auch Tokaito erhob sich, und die Blutsbrüder begrüßten sich. Du warst in den Augen der weißen Männer Tokaito, sagte der Dakota zu Donner vom Berge. Wissen Sie, dass du noch lebst? Sie wissen es nicht. Sie glauben, dass ich zu Tode verwundet gewesen sei. Ich sprang in das Schlammwasser. Heimlich habe ich den Strom wieder verlassen und den weißen Männern noch nachgespäht. Deinen Knochenbogen haben sie mitgenommen und den Skalp eines roten Kundschafters, den ich erschoss, als sie mich verfolgten. Diesen Skalp werden sie jetzt mit dem Bogen als deinen verkaufen. Sie sind zufrieden fortgeritten. Die beiden Häuptlinge schauten über den Missouri nach Norden. Jenseits des Tales, in dem die Morgennebel wallten, und jenseits der weiten, welligen Prairie, stieg ein Bergstock am Horizonte auf. Dunkel erschien er, er war bewaldet. Tokaito kannte diese fernen Waldberge. Dorthin zu ziehen, hatte er seinen Zelten geraten. Dort standen sie jetzt: die Tipi der Bärenbande. Irgendwo zwischen Wiese und Wald, an einem klaren Bach. Über Tokaitos Züge ging ein Schimmer der Freude auf die Heimkehr. Kein Feind stand mehr zwischen ihm und der Bärenbande. Kein Watschutschin kümmerte sich mehr um das kleine Häuflein, dessen Dasein und Schicksal im Machtbereich des großen Vaters von Washington bald vergessen sein würde und das Jenseits des Missouri niemandem bekannt war. Im Verborgenen konnte tokaitor mit den seinen einen neuen Weg beginnen, und er brauchte seine Kräfte nicht mehr in vergeblichen Kämpfen zu verzehren. Noch mitten in der Nacht der Niederlage und Flucht seines Volkes war es schon gewiss, dass ein neuer Tag kommen würde. Fest und tapfer erklang das Lied und Schieders der aufrechten Mutter, die jetzt mit den Häuptlingen den Heimweg zu den Zelten antreten konnte.